Hey Leute, heute mal was ganz Besonderes. Wir haben gerade eine 4-Stunden-Session Archipelago zu 5 gespielt und das sollte mein erstes und wahrscheinlich auch letztes Let's Play werden. Ich habe das mitgefilmt, von da oben runter aufs Spielbrett. Wenn euch der Sinn danach steht, dieses geile Spiel mal live zu sehen und zu gucken, wie das läuft, seid ihr eingeladen, die nächsten, weiß nicht, 3, 3,5 Stunden, wie lang das Video wird, einfach mal mitzubegleiten. So sieht's aus, nachdem das Spiel durch ist. Ich habe haushoch verloren, ich bin Letzter geworden, so eine Kacke. Aber ich denke, ihr bekommt einen ganz schönen Eindruck, wie das Spiel funktioniert. Und es hilft natürlich vorher, das Review zu dem Spiel anzugucken, zu dem Video, damit man versteht, was da überhaupt passiert. Aber einfach mal frei von der Leber weg mit ein paar Veteranen des Spiels und einer neuen Person eine 5-Personen-Partie mal anzuschauen. Kann ganz spannend sein. Ich verstehe nicht, wie man ein Let's Play angucken kann, ehrlich gesagt, aber es gibt Leute, die tun das wohl gerne. Von daher, das ist für euch, ja, als Sonderformat. Guckt mal zu. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich gehe jetzt ins Bett. Es ist 12:30 nachts oder so. Tschüss. Gleich ein guter Kommentar. So, redet hoch. So, gut, Startaufstellung läuft. Das passt. Hat jemand einen Fisch genommen als Rohstoff? Ja. Echt? Okay. So. Aber dir. Also, ich teile jetzt praktisch die geheimen Rollen aus. Es kommen ein paar raus, ein paar wird es nicht geben und wir wissen das nicht. Die sind geheim zu halten. Was die Rollen können, steht auf den Übersichten da. Wir spielen das mittellange Spiel. Das war so 3 Stunden ungefähr. Also, jemand macht es wieder zu früh aus. Aber ich bin gerade so bis 1 Uhr spielen gewöhnt. Ah, ja. Okay. So, wir kommen weg. Ich weiß nicht. Ja, wie die Jungs sind so voll. Und wir gucken natürlich die unterste Zahl an, falls was drauf ist, weil wir sind ja 5 Spieler, ne? So. Okay, und dann tue ich mal das. Das offene Ziel ausdecken, ja, schöne Scheiß. Also das Public-Ziel ist, wer am meisten Geld am Ende vom Spiel hat. Das ist klassisch, ja. Ist mal langweilig. Okay. Für was gibt's hier? Was ist das? Hast du Kunden, ja? Ja. Wow. Wow. Yeah. Das wird spannend, okay. Nee, wird's nicht. Okay, also vorbei. Öffentliches Ziel ist, wer am meisten Geld hat, bekommt 4, 3, 2 Siegpunkte. Ja? Okay, das wird echt interessant. Hinter dem Schirm liegen, logischerweise. Okay, dann beginnen wir jetzt mal und zwar mit der ganz beliebten Phase des Gebots auf den nicht Startspieler, muss man sagen, sondern auf die Person, die die Reihenfolge entscheidet. Und man soll sich das laut dem Designer so vorstellen, das ist ja ein Inselreich und eine Runde des Spiels sind 10, 15 Jahre. Gebe ich das Geld ab oder behalte ich das? Das geht weg. Ja. Und dann bist du der Gouverneur oder der Bürgermeister und deswegen entscheidest du es. Und wie war das? Jedes gebotene Geld wird ausgenommen. Ist weg, genau. Nicht nur der gewinnt, sondern alle. Richtig. Und deswegen ist der Tipp, dass du vielleicht wenig spielst oder gar nichts, wenn es dir ein bisschen egal ist, weil du hast dann nachher mehr Geld übrig, um die Person zu bestechen, die entscheidet. Wir tun jetzt nicht erster, zweiter, dritter, vierter Platz oder so abglänzen, sondern wir tun nur den Entscheider jetzt praktisch wählen. Und der Entscheider sagt dann nach Nasenfaktor, wer was ist. Okay. Bevor wir bieten, ganz kurz nehmen wir mal Fäuste zurück. Würde mir einer mal bitte die Karten vorlesen, die wir jetzt haben. Okay. Ich habe einen Steinbruch, verdoppeltes Einkommen bei Steinen. Ich habe den Architekt, Sie können in einer Runde ohne eine Aktionsscheibe ein Gebäude bauen. Oder was steht da? Ich kann es nicht lesen. Eine Bauaktion, ja, doch. Das muss man bezahlen, oder? Wenn man die macht. Richtig, auch du, ja. Und hier zwei Einheimische befrieden. Ja. Okay. Der Holzfäller, nimm eine Ressource Holz aus der Band einfach. Ja. Wenn ich die Karte selber habe, muss ich doch nicht bezahlen. Doch, du musst immer die Gebühr bezahlen. Und wenn jemand fremd ist, deine Karte benutzt, zahlt er dir plus 1. Und du bekommst das Geld.
Das Krasse ist, dass die Karte dann gezildet wird und ich für die Runde verbrauche. Also würde ich 4 kriegen, wenn jemand anders die Karte von mir benutzt. Genau. Richtig. Wichtig auch für die Karten, weil auch Sichtbedingungen oder so, falls es sagt, es gibt ja Karten, wo der... Es gibt ja... Was? Nur eine? Nee, alles. Gelb bekommt immer die Person, der die Karte gehört. Voll. Ja, aber wenn außer sie gehört dir, dann musst du es bezahlen. Dann musst du es an die Bank bezahlen, genau. Karten unterscheiden sich, wenn der Rand hier links ist, ist eine Person. Für Siegbedingungen kann das wichtig sein. Gibt es Fortschrittskarten? Gibt es Fortschrittskarten, dann gibt es, glaube ich, noch was Drittes, und zwar Weltwunder oder so. Ja. So, Holzfäller klar, nimm einfach Holz aus der Bank. Und Expansionismus, eine Migrationsaktion, also wandere von einem Feld aufs andere, ohne Aktionsscheibe durchführen. Das sind ziemlich Basiskarten. Heute besteht das Spiel zum größten Teil aus den Erweiterungskarten, das wird sehr kriegerisch. So, größten Teil? Hast du es ja hinsortiert, oder? Ich habe ein paar Basiskarten in Front, die Öle sind. Die Öle sind. Nee, Empfehlung. So. Hat die eine Hauptregelung gemacht? Nein, 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 Empfehlung. Los. Okay, ist das ein goldenes Stück, das weißt du. Also, Andreas hat. Ich den Platz. So, und du entscheidest jetzt, wie die liegen. Alle. Also, mich legst du bitte mal als Ersten. Hast du den Beitrag nicht gelesen, ne? Nein. Ich glaube, das ist was Gutes als Erstes zu sein. So, ich hätte Interesse, Zweiter zu sein und ich würde dir einfach mal da ein Florin dafür anbieten. 2. Ich höre ja auch auf 2 und bin hübscher. Ich bin Nachbar. Wir müssen ja Nachbarschaftswünsche. Bitte einen für den dritten Platz. Da kannst du die beiden melken. Das ist mir gut. Also, okay. Ich hätte jetzt 2 oder 3 Platz, gell? Also, okay. Nee. Kannst du mir viel von dem zweiten geben? Also steht immer noch, 2 für den zweiten Platz. Genau. Also, die wollte ich nicht überbieten. Nö. Das entscheidest du dann schon zu deinen Gunsten. Was bildest du so? Ich gucke die erste Runde ganz entspannt von hinten. Okay. Und muss man sich daran halten? Unbedingt, das ist wie bei allen Spielen. Ein Deal kannst du nicht abbrechen, das rächt sich dann eine Runde später. Dann halt, wenn du mal was brauchst, das ist ein Deal. Wir geben dir jetzt deine 2 Florin und dann sagt er, ah doch, nein, dann nimmt seine. Nee. Würde ich jetzt auch nicht so spielen. Ich hätte auch 5 setzen können. Das musst du dran halten, aber du könntest ja eigentlich auch rechnen. Ich nehme seine 2 Florin, setze ihn auf 4. Ja. Nehme seine 2 Florin, setze ihn auf 5 und die Sabrina auf 2. Ja. Also, das müssen wir uns einigen. Was du jetzt in dieser Runde besprichst, musst du auch machen. Aber du könntest ja jetzt einen Deal machen. Nächste Runde tust du mir das und das. Da musst du nicht dran halten. 4 und 5. Da kriegst du natürlich auch nichts. Gut, bitteschön. Wichtig für dich noch. Unten stehen ja diese pro Zug können in beliebige Reihenfolge Blabla-Geschichten. Ja. Das tust du, wenn du so ein Chip-In machst, tust zusätzlich noch eins von den Dingern da unten machen. Oder mehrere oder davon. Beide. Wir haben noch bist du alle drei schon gemacht. Oder an Stachnerscheibe hinmachen. Jetzt. Sowas tun. Geht auch. Achso, also, stimmt. Hütten zählen. Hütten zählen. Also 2. Wir sind 10 Einwohner, das kannst du schon mal hinmachen. Was ist denn das für ein Soundtrack? Warum bleibt der da und hängt? Ah, das ist das. Das WLAN ist ja schlecht. Wir machen das Video aus. Das bringt nichts. 5, 7, 10. Also ich habe 13 gezählt, aber. Das kann ich nicht. 13 Arbeitslose. Halt, das steht falsche Figur. Und der staubt ja hier unten bei 0. Oh nee, Quatsch. Stimmt, das ist viel zu viel. Die Fische zählen ja auch, oder? Ja. Ja, ja. 1. Das müssen wir 5, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Das wäre viel. Du, so drastisch hat sich die Arbeitslosenzahl reduziert. Okay. Dann sind wir 10 Mitspieler. Das ist auch in Ordnung. Und die sind noch bei 0, genau. Die sind noch bei 0. Okay. Angry People. Das Gleichgewicht auf dem Archipel kommt jetzt. Das entfällt aber in der ersten Runde. Als Beispiel, wir müssten jetzt alle hinlegen und ein Holz bezahlen, um 5 aufzustellen. Also irgendwas ist da drauf, muss man mal anmachen. Du, soll ich den Hotspot auch machen? Aber es lädt jetzt voraus. Gut, du machst Babys. Die Regel von 3 pro Fall kennst du auch? Ja. Nie mehr als 3 Menschen. Okay. Von einer Farbe. Von einer Farbe. Plus ein Schiff. Das Schiff zählt ja nicht. Also das Schiff Wasser. Zählt ja nicht dazu. Gut. Ich mache eine Entdeckung. So, schon bist du. Achso. Die oder die zweite?
Was Stärkungsheilung? Ah, die passt doch. Da die schon grundlegend passt, nehme ich sie. Ich gucke mir mal die Rückseite an. Genau. Obwohl. Ginge sogar auch noch. Was gibt's denn hier, wenn ihr nachher hier Dinger forscht und das hier reinlegt? Und wir beide was davon haben? Hab ich das sowieso. Ja, doch, bestimmt. Andere werden da voll drauf reinfallen. Gut, gut. Tja, ist alles nicht so leicht. Mache ich immer nur eine von den drei Sachen, dann ist die nächste dran. Solange bis die im Grunde vorbei ist. Ja, ein Jokerplättchen. Und wie ist es mit den Rohstoffen? Die werden jetzt nicht verteilt. Bis die Chips aber wechseln. Die haben. Bewohner oder. Was? Die werden nicht verteilt. Doch. Wenn du es gerade entdeckt hast, kriegst du so einen Chip und kriegst auch wieder wie vorhin einen Rohstoff. Einen für mich und einen doch. Okay, und ich darf entscheiden, wen ich kriege und wen. Ja, und die Hütten? Die Hütten müssen wir hier wieder abgreifen. Sind zwei Stück. Und ein Stein geht in den Markt. Oh, ist echt nervig. Wir brauchen da mal eine Lösung. Da komme ich. Ich benutze halt Alexa. Bin ich Ja. Da müsst ihr mit der Alexa sich koppeln. Was brauchst du? Ich guck mal, also, das passt schon, oder? Das Ding. Ja, wenn ich der Playlist ist, oder? Das ist wichtig. Dann erkunde ich nämlich auch. Sieht gut aus. Wir müssen mit einem rüberziehen. Kann mir ein Eisen nehmen. Oder eine Kuh. Was möchtest du denn? Ein Eisen. Und ein Rohstoff geht an die Bank. Und eine Kuh. Eine Kuh in die Bank? Kuh in die Bank. Oh. Und dann will ich noch so ein Plättchen. Plättchen. 45 Zeit, ich weiß nicht, wie kacke. Wegen? Aber alles wird dann direkt nochmal her. Nee. Doch. Wenn du fertig bist, bin ich dran. Ich glaube, ich habe Alex auch. Ja? Aber da die müssen wir noch die Männchen anpassen, weil die Hütten. Das habe ich gemacht, da ist noch nicht. Das ist eine Hütte. Ja. Gut. Jetzt habe ich. Jetzt darfst du. Ich will auch rum. Nehmt mir noch alles weg. Heul doch. So, kannst du da lang. So. Hey. Ich kann jetzt auch mal im Schiffchen rüberfahren, ne? Aber kein Binnen mehr. Schön. Nein. So, noch nicht. Ananas oder Kuh. Und zwei Männchen. Und zwei Fisch. Zwei Arbeitslose bitte. Lieber. Fisch geht natürlich auch, weil du mit dem Schiff gefahren bist. Genau. Und ich will mir Ananas nehmen. Gut. Wen wundert und ich krieg ein Erkundungsplättchen. Was jetzt und schon? Das ist schon sechs, dann haben wir jetzt schon vier. Und jeder kriegt so eine Scheibe. Ja. Also ich komme dran, ich entdecke natürlich gleich auch mal und nehme die Plättchen da, das so wie es ist. Ist gar nicht schlecht. Hm. Bitte? Jawohl. Zack. Zack. Da ist der reingelaufen. Ich krieg eine Kuh. Kommt hin. Und eine Kuh in den Markt. Nächste. Kurz die. Ja, mein Formschild ist auch viele Stück im Angebot. Gibt's mir durch. Ich wusste, dass das fällt. Aber ein dicker Plättchen kriege ich auch. Du auch? Das war das nächste, falls du direkt vorhast. Für die Außen. Wenn wir halt viel entdecken, dann tun wir die Arbeitslosigkeit ein bisschen anpushen. Gefährlich. Das macht gar nichts. Ich kaufe da, jetzt was. Einheimischen. Du kaufst dir einen Einheimischen. Ich rekrutiere. Kannst du den auf die Rekrutierung nehmen, bitte? Der kostet gerade sagenhafte zwei. Ich kriege einen Fisch, bitte. Weil es kann keiner mehr rekrutieren. Fisch hat Andreas? Doch. Die Felder sind immer mehr. Und was kriegt der Markt? Nur da unten. Nichts. Der Markt kriegt nichts. Wieso nicht? Komm ich? Oder weißt du, wie war das denn? Nur eins da ist, hatte ich immer der Markt. Echt? Ja. Das ist ja nicht so scheiße. Hast du die vier Hütten da hochbauen? Wie ist das mit dem Hafen? Da kann ich dann ohne so eine Aktion
Du legst eine Münze im Spezial an, legst du da drauf. Und dann kann ich. Dann darfst du eine Doppelverkauf- oder Kaufaktion machen. Anstatt einfach wieder. Okay, Doppelverkauf. Ich kann auch eine kaufen, eine verkaufen. Richtig, also aber wir haben halt Export, Markt, Innenmarkt. Ne? Und dafür brauche ich einen Markt. Dafür brauche ich einen Markt. Richtig. Okay, also ich kann jetzt sagen, ich baue. Baue eine Feste. Richtig. Und baue für das da. Gib ihm mal einen Hafen. Das da. Und zwei so Dinge, oder nicht? Richtig. Darf ich noch nie wieder darüber aufregen, dass das Ding kippelt. Was? Das ist falsch gedruckt jetzt. Nein, das kibbelt. Weil es ja beidseitig gedruckt ist. Lieber, dass das Ding jetzt da hin und kann ja auch meinen Schriftlet draufstellen. Richtig, und jetzt kann ich das geile Teil sofort ab benutzen. Weil es ist ja besetzt, es ist gebaut, kannst du ja als Teil deiner Aktion haben. Also können jetzt hier Leggy einfach rinkommen und kann das schön auf deinen Schiff haben und so, aber jetzt machst du eine Exportaktion. Das da halt. Da ist ja bisher nichts, also nur verkaufen. Verkaufen, aber ich kann zwei Sachen verkaufen. Oder eine Sache kaufen. Okay, ich kann sehen. Ich kann auch die eine Sache verkaufen und wieder kaufen. Was? Ja, Schwarzsinn, aber. Theoretisch. Also ich kann jetzt zum Beispiel ein Eisen verkaufen für 6. Ja? Ja. Ja. Und dann könnte ich für mein. Das Ding, was er gesagt hat, kann ich auch verkaufen. Dann könnte ich eine Ananas verkaufen für 8. Ja. Also könnte ich für 14 jetzt die zwei Sachen. Ja. Der spekuliert auf das hier. Ha. Das musst du dir jetzt bildlich also vorstellen, dass so eine Ananas nach England gefahren, so praktisch auf so einem Kissen. Ja, so. Da auf einem Exportmarkt. Exportmarkt? Ein Sechs. Den König. Für den König? Nein, 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 nee, auch Export. Auch Export? Alles unten. Cool. Und ich krieg 14. Respekt. So, ich gebe 13. Du merkst jetzt praktisch, dass das Schiff in der Runde jetzt schon was gemacht hat. Das ist jetzt beschäftigt. Das hat den Hafen ja bedient. Ne? Deswegen ist es. Warte. Das steht da. Achso, 13? Wieder sehen Sie ja das. Ja, ich hab hier noch einen, den behalte ich einfach. Ich krieg eigentlich 14, aber. Du bist fertig? Was machen wir mit dem? Was abgeräumt über Herrn? Ja, dir hinterm Schirm. Ha, 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 ha. Nice. Ich darf so viele Arbeitslose kaufen, wie ich möchte. Ja, logisch. Arbeitslose kaufen. Feuerarbeiter. Genau. Dann zwei Stück bitte. So, die holst du aus deinem Sack. Mhm. Und zwei Stück reduzieren, oder was? Eins, zwei. Der zweite? Achso, kurz ausfallen. So, jetzt komme ich, ne? Ist jetzt richtig. Okay. Okay, ja. Alles ist nicht so leicht. Das läuft. Aber wirklich. Ich tue auch rekrutieren. Ich hole mir auch zwei Hilfskräfte. Eins, zwei. Krieg ein Rausgeld. Ah, ich kümmere mich nicht an. Das muss jetzt irgendjemand. Ja? Danke. Aber ist mal leer, ich habe extra Tropenfrüchte mitgebracht. Hallo, passen zum Spiel. So, und jetzt brauche ich die zwei und dann kommt schon wieder da. Ja. Migrierst. Was hast du jetzt gemacht? Oder? Doch, er migriert doch. Du baust was ab, oder was? Hm? Ich muss ja da hinlaufen. Nee, das ist Teil der Ernteaktion. Auf das Feld drauflaufen kann. Ach so, so war das. Das ist ja, nee, dann mache ich. Dann mach Holz abbauen. Nein. Dann entdecken. Möchtest du entdecken? Entdecken noch eine Runde. Zeig mir mal ganz kurz. Möchtest du dein Handy mit der Alexa kuppeln und dann diese Seite aufrufen, um die Playlist zu stammen, wenn du glaubst, dass du ein besseres Internet hast? Was hast du überhaupt? Du hast doch hier bloß Mobilfunk, oder? Und sitzt schon im Keller. Die Nummer 2 bitte. Was passiert jetzt mit dem Kärtchen? Kommt es nach unten oder was passiert? Das legst du mal zur Seite. Bei später habe ich im Endeffekt vollen Ausschlag. Also von dem her. Ach, du hast das WLAN. Okay, cool. Ja, ich hab das WLAN. Ja, Alexa, du musst Bluetooth verbinden. Ich hab. Suche läuft. Du bist bereits mit Desktop 5G8J25 verbunden. Halt die Fresse! Ein Kutscher, ein Joker? Ja, drück mal drauf. Und welchen Rohstoff? Ich kriege ein Eisen. Und der Maus kriegt. Ich kein Geld mehr fürs ein Eisen. Verbunden. Ich muss ja angeben, ob es für Kinder oder Jugendliche ist. Das so, können wir noch anpassen. Seite heißt melodize.org. Ich habe auch gar nicht mit dir geredet. Ich habe nur die Kinder nicht angeguckt, während ich mit ihm. Wer kommt? Ach, das ist irritierend. Ich glaube, Michael kommt, oder? Andreas. Ich nehme das Handy weg. Nimm mir das Handy weg.
Ich baue. Machst du gleich Werbung für Melodice? Wo ist denn das Bauding? Vielleicht sieht die Person, die mir das empfohlen hat im Video, übrigens vielen Dank, dass wir das jetzt benutzen. Ja. Gut. Hast du eine Nemesis eingeben oder was? Vor allem kommt es aus dem Handy anstatt für dann. Ja, komm, komm ich. Komm ich. Nee, immer noch nicht. Was hat er denn gemacht, nämlich hier? Nichts. Doch, da war ich hab gebaut. Was hast du denn gebaut? Ein Hafen? Nein. Ein Markt, das andere. Markt. Dann mach ich weiter. Darf ich auch auf andere Felder laufen, wenn wir noch Rohstoffe holen? Natürlich. So. Also, ich habe sie jetzt rausgeschmissen, ja, oder? Ja. Und wie kommt das denn? Wenn wir nachher. Die werden ja alle hingelegt und wir müssen sie wieder aufrichten. Mhm. Und wenn wir nachher nichts. Welche liegen bleiben, die bleiben halt liegen. Die rebellieren und arbeiten mit. Die im wahren Leben halt. Ne? Aber ich könnte jetzt sagen, ich kaufe mir Arbeitslose. Mhm. Das ist hier, oder? Achso, hab ich schon rausgekommen. Ja. Und ich kann mir beliebig viele kaufen. Ja. Also ich kann mir jetzt auch 4 Stück kaufen. Und dafür würde ich 2, 2 und dann 3, 3, also einen Haufen Geld. 1, 2, 3 mal 2, oder? 2 mal 1, 2. Ja, es sind 3 Leute, die ja, also für 6 kriege ich 3. Ja. Und für 9 kriege ich 4. So ist. Also willst du 4? Ja. Ich hätte einfach als Geld hier gehabt. Ja. Ich bleibe wieder innen. Aber dann geht das hier hoch, gell? Gut, ja, ist doch gut, das wollen wir ja. Wie viel haben wir jetzt? Das heißt, dann kann ich 2 hier und 2 hier reinsetzen. Oh, wir haben alle Babys gemacht, wir müssen die Leiste anpassen. Ich habe nicht Babys gemacht. Nee, nur ich habe Babys gemacht. Keiner von euch hat Babys gemacht. Alle Sabrina hat sich Arbeitslose gekauft. Ach, du dir auch? Ja. Nein, ich habe sie angeheuert. Ja, jetzt plötzlich. Gerade eben hast du noch gekauft. Ich hab arbeitslose und Babys das gekauft. Dass du quasi doof dastehst, weil du... Ja, ja, schräg. 20. Hallo, in welchem Zeitalter spielen wir denn? Da kaufst du die so. Komm jetzt nicht. Nee. Doch. Ja, damit nimmst du mir Zeit, dann gehst du über ein Feld oder gehst doch, du in den Dschungel, gehst mit der Peitsche durch den Dschungel und Sklaven verkaufen. Bezahlst du was? Wir schmieren doch niemanden hier. Nein. So, ich brauche jetzt Geld. Wer ist schon dran? Du bist fertig, ich bin dran. Sie. Ach so, verflucht. Ja, verdammte Axt. Wenn ich ein Schiff baue, dann muss das hier irgendwo hin. Und wie viele Schiffe darf ich pro Karte haben? Hä? Also wenn ich jetzt ein Schiff kaufe und setze das da dazu, dann sind ja auf dieser Karte insgesamt schon 4 Figuren. Ja, für die Schiffe gilt halt auch die Dreierregel. Also auch 3 Schiffe dürfen pro Dings ums da rumliegen. Okay. Aber du brauchst eine Person, die ein Schiff baut. Warum? Das kann nicht eine Person. Achso, ja, aber ich habe ja nur freie Menschen. Ja, schon. Also wenn ich mir jetzt sage, ich möchte für mein Dingsbums ein Schiff bauen, dann kann ich das tun. Mhm. Gut. Wo haben wir den gelegt? Also irgendwie wird er nicht. Schade. Also ich habe jetzt 2 Schiffe. Muss ich zum Schiff bauen, auch da drüben? Hier, mein. Richtig, du machst die Bauaktion, zack, gut. Dann hast du ein Schiff gebaut. Okay. Das kostet noch ein Geld, das hast du ja auch bezahlt. Ja. Ja. Achso, nee, Geld habe ich nicht bezahlt. Du schlüssel Holz da rein schon. Danke. Gut. Schön. Also wie viele Häfen kann auf so einem Ding sein? Ein Gebäude pro von ein jeder Gebäude Art auf einem. Richtig. Ein Gebäude jeder Art auf einem Tableau. Ein Gebäudetyp. Also ich tue jetzt hier mal. Ja. Ich brauche mal Geld jetzt, dann tue mal Steuern erheben. Ich habe 4 Leute und das Schiff, das heißt 5 Geld. Ich tue mir 5 Geld und die sind ein bisschen böse deswegen jetzt. Ja. Nächste bitte. Andreas. Mhm. Stell dir einfach die Verbindung kurz her, dann ist es gleich wieder weg. Oder? Da kannst du in die Ecke gestacht. Nö, er sagt mir hier Kopfhörer, Echo Energy. Ich tue mal Holz machen. Dann mache ich hier mal. 3 Holz bitte. Probier das mal komplett aus hier. Das tut ja keinen Sinn. Michael, du bist dran. Mhm. Hm.
Wieso hat denn der eigentlich schon Gebride? Wer hast du das bezahlt in Anfang? Das gibt's doch nicht. Ich hab doch schon. Ich hab doch das den Fisch genommen extra am Anfang, damit ich mir einen Hafen bauen kann. Dann habe ich dann einen Stein bekommen und dann habe ich. Also einen Stein hast du auch noch bekommen, das gibt's doch nicht. Nee, dann habe ich ja den Bonusdinger gehabt. Ich hasse es. Hasse es schon wieder. Ach komm, ich geh abhauen. Wurscht. Nur was. Komm, gib mir mal so ein Kuh, das ist noch frei, oder? Kuh hat noch keiner. Das ist schon nicht besetzt. Die Felder sind immer frei. Achso, stimmt ja. Mhm. Gut. Nur das ist die maximale Anzahl jeweils. Richtig. Das ist begrenzt. Und Babys kriegen. Das ist schon das, was du gesagt hast. Das ist schon unnötig. Ich dachte, deswegen muss ich die Karte sehen. Nee, das ist ja interessant. Ich habe mir noch zwei Eisen. Eisen, okay. Ich entdecke. Oh, der Dschungelkahn. Mm. Oh, tatsächlich. Schön. Da ist eine Güte drauf. Ja, okay. Achso, Fisch. Und Fisch. Fisch und Kuh. Ach je, Leute, ich mache jetzt auch mal. Ich baue jetzt noch einen, was ist denn? Einen Hafen. Einen Hafen. Ich baue einen Hafen. Ich baue einen Hafen. Und zwar mit. Das ist komisch. Hat was im Bubble-Bobble. Mit denen zwei her, bitte. Baue ich einen Hafen. Oh, das ist nicht mehr. Nee, der connectet sich, aber er will nicht. Das ist dann erstmal. Das ist Alexa oder was? Zack. So, dann baut der da. Das ist da drin. Und ich würde den Hafen auch gleich benutzen. Oh. Geh mal raus. Ich bin schon. Alexa, Bluetooth verbinden. Das ist Echo NNG, heißt der Dinger. So, ich verkaufe zwei. Kann ich auf dem Exportmarkt nur mit Hafen verkaufen? Ja. Kannst du dich mit einem anderen Gerät verbinden? Ich verkaufe. Achso. Rotschilder? Zack. Wieder betrügen. Nein, hier guck mal. Zack, dann kriegst du. Oh, ich hab meinen Kaffee mit. Gut. Das war's. Okay. Ja, sind wir durch. War eins gemacht, oder? Ich hab nur eins durch. Aber er hat noch, achso, das ist der Reserve. Also gut, dann sind wir alle durch. Dann Aktionsphase durch. Jetzt kommt der Kauf von Entwicklungskarten. Du musst eine kaufen, nimm eine drehen. Oder drehst zwei. In der Reihenfolge. In der Spielreihenfolge. Also muss Andreas anfangen. Genau. Geht aber. Man muss nicht massiv synchronisieren, das geht von alleine. Ihr möchtet mal gucken. So, du darfst Karte kaufen. Popliges XR, weißt du? Das ist wahrscheinlich ein neues SE 2020. Du kappen. Schön. Ich kann. Du kappen. Ich kann. Aber was anderes macht er. Ach, du kriegst mehr Steine bei der ersten Mal, das gell? Genau. Steine. Bauen ohne Marker. Rebellion zurückkürzen. Holz bekommen. Was war das? Migrieren ohne Marker. Mhm. Also dich auf Felder bewegen. Okay. Ich migrieren, gell? Das erste kostet 1. 3 kostet nee, das. 3, 3, 2, 4. Nein, was ich bezahlen muss, um das zu bekommen. 3, 8 Minuten. 1, 1, 3. 1, 1. Okay. Ich nenne das Bauen ohne Marker bitte für 3. Bauen ohne Marker für 3, cool. Würdest du das gleich aufgeben? Nein, Moment. Der muss jetzt noch eine drehen. Okay. So, das erste wird 4, richtig? Ja. Mhm. 5, 6. Okay, die bessere. Was macht die Karte? Ist es Export. Entfernen Sie einen Ressourcenwürfel oder fügen Sie einen aus der Bank auf den Exportmarkt hinzu? Das mache ich einfach hin oder weg.
Ja, ja, schon, aber was bringt dir das? Das halt du kannst Platz die Preise. Ist im Zweifel, oder? Genau, du hast eine Preismanipulation. Okay, ja, ja, alles schlecht. Aber das kostet ja auch nichts. Das ist richtig beeindruckend, ist das alles, ne? Nee. Und das kackt heute. Frieden und Wohlstand. Was ist das Letzte? Da kann ich eine Migrationsaktion machen. Wie funktioniert die? Ich kann beliebig viele von einem. Nee. Genau, alle auf dem ganzen Spiel können ein Sechseck weiterlaufen. Ach, jede einzelne Figur. Ja. Kann ein, also der zum Beispiel aktiviert alle, die migrieren wollen. Und der auch dahin. Ah. Aber ich darf nur ein Männchen von mir bewegen. Nein, viele können jedes. Jedes das unbeschäftigt ist. Also der geht zum Beispiel nicht, weil er in der Stadt steht. Und aber jeder Spieler darf das gleichzeitig. Nein, nur weil der in der Stadt steht, dann darf sich trotzdem rausbewegen aus der Stadt, wenn er in der Runde noch nichts in der Stadt macht. Er ist im Markt. Markt, ja. Aber der darf sich aus dem Markt rausbewegen. Wow. Und auch, wer hat eure Babys gemacht? Das warst du. Du weißt, dass du, wenn du mehrere Leute, also du könntest mehrere Babys auf einmal machen mit der Aktion. Ja, aber du hast ja bloß hier, glaube ich. Genau, das war das allererste. Ja, okay. Tja, also ich weiß alles. Das ist alles so teuer. Scheiß Müll. Das ist alles komisch. Hast du nichts vorhin gesagt, dass du irgendwie guten Karten da reingemacht? Du ziehst doch die. Ja, sowas hat er da reingemacht. Du hast das total ätzend ist, wenn man sich voll gegenseitig auf den Sack geht. Aber. Da gibt es Karten, die sind so cool. Wo? Komm, irgendwo kommen die. Na, dann haben wir es im Kalender notiert, dass nächste Woche zum Stammtisch mir eine Erinnerung aufpuppt. Hol ich mit. Du hast also gar keinen mehr. Hätte es sowieso nicht geklappt. Heute ging es eh nicht, weil ich war woanders im Stammtisch heute. Der Edwin, der macht immer guten Honig. Den hast du jetzt da gekauft. Geil, Edwin, guten Honig. Was ist Edwin? Macht Imkerei. Der ist Imkerei, der mischt da so Sachen zusammen. Ich soll das so hinlegen, wenn ihr das fehlt oder nicht. Richtig, wir können das alle nutzen. Immer so. So. Was denn für 9 Geld gekauft? Nee. Der macht Red. Was ist? Ja, aber ich hab doch den. Der stand bei 4. Dann hab ich den Holzfäller teurer gemacht. Mhm. Dann stand er bei 5. Und ich hab ihn nochmal teurer gemacht. Dann wäre er bei 9 gewesen. Das ist eine 6. Das ist immer so zu lesen, wie der Pfeil auf die zeigt. Ach so. Schade. Ja. Der 9 hätte ich gemacht. Der 9 hätte ich gemacht. Ja, ja. Also sie sind schon besser als die Speckdinger da von hier. Ja, die sind netto warm nix. Mhm. Was ist das? Dann kann man die Wilden runtersetzen. Die Einheimischen. Die Einheimischen. Die Rebellion. Die Rebellen. religiöses Bauwerk. Baue einen Tempel in einer Region, in der du einen aktiven Unbeschäftigten hast und dafür einen AS zu verwenden. Eine Aktionsstrecke. Super Sache. Das ist ein Weltwunder. Ja, da ich dran bin, dann hey, wenn du den Whisky anbringst, der genauso schmeckt wie Baron Samedi. Übrigens, wenn man ein Weltwunder baut, also man muss es auch bauen extra noch. Das ist ein Weltwunder, das ist kein Weltwunder. Das ist kein Weltwunder. Ein religiöses Bauwerk. Du kannst irgendwas machen, man bezahlen. Du kannst einen Tempel bauen. Achso, das ist der Weltwunder. Habt recht, okay. Es sieht so aus wie alles. Das so, und da ich dran bin, würde ich aber das Ding einen Tempel kaufen. In einer Richtung. Ist das cool? Nee, das möchte ich. Das fällt mir auch. Hey, hält sich mit vorne dran? Oh, ich gebe dir Geld, wenn du das nicht kaufst. Du kannst doch bei mir auch nutzen, Scherzi-Putzi. Hä? So. Achso. Sei doch nicht so. Das kostet ein Stein. Oh, unten. Was und zwei Geld für dich. Drehen wir mal das. Und füllen das auf. Ah, eine Krise! Wir müssen jetzt sofort die Krise behalten, das mal drehen. So, alle fallen mal fiktiv jetzt um, das machen wir mal nicht. Und wir müssen, was ist das, ein Stein? Leck mir mal. Ja. Okay. Einen Stein bezahlen, um 5 wieder aufzustellen. Und wieso fallen die jetzt nicht fiktiv um? Ja, wir können das schon machen, aber das finde ich immer so stressig. Ja, aber wie willst du denn merken? Damit du mal lernst. Genau, machen wir es. Das schief wird natürlich nicht. So, du bist Stadtspieler und du darfst über alle diese Steine in den Markt verfügen. Alle beide. Du kannst aber auch sagen, Gebot ist eröffnet und so, wer möchte den dann? Weil du musst alle verwenden und du musst 5 Leute pro Stein aufstellen. Also wir nehmen erstmal einen Stein. Mhm. Und dann stelle ich erstmal meine 3 auf. Genau. Du Ego. Komm und die gibt dir 2 Floben, wenn du meine dann auch noch mit aufstellst. Ich gebe dir 3. Oder ich gebe dir 5. Wie viel kannst du jetzt noch aufstellen? Ich kann jetzt noch 2.
Nee, ach, sieben kann ich aufstellen. Noch sieben. Gebt dir eine Ananas. Ich gebe dir fünf. Oh, die Ananas. Für meine sechs. Und ich gebe dir eine Ananas. Stück. Ich gebe dir eine Ananas, wenn du meine wieder aufstellst. Halt, Moment, bevor du das machst, das ist, wir sind gerade am runden Ende, das heißt, die werden automatisch nachher am runden Beginn wieder aufgestellt. Wenn du jetzt die nur aufgestellt haben willst, damit du denkst, du könntest sie nachher verwenden, ach so, dann gib ihm da kein Geld dafür. Okay, also die werden automatisch aufgestellt. Es geht um den Rebellion. Alle, die wir jetzt nicht aufstellen, rebellieren. Und dann wird refreshed. So, der Schlecker. Du musst wirklich aufpassen. Dann nimm ihre Ananas. Ja, der Schlecker. Nimm die Ananas, genau. Ich nimm deine Ananas. Vergiss es. Ja, aber hey, also hast du heimlich zugehört? Alle, die jetzt liegen, werden hier hochgesetzt. Mhm. Das ist viel. Okay. Ja. Das ist egal. Ja, wenn du mal sehr wichtig ist. Björn, setz mal einen auch von dir. Von der Sabrina an. Das ist symbolisch von jedem einen, ha? Fuck. Und von dir einen. Und von Sabrina. Ja? Ja, wir werden einen von deinen Männchen aufstellen. Ja, der kann rüberwinken. Hallo. So, wie viel haben wir jetzt? Komm, das ist schneller. Fünf gehen noch. Okay, so, noch mal. Dann vom Sabrina die drei und von Björn noch die zwei. Mit dem würde dann, oder? Genau. Und ihr seid dann schuld, wenn ihr Rebellion geht. So, jetzt kommt. Jetzt hat er alles gemacht, was er kann. Jetzt kommt Spieler Blau dran und möchtest du noch irgendwas beitragen? Nee. Komm, das ist doch so ein Joker-Dinger, oder? Sonst ist es so schlimm, sonst verliert ihr die Revier. Und ihr seid schuld. Ich bin Letzter, lass mich ja rum. Ne? Ich hab gerade mal rumgeblasen. Nein, so. Da hast du so viel Differenz zwischendrin. So Glühwein rum. Salut, ich bin das nächste Mal im Bayerischen Wald. Bin. Ich muss nochmal lesen. Bring Ding mit, wie heißt's? Werwurz, dann zünd ich an. Anzünden, wie mhm. Dieser Bunker. Dann darfst du noch aus. Dann Bunker mit der Kaffeebohne. Ich hab noch ein paar alte Kaffeebohne. Das ist lecker. Was ist denn jetzt? Nein, machst du irgendwas? Nix? Okay. Hm? Das ist ein sieben Stück, das ist immer noch lange weit im Wald von Vektor. Ja, du bist dran. Mit 10. Möchtest du was beitragen? Nein, 1, 2. Sabrina, möchtest du was beitragen? Ja, ich kann leider nicht. Und 4 gelbe. Ich kann auch nicht. Also, das ist so. Nur noch so weit weg. Wie viel liegen? 10. 10. Oh, gut. Das ist schon schlimm. Soll ich das wegtun? Nö. Du willst mehr? Das war auf 1, genau. So. Erst nächstes Mal Kaffee mitbringen statt komischem Whisky. Gut, jetzt kommen wir aber mal. Hier fallen sie auf 0, wieso war das 1? Der ist auch geil. Weil ich vorher. Was macht ihr? Steuern nach oben, genau. Zum nächsten Spiel. Noch jemand rum, wenn es offen hat? Boah. Dann trinke ich halt mit dir. Ich muss auch nicht fahren. Also. Ich muss nur die Kinder morgen hüten. Stimmt. Na komm, einen halben aber nur. Ich kaufe dann gleich mal die Frieden und Eier. Was ist? Frieden und Eier. Frieden und Wohlstandkarte. Ist drauf. Für 5. Boah, der Erzbischof ist ja nicht so schlecht. Was macht die erste Karte? Da kannst du entweder einen Mark auf den Exportmarkt legen den oder eins und auf den Exportmarkt. Keine rote tun. Oh. Oh. Du kriegst nichts dafür, du hast quasi einen Repair. Björn, jetzt bist du dran. Wir müssen zwei. Was ist passiert? Krise, rote Krise. Wir müssen zwei Gesteinsbrocken abgeben oder Metall oder was das ist. Erz. Sonst steigen die um 2. Vom normalen okay. Markt. Das ist Export. Export. Mhm. Und da kein Stein liegt, müssen wir. Doch, da liegt einer. Eisen. Du fängst wieder an. Eisen. Also, die liegen jetzt schon wieder alle. Nee, weil ich weiß, dass du welche hast. Deswegen. Und wieso? Nein, da liegt jetzt keiner. Wir müssen zwei abgeben. Wenn wir das nicht machen, gibt es zwei hier hoch. Dann liegt gar nichts. Ja, dann gib halt eins ab. Ja. Einer ist schon mal weg. Und jetzt noch, möchte denn jemand noch einen weiteren schwarzen ausgeben? Woher nehmen? Der hat doch einen. Von den Stimmen. Aber dann geht es zwei hoch. Ja, jetzt geht es nur eins hoch. Ja, dann gibt es eins hoch. Ja, also gut. Da ist einer sauer. Der klopft so an deine Tür. Gib das aus, das Zeug! So, okay, das war's. Fertig. Deaktivierung. Alle stehen wieder auf. Alle gehen runter von ihren Feldern, falls die irgendwo drauf sind. Außer vom aber auf die Gebäude können sie drauf bleiben. Ja, klar. Kannst du aber auch runtersetzen. Wenn du mir Geld gibst, zum Beispiel. Dann ach so, dann das geht Gebäude. Das alles, aber ganz seltene Situation macht das Sinn. So, jetzt kommt das hier. Der ist müde. Ah. So, jetzt geht wieder der Spaß los mit dem Gebot auf die Spielereihenfolge. Muss man jetzt auch sagen, wie viel Geld man schon noch hat? Nee. Ja. Weiß er nicht. Das kommt alles weg. Achso, es kommt auch alles weg hier, genau. Ja. Ihr könnt eure Marker wieder zurückholen. Das ist wichtig. Vergessen wir, welche Farbe leben. So, ab jetzt dran denke ich, dass jeder ja so eine Karte vor sich liegen hat, die man auch nutzen kann. Ne? Das vergisst man mal.
Also, was bieten wir denn? Ihr müsst mal ein bisschen Geld wechseln, vielleicht. Moment mal. Brauche ich auch schon wieder. Spielen wir eigentlich trotzdem demnächst nochmal Game of Thrones? Freitag. Genau. Ist noch ein Platz frei? Hey, 3, 2, 1, 5 oder so. Dann bleibst du, wie es vorher war. Sehr gut. Zum Kotzen. Sehr gut. Plan. Aber dann könntest du dann rein, theoretisch. Wir können das nicht. Hätte ich nur so alles wieder müssen. Scheiße. Ich check das mal morgen mal. Bevölkerungseffekt. Langsam, darf ich jetzt nicht bestimmen, wie die Reichen müssen arbeiten? Nein, ich bin arbeiten. Das wäre nur schön. So. Müssen wir was anpassen, Bevölkerungseffekte? Wir das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das passt alles. Okay. Auch wenn Geburten und sowas, ne? Ja. Ist scheint ja nichts passiert. Okay, dann kommt jetzt mal das da. Wir müssen das obere abwickeln. Leider, so leid man es tut. Alle vier für eine Kuh. Eine für eine Kuh. Aber es liegt doch gar niemand rum. Ja, jetzt wir haben 20, sie. Wir haben 20, wir bräuchten. Jetzt gehen sie alle. Und Andreas darf wieder zuerst. Das ist schon jetzt, wenn die Umfall gelandet. Die okay. Und gehen da die Plättchen auch zu dir? Ja, ja. Aber da liegen ja jetzt die Kühe auf dem Arm. Jetzt muss ich aber was. Nee, kann ich mir die Kuh wieder da wegnehmen? Ja, ja, erstmal die Kühe. Du kannst erstmal die drei Kühe da wegnehmen. Ja, ja. Du musst ja. 3x4 sind 12. 12 Leute schon mal. Also meine und wir haben 20. 5 für meine 6. Ja, aber das ist schon. 5 für meine 6. Ja, das machen wir. Also stell schon mal deine 6 auf. Gibst du dir Geld? Dann stellen wir meine 3 auf. Das sind 9. Also du verwendest alle 3? Ja, ich verwende natürlich alle 3. Das, ist ja die Ananas, das heißt, ich darf jetzt 15 aufstellen, 9 habe ich. Und für die Ananas nein, du darfst 12 aufstellen. Ja, 12. Ah, 12. Bei 9 und 4 ist 13, scheiße. Also darfst du noch 3 aufstellen. 3 darf ich noch aufstellen. Aber 3 grüne. Du gibst doch einen Silberling. Eine Ananas. Nur eine Ananas? Hallo, die gibt dir 8 Geld auf dem Exportmarkt. Und unser Primärziel ist Geld. Ich gebe dir 2 Silberlinge. Ich geb dir gar nichts. Ich geb heute die Ananas. Wenn du 3 aufstellst, kriegst du einen Silberling. Ein Florin. Aber gib mir die Ananas. Du darfst 3 von dir aufstellen. Danke. So, jetzt ist blau dran. So, einen kann ich noch. Guck mal, der liegt da am Salat. Mhm. Was bietest du mir? Whisky. Sie zwinkert ihm in den Augen zu. Whisky. Mhm. Der ist so schlecht. Ich habe den ganzen Schrank voll. Ich geb dir gar nichts. Du gibst mir gar nichts. Ja. Kannst du mich noch an? Ja. Okay. Also ich mach dann schon mal. Ja. Ich kann dann schon mal. Ich mach mal für mich selber schnell. Ja, wir kriegen die alle aufgestellt. Zack, zack. So, jetzt muss man einen aufstellen hier. Ich muss auch mal. Du musst. Liegt ja nur noch ein Grün auf. Du musst dir nicht mehr Geld geben. Danke, ich merke es für nachher. Gut, dann haben wir das abgeändert. Bumm, weiter geht's. Alles Aktionsphase. Weiter. Wie vorhin. Und denkt dran, Kapitän mit Nutzen. Hier zum Beispiel. Guck mal. Zwei. Das machst du für uns. Einheimische. Das machst du für uns. Nee, wieso? Weil der so wichtig ist. Eine Karte benutzen ist auch eine Aktion, ja? Nee, das ist beiläufig. Machst sowas und dann machst du die Karte noch. Okay, machen wir jetzt mal gucken, wie war das? Du guckst du mir eigentlich daneben, oder? Nee, ich überleg gerade, wenn du das nachher nutzt. Ja? Wenn du nachher Steinbruch untergehst mit der Karte, dann kaufe ich dir sofort Steine ab. Du kaufst mir sofort Steine ab. Ich gebe dir sofort 3 Silberlinge, damit du mir einen Stein gibst. Ich möchte eine Ananas exportieren, ja, für 8. So machen wir es. Hm? Was? Sag mal, schon guter Deal. Wie geht das? Ja, mach den Exportmarkt und Exportmarkt dazu. Das ist schon mal alles, was das ist wieder, oder was? Ja. Das hat aber einen Hafen. Nee, das war so zweimal. Ah, okay. Ah. Und weil man beiläufig ja noch nebenbei was machen kann, gebe ich auch gleich. Ist das noch nicht? Nee, das haben wir nicht. Ich gebe schon einen zurück. Ich möchte gleich den machen. Aber es geht nicht. Beides.
Doch, doch. Ich habe keine Aktion, die noch beiläuft. Das ist ja die Karten. Nee, das ist Karten gehen immer. Was kann deine Karte? Ich darf einmal bauen für Ume. Mein Geld habe ich abgegeben. Für Ume nicht gerade, also für ohne Aktion auszugeben. Für ohne Aktion auszugeben. Kostet kurz trotzdem. Genau. Also, das, da mache ich dann folgendes. Das und das. Also, ich werde heute nicht gewinnen. Das weißt du doch mal. Alter, nein, warum? Eine Stadt. Du weißt schon gar nicht, was wir für Ziele haben. Eine Stadt? Bitte. Eine Stadt. Cool. Das Prinzip einer Stadt ist dir auch geläufig. Du hast sehr deutlich gemacht in deinem Video. Echt? Ja, deutlicher als alle anderen. Stadt ist sehr ätzend. Mhm, das hast du da erwähnt. Nö, Stadt ist eigentlich geil. Es gibt auch Katapulte nachher mal, wo man eine Stadt einäschern kann. Echt? Ja. Oh, ein Erzbischof. Du bist durch? Also, dann gehe ich als erstes mal Babys machen. Halt, darf ich das überhaupt noch? Eins, zwei. Das Schiff zählt nicht mit. Zählt nicht mehr. Genau. Dann Babys machen, bitte. Der darf Babys machen, aber wenn er da auf dem Markt steht. Ja, hat er noch nichts gemacht auf dem Markt. Also, I see. So eine eiserne Regel ist immer, wenn sich jemand bewegt hat und was macht. Kannst du auf dem Markt sechs sagen? Geht schon. Ja, ja. Also Babys ist machen kannst du auch, wenn du nicht weißt. Das ist zufällig. Halt, wenn du nicht gerade Ananas anders, dann wird es okay, Spieler gelb. Nicht zum Ernten, sondern nee, das ist einfach unabhängig. Du musst aber das bezahlen und kriegst auch Geld. Okay. Für mich? Mhm. Ja. Ich würde bei Gelegenheit mal jemanden Fenster kippen. Auf den Exportmarkt gehen und verkauft zwei Eisen. Und kriegt 12. Dann gebe mir 11, weil dann bezahle ich noch eins, um mir noch ein Holz zu nehmen. Ein Holz. Oh Gott. Das ist mein Kreis, gell? Also ich gebe dir noch ein Dreck, gell? Dann habe ich jetzt so gekippt, ja, das ist ja, klar. Ja, einfach getappt, genau. So, Sabrina? Und das gilt jetzt als Aktion, wenn ich da den Markt aktiviere, oder? Oder ist das zusätzlich? Also ich habe noch keine Dinger eingesetzt. Achso, das war jetzt eine neue Aktion. Also da muss ich noch mal... Du, also ich habe das gemacht, das und das, das kann ich alles nicht mehr. Ja, ja. Das ist super cool. Geile Scheiße. Geile Scheiße. Geile Scheiße. In beliebige Reihenfolge. Geile Scheiße. Geile Scheiße. Da brauche ich einen Ja. Kriegst also noch keinen Stein. Ich habe einen Hafer, aber ich habe gar nichts zurück. Hafer, weißt du? Du bist es dir essen. Oh, wir können dir. Also, nee, du bist ja dran. Wir können es so machen. Ich bin noch nicht dran. Machst du das Steinbruch oder verkaufst du das exportmäßig und ich hol was nachher wieder da. Können wir auch machen. Aber es wäre viel einfacher, wenn du es mir einfach direkt verkaufst. Ja, aber da kriege ich 4. Da kriege ich auf dem Home Market 5. Ja, also, aber du musst eine Aktion dafür bezahlen. Das tauschen können wir einfach so machen. Ich natürlich auf dem Markt. Das kostet dich aber auch Geld. Ja, das macht nichts. Was ist das? Würdest du mir die Flasche Wasser mit hinten nehmen? Tausch doch. Hat schon gekriegt, sie hat nur eins. Die ist bei Andreas. Ich habe hier noch mein Weizerbier. Hm. Und da ist er wahrscheinlich noch gemacht. Ah. Lass ich sein. Was ist denn auf der Rückseite von dem Vulkan? Ja, das findest du raus, wenn du. Und nimmst du Karten? Trink den Schnaps, dann sag ich das. Komm, auf dem Vulkan. Aber schon ist fertig, ich weiß es nicht, ich kann es dir gar nicht sagen. Aber trink trotzdem Schnaps. Hm. Darf noch und dann musst du vier machen lassen. Machst du mal zu mir. Ich mal wieder keine Ahnung. Das ist schon Auto, das macht mittlerweile. So keine alt. Ahnung. Schön zwei Kühe haben. Mhm. So gut. Rennsfeder. Hast du. Ah, Kühe. Der hat da irgendwie so. Hab ich? Ja. Okay. Möchte bauen. Und zwar ein nettes Schiff. Und auf dem Vulkan ist gar nichts drauf, oder? Nee, der Vulkan Hütten, ist drei aber nur Hütte. Fuck. Drei Hütten. Und als Aktion möchte ich die Karte spielen. Haben wir gerade... Achso, ich brauche... Ah ja, doch, Stein. Das haben wir nicht gemacht.
Das meinte ich vorher, genau. Also, da müssen wir hoch und wie sieht es denn da drüber eigentlich aus? Da haben wir jetzt noch nichts groß. Welche Reihenfolge wird denn? Oder gibt es da einen von denen? Das haben wir vergessen. Und das hier geht doch hier einer hoch. Schöne Kirche. Das haben wir nämlich auch nicht gemacht. Baue einen Tempel. Macht der römische Nummer. Ja, dummerweise. Falsch übersetzt. Erst das danach. Erst das da hoch und dann das an. Und dann mal. Ja. So. Muss in den Tempel auch ein Mensch reinsitzen? Ja, der wurde baut, ist sofort jetzt drin. Ja. Guck mal, wir bauen einen Tempel am Strand. Nice. Mhm. Okay, dann würde ich jetzt tatsächlich. Ja, komm, ich kann nichts machen. Ich explore und nehme die Karte und. Also nicht den Vulkan, sondern den nächsten. Der Vulkan kommt weg, oder was? Ja. Strudel. Fast wie ein Vulkan. Ist ganz hübsch. Nee, oh, komm, die noch was ist da noch drauf? Was ist da noch drauf? Das da. Ah, das will ich unbedingt haben, aber ich kann es hier nicht hinbauen. Nee. Aber ist doch hübsch. Achso, hab ich Steine. Nein, das ist nirgends. Ah, Mann, der leck mir am Arsch. Zurück seine nehmen. Im Schiff irgendwo hin, schau ich halt. Oder du. Fuck. Kriegst halt nichts. Gib's dir zurück. Kein Problem. Du kannst ihn auch zurück. Nein, ich gehe nicht zurück. Ich sehe das gar nicht ein. Geh jetzt da hin und schrei. Also, ich krieg ein blaues Blättchen und dann will ich so eine. Nimm ich eine Ananas oder was? Nimm so eine verdammte Ananas. Ja, eine Ananas. Und es geht an den Lokalmarkt eine Kuh. So. Die Hütten gehen um 2 nach oben. Hier. Ich habe die Hütten um 2 nach oben. Weiter. Ah, Andreas. Oh, die wäre so geil, wäre sie die andere Seite. Ich rekrutiere. Für 6 Florin. Alter. Die Ananas hat sie. 1, 2, 3. Das hast du im Prinzip du alles miteinander finanziert. Sieh mal, wie gut ich bin zu ihm. Merkst du? Alles. Wie gut du zu ihm bist. Das ist ein Regenbogen hier auf den Baum. Das ist so süß. Das ist so idyllisch. Das ist so romantisch. Muss man meine Stimmungsschiff von Game of Thrones und Star Trek Assignment sehen. So jetzt. Schwierig, ne? Nicht alles Feinde. Nicht alles Feinde. Das kann natürlich auch Öl durch die Hose gehen. Nee, das machen wir noch. Wie grüßen die eigentlich bei Star Trek so am Montag? Er hat ja ganz schön rumgejammert vorher. Es ging unentschieden. Nein. Wir haben es abgebrochen. Wir haben, aber er hat gewonnen. Ja, er war der. Ja, das war sein Sieg. Ja, okay. Dann baue ich jetzt nach. Gewonnen ist, wenn du gewonnen ist. Du baust jetzt nach. Ich hätte mal weiterspielen müssen. Aber er ist nicht innerhalb von 2 Minuten assimiliert worden. Nö, nein, er hätte, wenn die Runde so weitergelaufen wäre, dann hätte er gewonnen. Aber dann habe ich ihn aber dann einmal vernichtet. Dem er ihn schon da bin. Ich sehe schon. Guck mal, der beste Zug des Abends war meiner. Nee, der beste Zug des Abends war meiner, als ich mit einem Schiff da hingezogen. Ich hätte die nicht mehr gebraucht. Ich hätte ja sogar seine 2 Flotten mit dem einen Schiff weggemacht. Ja, da bin ich ja schon Pro. Nein, das ist genau so. Also ich schäle mein Schiff. Wenn es einer macht, dann musst du mitgehen. Okay. Dann musst du mindestens deine Waffen hoch. Weil ihr wart alle bei 4 oder 5. Das heißt. Was war letztes Mal auf dem Hafen? Ja, ich dachte, was du kannst, kann ich auch. Was bei dem Spiel fällt, sind Hula-Mädchen. Jetzt live oder dann? Hey, ja, da übrigens. Schickt doch meine Frau schön den Namen. Ich wollte gerade sagen. Brauch eine Ananas, um einen Markt zu bauen. Brauch Strom, du brauchst eine Ananas, um Markt zu bauen. Ja? Oder du willst einen Joker von den vielen Jokern, die du hast. Hast du da einen bekommen für das? Was da vorne erkundet hast du dann? Tausende Joker. Ja, Andi, du verschifftest alles negativ auf mich. Und du überschätzt mich komplett. Und denkst, was ich hier habe. Er weiß, was du noch hast. Er weiß, was ich da habe. Ja. Wenn du, ja, ja. Wenn du jetzt was? Steine abbaust, mhm, und seine Karte noch benutzt, mhm, gebe ich dir Geld, wenn du mir sofort dann Steine gibst. Viel Geld. Das geht alles. Ich gebe dir 4 Silberlinge, wenn du mir einen Stein gibst. Ein. Durch diese Aktion. Ein. Okay, machen wir. Cool. Dann gib mir die 4 Silberlinge, dann leg mal deine 4 Silberlinge schon mal hier vor. Mhm. Mein Deal war schlechter. Also, mir hast du nur 3 geboten. 2 Steine und dann muss ich ihm 2 bezahlen, oder wie? Genau. Wie viel habe ich das gemacht? Also,
Gib mir mal die 4, weil ich sonst muss ich wechseln hier. Also ich hab genug, aber sonst ein bisschen. Oh. Aber er kriegt noch mehr, er kriegt jetzt 4, weil er verdoppelt die mal. Geile Karte da. Ach, das ist verdoppelt. Ja. Das wäre. Ah, mal 2. Und jetzt bist du ein. Ja. Das war der Dinge. Genau. Ich wollte keinen. Was ist jetzt mit dem Mund das Ding? Nee. So. Fertig? Sie. Okay. Ich gehe angeln. Ich habe immer gedacht, das sind deine Felder, aber du hast ja nur ein Läppisches dran. Deswegen dachte ich, Fisch. Ich kann nicht. Hast du schon gehen? Ja. Danke. Dann ist jetzt die Geldverschafft. Du hast es. Warte mal. Die ist schon genutzt, ja. Die ist schon genutzt. Ja. Außer meine Solin. Meine ist schnell genug. Krumm, deswegen. Hallo, Leute. Ich nicht, danke. Was hier? Ja, dann nehmen nutze doch. Nein, ich habe kein Geld mehr. Ich habe ihm alles geben sollen. Du bist dran, ja. Ich mach. Quatsch, Pion Ralf. Das fängst du auch schon. Ja, du bist da. Entschuldigung. Ich mache eine Marktaktion hier. Erstmal das. Ja, so viel mit ihm zusammen. Und verkaufe eine andere. Ich weiß, das ist den Ängsten vom Markt. Zum Glück dafür 8. Hey! Yeah, baby! 8. Sehr geil. Hey! Doch, so machen wir das. So nicht sollte was nicht. Wenn ich zwei Aktionen machen darf, hinter meinen Sichtschirm zu schauen. Wie kriege ich denn die Leute wieder weg, wenn sie irgendwo gearbeitet haben? Ja, automatisch. Das ist automatisch bei 1. Beim nächsten. Gut, richtig. Wie heißt das? Deaktivierung ist das, glaube ich. Und dann sage ich noch, dass das hier. Und wann hört der auf, die Kirche zu bauen? Hey! Der ist fertig, der ist jetzt. Nicht so. Okay. Das war jetzt absichtlich lustig. Der hier ist jetzt ein Fisch. Ja, den verkaufe ich. Und sagt, der Fisch wird auch nach England gefahren. Ich dachte, der bleibt ganz fest frisch doch. Das geht doch. Der ist schon da. Zack, und der ist aber 8. Ja. Ich habe jetzt 2 extra Aktionen gemacht. Ich habe jetzt noch gar nichts gemacht eigentlich. Ich bin Arsch. So, geile Scheiße. Läuft die Kamera eigentlich wieder? Ja, die läuft. Arsch. So, Achtung, und ich baue. Ich baue jetzt ihr Ärsche hier. Ich baue jetzt einen Tempel. Verflucht nochmal. So ist er. Mit einem Stein. Fuck, was geht gar nicht? Achso, das geht gar nicht. Ich baue doch einen Tempel. Es geht nicht, verfluchter Misch. Oh. Darf ich das mal sehen, da? Oh Gott, Moment. Wenn du einen Hafen hast, ich muss es. Kannst du hier 2 verkaufen. Mit einem Geld 2 verkaufen. Wenn du keinen Hafen hast, nur 1. Dann kannst du, also wenn, dann kannst du dann nur hier allerhöchstens verkaufen. So. Also nicht das. Genau, gar nicht. Nee, das kannst du nicht mit dem Markt machen, da kannst du einen bezahlen. Das geht nur in die obere Tabelle. Genau. Und das hier geht nur, wenn du einen Hafen hast. Da brauchst du einen Markt, da brauchst du einen Hafen. Und genau das gleiche. Du zahlst 1 und kannst dann 2 Aktionen machen. Kauf, Verkauf. Kaufen, genau, natürlich zum Kopf. Das kannst du aber auch außerhalb, wenn du dran bist. Ich hoffe, dass wir uns schnell machen. Genau. Und nehme die nächste. Die kommen raus? Ja. Bitte. Oh ja, die ist jetzt so schlecht schon mal nicht. Die Regierung ist ja echt nicht schlecht. Oh ja, cool, guck mal. Ja, Hammer. Die ja, super. Rein. Super. Die passt die super hin. Super geil ist das. Da geht der dann rein. So, ich krieg einen Explorer-Token. Einen verfluchten Stein und eine Ananas geht an den Dingsmarkt. Da steht jetzt plus eine Rebellion. Machen wir mal nachher. Okay. Das war's. Du kannst dich noch weitermachen. So, guck mal, wie geil das ist. Ich baue nochmal. Ich baue mir einen Hafen. Ein Hafen an der Lampe. Ein Stein. Ein Fisch. 2 Geld. Nee, achso, jetzt wollte ich schon schreien, das ist kein Hafen, aber. Ach nee, das darf ich dann alles machen. Doch nee, ich muss ja klein draufstellen. So, und dann mache ich noch den hier. Auf Rot. Und ich würde gern 2 Steine exportieren, 2 Holz exportieren für 14 Geld. Also du tust hier drauf, okay. Das sind noch 7, ist das richtig? Ja, ja. Du stellst praktisch so ein Garapa-Holz aus dem Urwald oder so nach Großbritannien. Mhm. Aber wir haben doch gute englische Eiche, dachte ich. Alle Bäckerhemden liegen in Schuhen. Verdammte englische Eiche, das wäre natürlich das. Robin Hood, Kevin Costner. Ja. Kevin.
Du bist halt ein Kind der 90er, ha? Ich bin halt Kind von Robin Hood und Kevin Costner. Der war so schön. Du bist ein Kind von Kevin Costner. Okay. Okay. John interesting. Du, das wäre das schon mal. Leg mal das Erbe. Leg mal. Das ist Kevin Costners Erbe. Sabrina schenkt dir auch einen. Hat der noch Geld? Nee. Oder gehört er zu denen, die... Schwierig. Ich glaube, der hat nicht wieder Nicolas Cage irgendwie überall Schlösser gekauft und so. Also ich explore. Schwer zu heizen. Ich nehme dieses Kärtchen. Und das Kärtchen. So, das Kärtchen. Nehmt ihr euch eigentlich immer munter diese Schwertchen? Ja. Aha. Wie sieht das aus? Was willst du denn sagen? Das nehme ich in der Schramme. Ich habe deinen. Kommst du aber gar nicht. Wie war das jetzt? Der Fisch zählt auch, ne? Ja, wie viel Holz? Aber nur wenn du im Fishing-Fahrt bist. Wie viel Holz hast du denn gebaut? Ist doch eine Also, mit dem Schiff kann ich gar nicht. Das Schiff kann ich nicht nehmen. Warte mal, wann habe ich den Hafen gebaut? Keine Ahnung, gerade erst. Habe ich gerade erst gebaut? Nee, dann muss ich mit dem. Achso, können da überhaupt Leute rüber, die beschäftigt sind? Und dann geht die Kuh nämlich an. Wenn sie beschäftigt sind, können sie nicht laufen. Aber wer ist denn die beschäftigt? Die Schiffe. Und dann können sie nicht. Und dann können ja die Schiffe rüber. Richtig? Da können noch Schiffe hin, ja. Das ist nicht so gierig. Aber ich toleriere auch, dass du jetzt einen Fisch in die Hand legst. Das ist für den Ordnung. Ja, ja. Nur du kriegst ihn jetzt. Ja, ja, nee, ich nehme tatsächlich die Kuh und lege den Fisch in die Wand. Ja, in den. Ja, hier, Domestic Market. Ey, ey, ey. Also, wir haben eine Überproduktion an Fisch. Oh, die werden sauer. Haltet doch einen garstigen Fisch. Ja, hallo, da macht doch mal jemand. Das war jetzt Gollum. Garstige Fisch. Garstige Hobbits. Nee, garstiger Fisch. Nee, auch garstiger Fisch. Kommt irgendwann doch. Nee, die garstigen sind doch. Ja, aber auch das Fisch. Echt? Ja, wirklich, er hat auch mal einen garstigen Fisch. Außer was du Nachwuchsmarkt. Das wirst du mir auch anpassen. Ich suche dir die Stelle. Ich habe drei Nachwuchsgeholt. So kannst du nicht. Also die Hüten kannst du nie wieder nachvollziehen. Du bist dran. Weil ja das hier sich verändert. Weißt? Ich komme. Du bist dran. Also ich bin gerade Hüten gerade gezählt, ich glaube auf 28. Und hier ist eine dazugekommen. Ja, habe ich gerade auch gezählt. Hier ist übrigens die Nautilus aus 20.000 Meilen unter dem Meer abgebildet. Echt? Oh, ist das Ding gestrandet? Ja. Sehr cool. Geil. Die fährt da in eine Höhle. Jules Verne. Ich spiele gerade Monkey Island. Heu, welchen Teil? Der erste. Schön. Gab es letztens das Bundle bei Steam? Ich habe noch ein paar. Genau, den hatten wir zu Hause. So. Coole Sache. Zwei Jahre her. Ja, das ist Special Edition mit der neuen Grafik, oder was? Ja. Aber muss ab und zu mal umschalten. Ja, aber das ist echt großartig. Ja, ich habe jetzt auch Reise zum Mittelpunkt der Erde. Ich bin gerade auf Monkey Island eingegangen. Für 99 Cent geholt. Sehr schön. So, was machen wir jetzt? Da kann ich ja bestimmt die Zutaten von dieser Suppe auswendig. Das ist schon anders. Ja, das ist der Schädel, Minze. Der Schädel von der Flagge. Ja, genau, die Minze, also die Pfefferminzrolle. Ah ja. Okay. Dann brauchst du den Wein, du brauchst das Schießpulver als Schwefel, du brauchst diese komischen Frühstücksflocken für die Zutaten mit E-Nummern. Mhm. Und die Feder vom. Nee, Tisch. Nein. Was war die denn? Weiß nicht, aber die kommt noch nicht dran. Hm. Aber es war noch was drin. Affenblut ist der Wein, glaube ich. Das reicht doch aber auch, glaube ich, schon. Das kann sein. Die Kinder machen, das dürfen die nicht irgendwo drin stehen, oder wie? Doch, doch, die dürfen bloß noch nichts gemacht haben da drin. Haben sie bei dir aber wahrscheinlich, so wie es da aussieht. Ne, nur mein Schiff. Aber Schiff hat ja gesagt, macht keine Schiff Kinder. Schiff macht keine Kinder. Okay, man kann Leute markieren, wenn die was gemacht haben, irgendwie so, ne? Damit man halt weiß, die sind schon beschäftigt oder so. Aber Gott sei Dank. Ja, mit Kopfstand machen. Ja. Mach mal ein Kind, wenn du Kopfstand machst. Hm? Kommt darauf an. Mit die Frauenkopfstand macht, ist okay, nicht sogar besser. Erst danach. Ja, genau. Dann ergibt es den. Ja, gut, dann war es auch beschäftigt. Dankeschön. Okay. Shit. Fuck, was denn? Passen darf man nicht. Passe. Ich will was essen. Ich migriere. Du migrierst? Na endlich. Ah, gibt es da noch die Küche mit dem geilen Zeug da noch? Das ist mir geiles Zeug. Nee. Dieses weiße Ja-Gedöns da mit dem Speck. Ja. Welches ist Migration? Das da. Da können sich jetzt alle bewegen. Jo. Ich kann aber auch sagen, ich bewege einfach den darüber. Mhm. Und von denen hat der da noch nichts gemacht. Wie geht auch
Alles gut. Nein. Ich will dich nicht auf dem Arsch gehen. So, dann im Tempel. Hm? Seine Kirche. Warum nennen die es eigentlich Tempel? Das ist so schwachsinnig. Weil es da auf der Insel auch Juden gibt. Weil man allen Religionen was gerecht machen will. Das ist doch schwachsinnig. Wir spielen irgendwie, was heißt 1400 irgendwas? Ja, zwischen Kolumbus und also spanische Eroberung. Ja, das ist schon mal schon. Und wir bauen Tempel, oder was? Ja. Wo wir hinkommen. Das ist der Tempel Gottes. Gottes baut Tempel. Nein, das ist ein Tempel. Ja, also schon. Baue ich tatsächlich einen Tempel. Von mir aus auch Kirche, wenn es der lieber ist. Wenn die aber thematisch passen. Es ist egal, ob du es Tempel oder Kirche nennst. Verstehe, was du mir sagen willst. Sein Video. So, ich hätte gerne einen Haus Gottes. Ist das der Tempel Gottes oder ist es die Kirche Gottes? Oder? Du musst die Kamera gleich natürlich vorstellen. Ach, bist du gegen die Rampe? Ja, der Tempel sogar passender. Also ich finde Tempel in dem Spiel auch passender, die Kirche. Wieso? Von einfach von der Zeit her finde ich Tempel passender und auch von den Einheimischen. Du bist ein spanischer Eroberer, der in die Karibik oder wo auch immer hin spielt. Also, geht jetzt halt von der Packung nein, aus. Von der ja, aber da hat er recht, er baut Kirchen. Ja, Konquistadoren haben Kirche. Ja. Ja, also aber Tempel wird passen, weil Tempel, also der katholische Priestertum und die Kirche ist eigentlich die Weiterführung des jüdischen Tempels, nachdem der Tempel zerstört wurde in Jerusalem. Das Judentum hat ja keinen Tempel mehr. Es gibt ja nur noch das Rabbinische. Ich muss ab und zu mal gucken, was da draufsteht. Wir haben ihren Tempel verloren, deswegen sind wir the real thing. Wer ist dran? Du? Ich. Wir sind das Original. Letzter Zug. Wir sind jüdisch. Du hast gesagt, die Kirche ist die Weiterführung von was war's? Vier Holzbieten. Das ist ja wie Jesus ist der jüdische Messias. Krieg ist die Weiterführung von Politik nur mit anderen Mitteln, oder? Von Clausewitz. So ungefähr. Ja. Nee, aber die Juden haben ja, der Tempel ist ja zerstört worden. Das heißt, das gesamte Judentum davor hat ja auf diesem Tempel basiert, deswegen sind die immer in Jerusalem und haben geopfert und so. Ah. Aber der wurde zerstört. Danach gibt es noch das rabbinische Judentum. Also das Judentum, das heute hat mit dem eigentlich nichts zu tun oder wenig zu tun. Aber der katholische Priester ist die Weiterführung des jüdischen Priesters im Tempel. Wir opfern keine Tauben und keine Rinder mehr, sondern wir opfern das Lamm. Und das Lamm ist Jesus. Und Jesus. Ach so, okay. Oh, ja. Hab ich wieder was gelernt. Cool. Kirchen. Komm ich? Nee. Wer ist Lamm? Michael. Oh. Sag mir das nochmal einer. Du bist theoretisch. Ach, mir wird immer so heiß in diesem Bauch, der Gürtel. Ja, ich habe mich vorher schon gefragt, wie er das jetzt aushält mit dem Ding und dem Hoodie. Ich ernte noch eine Weile. Eine Woche noch. Meine Elektroschock-Dinger vom Rücken, die machen aus der Raum. Also dein Elektroschock-Dinger. Genau. Ich sehe schon, ich bin der Einzige ausgepimpt hier. Ich hab schon mal. Du bist auch nicht gepimpt, gut, alles klar. Also ich ernte, upsala, jetzt hau doch mal zu dir. Ich ernte Kuh. Spannender wäre es ja, wenn das hier immer nur von einer Scheibe benutzbar wäre. Ne? Das ist ja heftig. Eine Pro-Scheibe wird dann für 1, 2, 3, 4, 5 Spieler immer anders Tableau, oder? Das war's. Sag mal, Karl, was willst du eigentlich hier? Mal Hallo sagen. Wer will denn? Aber mal Hallo. Die Nachricht. Mal Hallo. Das ist ja schon unsere Insel. Naja, du hast ja so viele Ananas, die du gar nicht selber alle abbauen kannst. Die schimmeln schon auf dem Boden. Mhm. Wer kommt? Warum? Der Björn, weil er da einen Platz frei ist. Ja. Du durftest keinen Chip mehr haben, ist das richtig? Richtig. Hier geht schon wieder so ein Petrolin, der da drin ist. Nein, wenn ich auf den Exportmarkt gehe, darf ich nur eine Sache verkaufen, außer ich habe einen Hafen. Richtig. Ich muss das nochmal gucken, ob ich das nicht glauben kann. Das ist ganz schön bitter. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Okay, ich baue. Achso, du hast so viele Kinder gemacht, gell? Okay. Ich habe rekrutiert. Arbeitslose bezahlt.
gekauft. Tagelöhne angestellt. Vom Markt entfernt. Was ist los? Wo gehst du hin? Geh mal einen Stock weg. Ja. Hier. Mal Hallo sagen. Mal Hallo sagen. Mal Hallo. Aber ich will es noch abwarten. Ja, der Arsch. Siehst du was? Der andere ist seine Ananas. Ja. Aber warst du Stadt? Du Arsch. Ich will das. Alter, das Katapult gehört mir. Was hast du gebaut? Er baut einen Stock. Du kleiner. Vielleicht du ja, keine Stadt. Du kleiner. Wo möchtest du denn bauen? Hier? Du kleiner Mieser. Also, du musst jetzt ihn fragen, wenn du deine Ananas abernten willst. Das ist nicht nett. Aber das kannst du. Es kostet nicht arg viel. Das ist jetzt mal der volle Schlettle hier. So, du bist. Mach das hier, Leute. Mach das hier. Nee, ich erkunde und ich würde es übernächste Bettle. Ich hab Ananas, ich will auch Ananas. Fuck! Kriegst du bei Warner Beinhardt auch noch die Ananas. Und du kriegst ein Jokerblättchen? Ja, das ist sowieso. Das ist doch geil, die Karte. Aber wie willst du da hinkommen? So? Achso, die sind alle scheiße. Tatsächlich, ne? Ah, das ist ja blöd. Das ist ein Schiff. Bauen. Du kannst nur von dem Land, da könntest du. Nein, doch, du hast hier noch. Ah, nee, das ist ein Land. Ja. Geht gar nicht. Was mache ich denn jetzt? Die Karte weglegen. Ja. Du bist der Zug verloren. Einmischen jetzt, ja. Das ist später, ha? Die kommt jetzt weg. Ja, auch wieder weg, die kommt irgendwann wieder. Es wäre so toll gewesen, hätte das jetzt geklappt, dann hätten wir nämlich das letzte Joker-Blättchen genommen, dann hätten wir alle noch einen Mager gekriegt. Ach, ja. Das ist ja bitter. Aber wir kriegen jetzt gar nichts, oder was? Nein, der Zug ist verloren. Ach so, ja, das ist jetzt wie man sieht. Du hast gar nicht geguckt, es wäre eigentlich gar nicht gegangen, die Aktion zu machen. Eigentlich müssen wir das rückgängig machen. Nee. Normal kriegst du eine Strafe, wenn du das ziehst, das ist ein Fehler, aber du kannst die Aktion nicht machen. Selber schuld. Nee, das müssen wir rückgängig machen. Ist selber schuld. Jetzt machen wir so. Du hast das da gar nicht drauflegen dürfen. Aber ich bin noch selber schuld. Nein, das war eh schon falsch, du musst hier hinlegen. Da ging es schon los, ja. Das hier war bewegen von Männchen. Ja, aber das ist doch. Nein, du darfst es ja gar nicht machen. Mach was anderes. Was ist mit dem Plättchen? Das kommt jetzt aber weg. Das müssen wir leider noch in den Abmischstapel. Das macht es besser. Jetzt verliere ich irgendwie das Spiel. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich finde es jetzt musst du dafür sorgen, dass du am Freitag dabei bist, weil das muss ich dir irgendwie zurück. Also auf den Schock baue ich jetzt einen Rum. Hey. Da, schenk dir ein Eis. Sag deinem Papa, du musst dir entschuldigen, du hast ein Date. Das soll das nicht. Muss ich dir irgendwie zurückzahlen. Ich habe Date mit wie vielen Jungs? Fünf? Ich nehme den mit. Jo. Wer ist denn dein? Wer ist denn der Typ, vor dem du dich verbirgst? Das war so. Jetzt habe ich den der Markus wäre da. Schade. Der war auch schon mal im Familienzentrum. Kamera heißt er. Was mache ich denn jetzt? Das ist der mit der kleinen, unscheinbaren Tochter, gell? Ja. Wenn der Markus mal wieder kommt, müssen wir mal Eclipse spielen. Was mache ich denn jetzt, verdammt? Ja, komm, hast du noch mal eine. Du kannst, was du natürlich machen kannst, ist das hier. Exportmarkt. Exportmarkt. Das war. Das, hallo, was machst du? Moment. Ich verkaufe einen Fisch. Einen, okay. Weil ich habe keinen Hafen. Du hast keinen Hafen. Nee. Du verkaufst den Fisch. Ja. Okay, dann komm jetzt hier. Hast du mal neu denken. Hast du mir die ganze Aktion kaputt gemacht. Ja, das ist das Blättle da weg. Genau. Ziemlich ätzend. Kann ich das? Das geht gar nicht. Fuck. So eine Scheiße. Ich ernte ab. Und zwar, das da. Boom, der geht da rein. Zack, und nimmt sich einen. Ist es sicher, dass ihr morgen um 7 heimkommt, Andreas? Dann. Ja, wir sind sogar wahrscheinlich schon früher da. Weil dann kann ich meinen Papa vielleicht auf morgen vertragen. Ja, kannst du. Die mit uns mitfahren, die müssen um 7 zu Hause sein. Ach so. Mit denen wir morgens starten, die müssen um 7 zu Hause sein. Die eine hat einen pflegebedürftigen Vater und die müssen um 7 oder eine Mutter. Irgendein pflegebedürftiger Angehöriger und um 7 muss die versorgt werden. Und deswegen müssen wir, also wir werden wahrscheinlich schon, ich denke mal zwischen 6 und 7 zu Hause sein. Das ist alles gut, du kannst deinen Vater vertrösten. Dann gehe ich morgen zum Abendessen. Ja, ein bisschen Angst, macht das irgendwie uns hier der Mensch. Cool, Sabrina ist auch voll dabei. Nee, das machen wir jetzt, das war's völlig. Los mir dann dieses Mal, wer welches Haus spielt. Das fände ich toll. Das fände ich auch cool. Komm on. Ich krieg die Kakao. Vergiss es, das wird gelost. Jetzt ist fertig, Karten kaufen. Also sage ich morgen Bescheid, Karten kaufen. Karten kaufen. Das eine war, du kannst Männchen bewegen oder was? Du hast das letzte Mal bloß die Sandleute genommen, weil die da unten in Ruhe gelassen waren, weil du keine Gegner links und rechts hattest. Gibt's zu. Ressourcenwürfel oder fügen sie aus der Bank aus dem Export. Du kannst aus dem Exportmarkt was dazu oder wegnehmen. Kriege ich dafür Geld? Nö. Du kannst bloß das beeinflussen. Ja, okay.
Da kannst bestimme eine von einem Gegenspieler kontrollierte Stadt, zahle ihm 8 Florin, entferne anschließend einen Bürger aus der Stadt und setze ihn daneben auf normales Terrain der Region. Das kannst du machen. Okay, das andere mit 6. Erhöhe die Anzahl der auf dem Spielplan arbeitsmarktfreien Arbeiter und die Anzahl deiner unbeschäftigten Schiffe. Erhöhe auch den Marker Rebellionspotenzial um entsprechend viele Felder. Anschließend nimmt ihr die gleiche Anzahl oder weniger Ressourcen vom lokalen Markt und verkaufe alle direkt auf dem Exportmarkt. Das ist. Aber kostet auch 6. Ja, aber ist auch cool. Und Migration. Gib mir bitte nochmal die mittlere, die ich nochmal lesen. Das ja, stimmt, verstanden. Dies ist gut. Ja, gut. Wenn du viele Schiffe hast. So wie ich. Hast du die schon probiert? Mhm. Musst du probieren, die sind besser. Mhm. Ich habe es süchtig gemacht. Wenn man so spiellos geht, verliert man den Appetit. Echt? Ich nicht. Also? Ich, sobald ich anfange, schon. Willst du schnell ein Bier oder so? Danke. Und die letzte macht was, Michael? Wie war das jetzt? War die neu oder? Die war die Lucky? War die so? Die war ganz frisch, ja. Migration. Ja, Migrationsaktion. Ohne Marke. Genau. Ja. Den nehme ich. Für 6, okay. Welche drehst du? Was ist das für ein Symbol? Ach, 7. Fleischerhaken. Das sah gerade so komisch aus von hier aus. Wir machen mit diesen Nupsis. Mit den Florinen, wenn du die 2 drehst. Die 2, dass die wegkommt. Nee. Nein, damit sie teuer wird. Achso. Er gibt dir einen Florin dafür. Weil 4 ist ein bisschen wenig, gell? Ja. Ja, dann gib mir einen Florin. Ja, die drehen es halt doch. Also hast du von gegen geboten. Das heißt, oh ey, alles soll ich gesagt. Boah, das ist bitter. So, nachfüllen bitte. Andreas hat das Spiel verstanden. Das ist ein Weltwunder. So, was da auf der Karte nicht aufdruckt von der Karibik. Ist, immer wenn du das fertig baust, also tatsächlich baust, du kaufst da erst und dann baust, ja, dann verlierst du eine Person, die stirbt beim Bauen des Dingsbums. Das steht so nicht auf der Karte drauf, das steht nur in der Anleitung dran. Ja, aber sowas warum? Pyramiden. Ja, aber steht, warum steht der Scheiß nicht auf der Anleitung? Nein, das ist der Hausmeister, der das Ding betreuen muss. Und es ist am Ende halt der Sichtpunkt auch. Ja. War das der Koloss nicht? War das anders? Nee, doch, am Feed. Du musst 3 Eisenzahlen und minus 2 bedeutet was? Ne, das ist der Effekt, der einmal passiert. Sobald du das baust. Ah. 2 Arbeitslose, weniger. Die sterben auch. Ja, die sterben auch. Und die sind nicht mehr arbeitslos, weil die haben jetzt einen Job im Leuchtturm. Mhm. Genau. Der eine geht über das eine Bein, der andere über das andere Bein. Nur ja. Der eine gießt das Öl oben rein, das andere zieht uns an. Gut, wer kommt? Warum? Achso. Genau. Jetzt hast du so lange Zeit, Kid, nachzudenken, was du machen willst. Du hast eigentlich nie mein T-Shirt an. Das sehe ich jetzt erst. Nein, das ist nicht mein Matthäus-T-Shirt. Das ist der links neben He-Man. Das weiß ich. Thundercats. Thundercats, genau. Thundercats, genau. Das musst du nicht besuchen. Und meine Tochter ist ganz stolz, hat ein T-Shirt gekauft. Mit Mini oder Star Wars. Das ist Brave Star. Brave Star. Ah, ich hab's ja alle gesehen. Von allen denen hat die Spielsachen. Die einzigen, die ich ein bisschen nur davon identifizieren konnte, sind goldig. Sieht aus wie das Silver Server ein bisschen. Ist er aber nicht. Ja, aber so sieht er ein bisschen aus. Wer sieht das Silver Server? Ah, der Brave Star. Brave Star. Oh, der war auch so toll. Und hier das Pferd von, wie heißt es denn? Ist doch Brave Star, das Pferd, oder? Nein. Doch, stimmt ja. Doch. Da. Da hat diese fette Wummel da immer. Okay, ist ein bisschen durcheinander, oder? Ja, total. Der ist so. Macht mich ganz nervös, das Ding. Soll es so sein. Auch schön. Mach jetzt mal ein T-Shirt der 90er. Wer dran ist, 80er. Ja, da fehlen ja Captain Future fehlt. Da fehlen ein paar, das ist trotzdem schön. Es geht doch gar nicht. Es muss glaube ich Mattel sein, das ist die Bedingung für den T-Shirt. Also ich. Captain da das schon ja so teurer ist, ne? Captain Future. Kannst du eigentlich für Captain Future auch Actionfiguren und so Sachen? Ja, klar. Echt? Weil ich hatte den Cosmoliner, den kleinen. Ja, ich hatte die Komet als so ein Schaumstoffschiff zum Schmeißen. Ja, von Euro oder einmal. Die gab es auch in groß. Ich durfte sie mir nicht kaufen. Ich drehe die. Was? Und drehe je. Die sind cool. Ach, ich drehe 2. Nein, ich drehe 2. Warum war das jetzt 7 kostet? Der Rückseich ist es cool. Passt so gut. Einfach nur ums teurer zu machen. Die war doch schon gedreht, die 2. Auf 7. Ach, der hat doch so Geld. Die war schon auf 7 gedreht. Wenn du sie jetzt auch, ist sie tot. Die.
Ach so. Ach, die drei. Okay. So, ja. Was macht das Ding da? Für jede Kirche, die auf dem ganzen Spielbrett ist, gibt es weniger Revoluzer. Bei einem höchstens nachlesen, muss die Kirche besetzt sein oder nicht. Aber wir gehen nur davon aus, es geht nur um Kirchen. Ja, also drei Kirchen dann, also für die erste ein, für die zweite zwei, also insgesamt dann sechs im Kreisen, oder? Da steht eine Zahl, 0 bis 2 Kirchen. Ah, oh Gott, das kann man kaum lesen. 3 bis 4. Wie viele Kirchen haben wir denn? 5 und mehr. Ich stehe bei 1 oder was? 2 oder 3 oder was? 2, ja. Ich habe da einen. Ich dachte, wir haben uns darauf geeinigt, dass es Tempel sind. Gotteshäuser. Ach so. Zählt dein Opferplatz auch dazu? Ja. Weil wir sind ja immer hier bei den... Wenn er überdacht ist, das kann er aus. Ja, tatsächlich. Werden die Urlauber hier gerade unter Decke führt in ihre Zimmer? Kennst du schon die blaue Lagune? Kennst du auch, oder? Blaue Lagune. Ja. Da gehen die doch einmal in den Urwald und dann finden sie so, so ein Altar, wo so ein blutiger Schleim drauf rumliegt oder sowas. Ja. Was? Doch, da die ist ein Altar, die so ein Opferplatz mit so einem blutigen Kopf. Ich weiß schon, wenn das her ist, dass ich den mal gesehen habe. Das ist doch alles Müll hier. Dann habe ich immer heimlich mein Zimmer angeguckt, weil ich habe Angst gehabt, dass meine Eltern bereinkommen, weil ich habe immer darauf gewartet, dass eigentlich eine nackte Brust vorkommt. Ja? Und dann glaube ich, im ganzen Film kommt eine nackte Brust vor, irgendwann mal in Minute 70 oder so. Ja? Und das war dann mal die Bruchschild. Ja? Ja, Minute 70, weiß er aber noch. Ja. Macht den für immer glücklich. Ja, ja. Ist auf dem Stapel. Hättest du halt Barbarella geguckt. Ja. Das ist alles Müll. Noch zwei drehen. Du musst ja nichts kaufen. Dann. So ein Koloss. So ein Koloss bauen. Kolossal. Oh, der wird der teurer. Nimm doch einen Erzbischof. Aber was bringen wir denn? Ja, damit niemand anders den kauft, weil du bist ja der Rebell. Du willst ja nicht, dass wir hier die Sachen reduzieren. Ja, die kauft den eh nicht. Du merkst doch, was passiert. Das interessiert keine Sau. Das ist bisher nicht gefährlich. Ja. Nee, ich glaube. Ich drehe das Dreiländer und ist er weg. Oh, da kommt aber rote Karte. Wieso bestimmt die? Weil die wegkommt dann, oder? Und den Koloss. So. Oder kommt das die da, bevor ich die zwei stehe? Erst die Geschichte machen und danach wird aufgefüllt. Hast du dann Koloss drehen? Dreh den. Nee, jetzt, komm, bitte. Ach, also. So, spielt er grün. Ich muss erst gucken, was da kommt. Du darfst so viele Handelsaktionen auf dem Exportmarkt durchführen, wie du unbeschäftigt Schiffe kontrollierst. Gar nicht so schlecht. Die kostet noch 4, oder? Die kostet 3. Nein, ich meine, nachher sehr einzusetzen. Achso, ja, die Schiffe. Das ist mal ein Rotz. Vor allem mit dem. Wir hatten mehr als ein Schiff. Guck mal, gibt's noch 3 Schiffe. Okay, Fischerin. Sie ist die Fischerin. Vom Bodensee. Die tut ja die Bevölkerung gegen uns aufbringen, weil sie die ganze Meere leer fischen. Und daheim ist bitte. Ja. Da. Schwäbisch Münner ist Seebad jetzt wieder offen. Was ist mit Uhr? Ne, Quatsch, nicht mit. Ich meine, das ist Oskar Fech. Seebad, was macht denn das? Seebad macht jetzt auf in 3 Zeiteinheiten. Oh Gott. Von 9 bis 11 dürfen Leute, die nicht online gebucht haben. Und Dauerkartenbesitzer und Zehnerkartenbesitzer. Von 12 bis 14 Uhr waren es, glaube ich, musst du, und danach nochmal eine Zeiteinheit, musst du online eine Karte kaufen. Dauerkartenbesitzer dürfen damit nicht sein. Gottes Willen. Ja, Abstand halten, ansonsten Maske tragen. Scheiße, das schießt. Und maximal über 900. Erklär's mir. Will das schon oder kommt das erst noch? Das ist jetzt die Menschen umwächst. Weil mir jetzt die Krise abfällt. Du musst erst mal die Karten machen. Du bist nicht schon, du bist erst die Karten. Ich habe es gerade schon oft, also müssen wir sofort behandeln, wenn sie aufkommen. Ja. Ja. Wähle eine Entwicklungskarte. Und was für ein Rohstoff hast du dir? Steine. Die also nicht im Spiel ist. Also richtet. Wieder? Es gibt keine Steine. Wähle eine Entwicklungskarte, die sich nicht im Spiel befindet. Okay. Und lege sie gegen Zahlung ihres Mindestkosten an die Bank. So, die aus. So, bevor das jetzt abwickelt wird, Sabrina, du hast ja eine Kirche im Einsatz. Ja. Möchtest du diese beiden da einfach mal aufstellen, bevor irgendwas gemacht wird? Ich mach das jetzt. Wenn du deine Stadt hinbaust, passiert das nie wieder. Dann bist du aus meiner Gemeinde ausgeschlossen. Was meinst du da jetzt damit? So, und jetzt wird er. Sie hat es hier beobachtet von dem Herrn. Verlass nicht den Kreis des Vertrauens. Und was passiert jetzt? Die gehen dann so viel weiter, oder wie? Nein, wir machen jetzt ganz normale Krise. 5 Leute pro Stein. Aber die sind schon mal safe. Okay, die sind safe, ja. Andreas ist dran. Ich habe keine Steine.
Das ist Lokalmarkt, gibt es auch keine, super. Es gibt keine. Das ist jetzt 60, dass man da nichts macht. Du hast ja keinen Joker, den du hergeben willst oder so. Und das geht jetzt dann hoch, oder weißt du, jeder Berlin? Wir sind immer raus, das Spiel vorbei, haben wir verloren. Genau, jetzt kommst du dran. Möchtest du was beitragen zu der Steingeschichte? Wir sind dann ganz viel grün. 4, 5, 6, 7, 8. Der muss ihn erreichen, dann ist es durch, oder? Ja. Also der liegt der nee, er muss auch drüber. Erreichen reicht noch. Der muss wirklich erst drüber. 4, 5, 6, 7, 8. Hättet ihr lieber das da gemacht, ihr Pfeifen? Ich hab's euch doch gleich gesagt. Hättest du es mal selber gemacht? Eben. Wir liegen denn? Fass dir selber in die Nase. Da kriege ich aber kein Geld dafür. Ja. Also. Hier, guck mal, hier, der große Held. Ich hätte Steine benutzt, wenn sie denn auf dem Markt liegen. Wie viele Steine? Ich habe keine Steine. Vier. Ich habe nur einen Stein, also kann ich fünf Steinfelder gibt. Vier stelle ich auf, also ist noch einer frei. Okay. Und du kannst davon ausgehen, der gelbe, der bei mir auf dem Dings steht, der steht nicht auf. Ja. Manche stellen Steine vier blauen auf. Und den anderen einen? Dann ich lasse dafür, dass du nachher die. Ich gebe dir von mir auch, dann darfst du nachher einen anderen. Prima Schlangenzunge. Ich gebe dir, zwei Silberlänge, wenn du meine alle aufschlägst. Es sind nur drei. Er sagt jetzt im Endeffekt, das war kein aggressiver Akli, so alle. Er kann nur noch einen aufstellen. Ach so, fuck. Ich gebe ihm dein Geld. Moment, was? Stell ihn auf, dann darfst du nachher. Was willst du? Du hast doch selber einen Joker, du Komiker. Was siehst du da eigentlich? Also, ich kann noch einen aufstellen, wie er bietet. Wenn du meinen aufstellst, dann kannst du nachher den Ananas. Kannst du mir bitte einen aufstellen? Haben. Also, für mich kannst du gleich die Ananas haben. Du verschenkst Ananas. Was ich hab. Ich geb dir ein Silber, wenn du von Andreas gar keinen aufstellst. Weil der hat mir jetzt 300 Jahre. Ja, Andreas, jetzt mach mal. Der ist ganz dein Stammspieler. Du bist ein Ananas. Ich hab so viel Geld. Ja, dann gib mir mal deinen Ananas und ich stell mal einen auf. Guck mal, macht sogar umsonst. Schön. Wieso? Dein Silber krieg ich trotzdem. Ich habe keinen von Andreas aufgestellt. Okay. Hab das Spiel glaube ich nicht ganz begriffen. So, du, komm, rett uns alle. Wie viel dürfen wir jetzt noch? 15. Es liegen noch. Wow. Und ich kann, aber. Das sind drei Steine. Ja, du hast schon alle deine aufgestellt. 10. Sabrina, komm. Ich würde ja gern helfen, aber. Hat nur Ananas. Hast du schon Ananas? Du musst doch einfach einen Joker aussehen. Das sind genau die 10, die wir brauchen, um zu verlieren. Ja, aber ich stelle ja nur 3 von mir aus. Ich habe ja nur 2 Reserve. Wer bietet? Wer zahlt was? Aber für mich stehen alle. Mir auch. Also, Andreas, komm. Sieht's aus? Hast du Bock? Wieso? Du musst doch aufstellen. Ich hasse ihn. Wenn du es auch hast, dann was? Ich gebe dir Geld, damit du keinen für dich ausstellst. Und das stellt gleich nicht mehr her. Das ist so. Also hast du dir den bezahlt, meine aufzustellen? Oh, da steht noch nicht. Ich habe auch noch einen. Ja, genau. Also einen von dir. Ja, ganz klar. Danke. Ja, aber da drüber einen, gell? Ganz weit weg. Da. So, das kann ich mir da raussuchen, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, ja, dann kann ich den hier in der Stütze. Gut, das war's jetzt. Ich war letzter, das heißt, das müssen wir jetzt ab. Fünf liegen noch. Fünf gehen weiter. Das ist kotzenecht. Und jetzt muss ich Karten kaufen. Also, der Archivar habe irgendwas kennt, der war relativ cool. Mhm. Sich nicht im Spiel befindet. Pass auf, gerne. Also, wenn du schlechter aussortierst, ist der nicht cool. Ja, welche denn? Im Nachziehstab oder im Ausdingspunktstab? Dem Stapel. Ja, wisst ihr, das steht da dran, oder? Das hat mir gerade Michael so erklärt. Die nicht im Spiel sind. Die nicht im Spiel sind. Im Spiel. Ah, okay. No. Ja, ja, okay. Was sonst würde das ja außen, heißen, die nicht im Ausland sind. Da war schlecht. Morgen. Was? Wenn ich jetzt schreibe, dann kann er sich vorbereiten. Geistig und. Es kommt nicht an den Fernsehen. Das möchte ich nicht. Auch Tagesschau gut. Das ist alles cool. Ich schon schnell nochmal lesen. Boah, böse. Die war so geil.
Okay, gleich. Das war das da mit dem Exportmarkt. Da hatte ich ja alles so zum Kotzen hier. Ja. Das muss ich echt sagen, wie es ist. Okay, Moment, dann machen wir das da. Drehst du zwei um. Ich tue mir tatsächlich den. Den Koloss an. Ich drehe ihn nicht. Was ist da? Ich stelle mal Philipp, gell? Archivar. Nicht bei dir. Gut. Wo wohnt er? Das war's. Schon da. Ein Schonbach? Wie nett. So, das war's. Jetzt alle wieder hoch und deaktivieren und klumpen und so. Also die gehen jetzt alle vom Ernten wieder weg, ne? Richtig. Bleiben die nicht liegen? Nee. Die umliegen? Nee. Halt, die, nee, in der Runde nicht. Achso, bei der nächsten Runde, ne? Bei der Gleichgewichtsschicht, die wir gleich machen. Okay, Bevölkerungseffekte müssen die Leichen angucken und so. Ne? Okay, also die zuerst, also. Erst zuerst die da drüben sogar. Also hier gibt es einen Arbeiter dazu. Noch ein Arbeiter dazu. Nix, okay. Und sonst nichts mehr. Dann die da. Einen Bösen. Der direkt hier kommt. Okay. Dann den. Also, schwarze Schwester. Und jetzt das. 2, 3, 4. Bitter. Okay. Nicht gut. So. Sieht nicht gut aus. Ja. Jetzt müssen wir das Gleichgewicht auf Marie Bene abwickeln. Genau. Eine Ananas ist zu stiften zum Schammerproblem. Wofür braucht man die Ananas? Aber die ist ja hier auf dem Exportmarkt wegzunehmen. Wir müssen die nicht alle wieder umfallen oder was? Nein. Wir machen jetzt das untere, das ist ein Ding. Ach so, ja, und die nehmen wir dann weg, da wird gar nicht diskutiert. Weil wenn du das machst, macht es er oder ja, ihr. Ja, so. Ja. Fertig. Und dann ist die Karte abgefrühstückt. Fertig. Nix. Ich hab ja noch umgedreht. Die Oberseite ist rot, die haben wir schon abgewickelt. Die Unterseite ist eine Einfachfrage. Das ist unnötig kompliziert. Genau. Ja, das ist echt. Das ist halt ein Franzosenspiel. Dann, aber ich finde es cool. Wenn es in Deutsch schon noch nachgearbeitet hätte, wäre es extrem einzeln. Ah, wir haben was vergessen. Wir müssen ja schon die Reihenfolge der Leute machen. War der Reihenfolge. So. Hey. So, ist das jetzt wichtig, dass ich anfange? Unsere Spielsteine brauchen wir alle wieder. Hey. Grazie. So. So kurz nicht das alles schon. Guckst du mal Faust dran, ob da überhaupt was drin ist? Willst du es irgendwie scheppern? Sie kriegen den Lust auf Uso oder so. Ja. Ich habe die ganze Flasche daheim stehen. Oh, das ist halt ja, noch. Ich habe nur meine Karte umgedreht. Aber ich dachte, Uso passt nicht zum Spiel. Denkt ihr dann? Gibt es Siegpunkte für die Einflussung? Wahrscheinlich gehört. Der Hund hat nicht geschämmert, der hat da hingeklopft, aber kein Geräusch ist gekommen. Moment. Ja. Das schmeißt doch schon. Deswegen habe ich diese Münze, die Pappe sind Austausch gegen Metallmünze, weil so lange, wie man die da anhält, werden die durchgeweicht sonst. Warte doch nicht, gell? Das ist ja mal bei Vitri Culture so cool. Oh. Also, da hält man es ja nicht lange. Ja, aber das ist trotzdem ein Unterschied zwischen Pappgeld und das ist mal, schon. Egal welches Spiel. Ja. Klippergeld handelt es. Schon nochmal anders. Ahem. Was denn? Zögerst du hinaus? Alles. Vier! Da wollte ich noch was hingehen, ne? Moment, erstmal, ich muss mal reinlegen. Der zweite Platz, wieso bist du denn der erste? Und du bist der erste, das ist schon. Die Reihenfolge kannst du ja bestimmen. Ja? Vier. Muss man. Vier? Moment, ich muss schnell gucken, ob du mir gefährlich warst mit irgendeiner Reaktion. Vielleicht. Du dabei, ich muss aufpassen, der baut überall Städte hin. Ich hab schon gewusst, was der da drüben macht. Du gibst mir vier, wenn du der erste Platz machen darfst. Weiß ich nicht, danke. Ja, will. Ja, mach ich. Kannst haben. Überbietet denn jemand? Sonst geht er den. Sehr gut.
So, dann habe ich das schon mit reingeholt. Interesse an der anderen Reihenfolge irgendjemand? Jetzt fängt er an, jetzt ist es egal. Weil es werden, ihr habt ja relativ coole Karten jetzt hier und die werden natürlich von Leuten dann wegaktiviert. Ja, vor allem Spätern bei mir. Ja, genau. Ja. Deswegen muss ja Interesse haben. Ihr wisst, gebt mir das Geld. Aber ich mache jetzt mal Spieler 2. Ja, und jetzt gibt es um die. Sonst würde ich die willkürlich verteilen. Und Andreas wird Nummer 5. Jetzt ab hier. Ach, diese Hassel. Ja. Also, du gibst schon an. Geht der Platz als du die Hübsch, anders als das. Ja, keiner? Okay. Wie war es denn vorher? Erst du, dann sie, ja. Dann drehen wir es jetzt mal um. Ne? Ah ja. So. Surprise, gut. Surprise! Das ist für mich, oder wie? Ja, wie viele von den Karten kann ich aktivieren, wenn ich dran bin? Eine pro Zug. Eine Karte. Eine Entwicklungskarte nutzen, ja. Mhm. Liegt natürlich jetzt an dir, das hier zu machen. Nein, das liegt an dir, weil ich habe dir viel Geld gegeben gerade. Aber Mann, jetzt habe ich gerade den Schuss aber selber seinen Pusten. Da gibt es eine Karte, wo du kaufen kannst, und dann kannst du jemanden zwingen, seinen Schirm für 7 Sekunden hochzuhalten, bis alle drunter gekippt haben. Dann musst du wieder runter. Das ist bitter. Das würde ich die ganze Zeit machen. Wo kommt ein Flairbuschen? Schmeiß einfach vor. Du musst einfach hinter dich schmeißen, so. Da wo die Knochen. Tritt sich fest. Bring eine neue Flasche, genau. Was ist das? Hast du das ja keine rumkugeln da? Oder ich war schon so lange im Kaufland. Brauchst du auch eine neue Flasche Wasser? Wir haben noch. Aber. Aber. Was anderes, was Geiles. Da muss ja, ich doch noch so Hitze davon. 57,3. Ist lecker? Ihn schmurren. Kennen Sie aber nicht. Deckel auf, Lappenei. Man muss immer noch was Neues spielen. Lass mal probieren. Ja. Warst du schon auf dem Whisky-Tasting von 0711? 0711 war ich jetzt nicht mehr. Was ist los, Björn? Vom Kunden. Da war mein Vater auch ein Hirschmann. Ich folge meine eigene Karte. Voll beim Hirschmann. Das ist auch gut. Ich war mal auf dem Hong Many auf der Kürburg. Das war geil. Möchte noch jemand den Whisky probieren aus mir? Ich hab gerade noch mal. Nicht. Und schau dein Glas ausspülen vorhin. Warte, wir machen das. Warum so wieder normal? Ich krieg eigentlich nur noch Gläser mit Deckel zum Spielen. Ah, und dann kaufe ich. Oder. Heuer ich arbeite an. Wie war das dann? Ja. Ich hätte nur noch frei. 1, 2, 3. Pach, Pach, Pach. 4, 4. Krieg ich 3 Stück, ja. Hört sich richtig. Krieg ich nur 1 Stück. Was zahlst du da für so ein kleines Fläschchen? Oder macht ihr das? Ich drehe zurück. Ist das wirklich so? Nö, das ist ein Facebook-Code. Gut. Oder war mal eine Facebook-Code? Das kommt jetzt nicht. Mittlerweile hat das Facebook-Code. Läuft jetzt über andere Kanäle, aber ist immer genau. Genauso gut. Unterschiede. Das gleiche mache ich tatsächlich junge, jetzt auch. Wahrscheinlich irgendwas ich rekrutiere noch mal Leute. 8 Euro, wo ist denn da das kleine Fläschchen was an? Ich habe letztens einen mit 21 Jahren bestellt, der war wieder braun. Also ich rekrutiere 3 Leute für 6. Baujahr 1979. Ich bin 80. Ich bin 80. Hey, die sind hochgegangen. Oh, die Riesen. 1, 2. Aber du kannst schnell was kriegen. Ach so, weil ich. Ah, genau. So kann ich das auch machen. Guck, deswegen. Ja. So habe ich das gemacht. Jetzt 1, 2, 3. Weil jetzt kann das auch noch. So, und dann kannst du noch das machen, dann geht das andere noch runter und dann. Du sagst mir nichts, was ich zu tun habe. Ja, schau auf. Kollege, was ganz anderes. Was macht ihr da jetzt eigentlich? So, und jetzt aktiviere ich noch die Karte von der Sabrina, nämlich die da. Okay. Das kostet die Bank, eine Duplisch 2, das stimmt. Ein Stein muss ich ausgeben, gell, irgendwo. Das stimmt nicht, gell. Er kriegt beides jetzt. Ja. Nicht die Bank kriegt eins. Ich sehe jetzt immer nur bei 27. Das hier muss ja passen. Ja, das müsste eigentlich passen. Okay. Baue einen Tempel einer Region, in der eine aktive Unbeschäftigung habe, ohne eine Dings zu benutzen. Okay, cool. Ich baue jetzt einen Tempel, bitte. Aber du wirst ihn bezahlen können. Das habe ich ja schon. Mhm. Ich habe schon. Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
30, was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Wer ist dran, wer ist dran, wer ist dran? Ich habe gerade gemacht, ihr habt die Karte aktiviert, ihr habt eine Aktion gemacht, jetzt könnte ich noch, was kann ich noch machen? Einen Markt oder einen Hafen benutzen. Heiter Sack. Was gibt's denn im Exportmarkt zum Kaufen? Boah, das kann ich alles auch nicht. Ja, das ist welche, die ich noch nicht benutzt habe. Ja, die spiele ich gleich. Könnt ihr mir. Warum liegt denn da so ein Geldstück eigentlich auf dem drüben? Was ist das? Dann bin ich fertig. Nächste, Sabrina. Die ist schon gespielt. Hier. Nein. Ich habe gerade auch eine Karte benutzt. Wenn ich Menschen vom Arbeitsmarkt rekrutiere, darf ich die hier auf die Karte stellen, gell? Ja. Aber nur zwei halt. Mhm. Auf jeder Karte. Achso, drei, ja. Ich möchte rekrutieren, wo ist das Rekrutierungsfeld? Das ist gerade so ein bisschen voll, ja. Und wie ist der Whisky? Ich rekrutiere nur einen. Total aggressiv, ja. Ich habe noch nicht probiert. Und ich möchte meine Karte spielen. Ich habe dir gesagt, stell das Männchen auf, dann kannst du die Ananas haben. Aber nein? Was ist passiert? Also warum? Nein. Aber da hinten ist noch Platz. Kannst du da rausziehen? Einfach nur, ne? Kostet ja nichts. Genau, mal schauen. Okay. Ich hab gesagt, stell das Männchen auf und alles ist easy. Aber nein, du hast so einen aggressiven Move gemacht. Erstmal. Du. Oh. Wer hat den Angriff? Du, das war Männchen liegen lassen. Das war doch kein Angriff. Nein. Das war doch kein aggressiver Akt, eine Stadt reinzubauen. Nein. Das ist doch nicht hilfsbereit. Das ist denn jetzt noch ein Männchen. Da kommst du eh nicht. Ich hab noch zu viel Alkohol, aber sonst ist es schlecht. Nein, ist das noch zu viel Flachmann da, oder was? Ich finde schon, ja. Wer ist dran? Wer ist dran? Aber schmeckt lecker. Mhm. Der Geschmack ist gut. Er hat Macht, das heißt, du bist. Ja, mit Cola ist 66% zu Hause. Das ist lecker. Du kommst mit Cola. Warum kann man eigentlich zu Whisky Tasting Cola mitbringen? Du kommst. Scheiße. Du darfst zum Gin Tasting, kriegst Tonic Water. Vier Holz bitte. Wobei du aber Gin auch mal so probieren kannst. Vier Holz. Nee, ich sage, du kriegst dazu. Und das ist Sabrina, du hast doch das Holz vor. Gib mir bitte, das ist vier Holz. Aber das Holz leer, ne? Hat jemand die Endsiegbedingung, dass du ein Rohstoff hast? Dann sind es sowieso. Achso, ist der Witz, dass du es probierst und mit verschiedenen Tonic Waters. Ja, ich weiß. Gut. Ich wieder. Das war dein Zug. Nein, jetzt warte, einfach. Warte, ja, warte, 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 warte. Er aktiviert. Weißt du, was dazu gehört? Ich aktiviere den Titel. Nee, Holz haben wir den Titel. Achso. Freunde. Aber ich hab schon drin. Letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr in Kroatien war noch auf dem Rückweg. Da war die große war voll zehn. auf dem. Welchen Markt machst du das? Export. Auf dem Schlager, Pops-Schlager. Zehn Geld. Wir haben da unsere Lieder gehört auf der Fahrt, wie Holz vor der Hütten. Holz. Oder wie Holz. Soll ich gleich meine Karte aktivieren? Kann ich das dann auch machen? Ja. Musiktrip. Nee, so, was heißt das? Wie heißt Andreas Cavalier und so. Boxclub. Boxclub, genau. Boxclub. Die ganze Fahrt über der, oh Gott, und ich habe keine Ahnung, was da gesungen wird. Also, das ist doch schön. Das ist auch eine lustige Geschichte. Mein Auto, mein Radio, meine Musik. Das ist auch eine lustige Geschichte, ja, wenn es Spaß hat. 14 Stunden Fahrt. Das ist auch eine lustige Geschichte auf der Rückfahrt. Sind wir durch die Schweiz gefahren. Und 5 Kilometer vor der deutschen Grenze kriege ich eine SMS als Mitteilung. Übrigens, ihr Guthaben und so. Es gilt hier nicht. Also sie sind im fremden Tarif. Mhm. Und die haben die ganze Zeit Amazon reingehört in das Internet. Wenn ich nochmal ein bisschen Land entdecke, muss das immer hier dazwischen oder kann ich es da einfach hier anbauen? Zwei müssen es mindestens. Du musst halt berühren. Hinkommen. Du musst zwei berühren. Ja, zwei müssen es berühren, ja. Das wäre schwierig. Komm ich jetzt? Andi, was hast du gemacht? Ja. Komm ich jetzt? Also, ich habe hier gehandelt, ich habe die Karte aktiviert und ich habe damit ein Schiff gebaut. Und ich habe. Was habe ich gemacht? Bitte. Streisam gemacht, doch. Cool. Ah, ne, ich habe Holz geerntet. Ja, jede Menge. Dann habe ich zwei Holz verkauft. Mhm. Auf dem Markt für 10. Und ich habe das aktiviert, um mein Schiff zu bauen. Sehr schön. Cool. Ich mache Ananas. Ananas hier, Ananas hier, Ananas. Ja, komm. Hier. Krieg drei Ananas. Drei Ananas. Und dann haue ich noch da eins hier hin.
Hier, Leute! Flucht nochmal! Du benutzt ja die anderen Felder, die ich gerade freigeräumt habe. Auf dem Exportmarkt. Hey! Ich hasse euch alle! 16, 16. Jeder nimmt mir meinen Exportmarkt weg! Das ist denn dein Exportmarkt? Doch, das ist mein Exportmarkt! Nein, der ist für alle da! Den hab ich mir freigeräumt! Dein Bug, mein Bug. Er erntet die Ananas und bringt sie aufs Schiff. Ja, das, ist keine Ananas. Das ist doch super Story, das macht Sinn. Und wer hat da freigeräumt? Die Erfolgsgeschichte. Du, warum freust du super frei? Teamwork. Wir können ein Foto zusammen machen. Sorry. Okay. Ich habe gar nicht gesehen, dass du das freigeräumt hast. Nein, gar nicht. Du das hätte ich so oder so gemacht. Ja. Und jetzt kann ich noch halt. Ach, das war die Ananas. Ich glaube, das war. Ach, heute ist schon ein bisschen aggro. Könnte noch eine Karte. Was mache ich jetzt? Migration kann ich noch machen, oder? Verzweifeln? Neuen Zugplan. Ja, neuen Zugplan habe ich schon. Muss ich gar nicht wieder angucken, mache ich gleich vor dir. Die ist schon beide gemacht. Ja. Okay. Sollen wir hier so eine Landbrücke bauen oder so? Wie soll das gehen? Weißt du, das gibt es bestimmt eine Reihe. Okay. Bau eine Brücke. Okay. Bau da einfach, ja, stell einmal ein Schiff hin. Nee, warte mal, ich habe da gar keine. Doch, ich habe anderes. Ich komme noch. Nach ihm komme ich. Und ja, ich mache jetzt. Also die Maschine hat sich auf Platz 2. Bing, badabum. Badabing, badabum, mache ich. Bam! Und zwar da wird gebumst, da wird gebumst und da wird gebumst. Drei Kids. Eins, zwei, okay, drei. Das wird schon mal nicht jugendfrei. Also dein YouTube-Video muss da auch nicht mehr als das sehen. Nee, da werden wir Bibi. Da muss noch mal einbringen. Muss man tatsächlich. So. Und das war jetzt ziemlich cool. Jawohl, fertig. Halt, ich darf ja noch eine Fußsatzung. Ich mache das jetzt tatsächlich immer noch nicht. Hier sehen Sie das Spiel. Genau. Jetzt müssen wir alle Männchen aufstellen. Wir können schon zum Golf-Kommentar reinlaufen. Das ist einfach völlig unabhängig davon. Machen wir das hier gleich, macht immer nützlich. Das war für eine böse gemeint. Nee, alles gut, warum ist nie böse? Ich weiß. Musst du eigentlich immer noch da aus dem Tempel rumstehen? Musst du besetzt bleiben? Ja, wenn du es gut willst, du kannst da rausziehen und das freigeben. Strecken wir zwar uns halt, wenn der nicht dazwischen greifen will. Ja, Gotteshaus. Wofür habe ich das jetzt gemacht? Ich verstehe nur auf meiner. Einfach nur, wenn es gewechselt ist, oder? Wenn ich geerntet habe. Auf meiner Ananas. Das ist nicht deine Ananas. Jetzt, das ist jetzt im Moment meine Ananas. Ich muss ja was ernten, damit ich es verkaufen kann. Du wirst mir gerade immer unsympathischer. Wieso denn? Einfach so. Was hast du da gemacht? Hallo! Noch gar nichts. Bin ich dir auch nicht. Kann ich gerade auch nicht leiden. Oh Mann, was soll ich machen? Ich habe eine Stadt gebaut. Du hast das in der Hand. Ich dachte nur daheim, wo ist dein Chip? Bist du fertig? Ich habe eine grantige Oma, die aus dem Haus rausguckt, wenn meine Tochter irgendwie auf dem Weg ist. Explore endlich mal damit, was ich da. Das ist Diebstahl! Hallo, was ist da gerade falsch? Oh, stellt mich halt auf Grund. Also das ist Diebstahl. Nein. Absolut. Hey, wir kriegen jetzt einen weiteren Token. Wenn sie das jetzt hinbekommt. Ich krieg das hin. Yeah. Also, wir sehen uns auf der Seite entscheiden. Kriegt das wirklich hin? So viele Möglichkeiten. Jo. Was soll ich an? Das ist Hydrin, ne? 3, 4, 2. Wir haben uns bestimmt auf Verräten, heißt es. Der konnte Kirche bauen, aber wollte er dazu. Ich habe es einmal gespielt und das erste, was ich gemacht habe, war Kirche, weil sonst nichts anderes ging. Ja, also gut. Habt ihr alle eure Token zugenommen? Mhm. Na dann. Tolle Aktionskarten gibt es ja keine. Wer ist dran? Ich hier. Guck, hast du Ananas gefunden? Ja. Lass meine Ananas in Ruhe. Wer macht hier die Ananas? Das ist doch meine Frau, wenn nicht hören. Was? Ich glaube, du noch mal ein Bild. Ich habe eine Panzerband. Ah, komm, ich riskiere es. Ich krieg's wahrscheinlich wieder dorthin. Ich exkommuniziere. Alle Wilden. Was möchte ich tun? Sag's auf Deutsch. Auf Hochdeutsch. Ich nehme. Expedition. Ich nehme die nächste Karte. Also, die kommt raus. Und die muss ich nehmen. Bis 12 Stunden oder so war das, und das war halt brrr, und selbst schon 6 war das. Ich habe mir so einen Dice Tower mal, zwar 4 Stunden, glaube ich, komplett angeguckt.
Aber wir haben dumm gespielt. Das passt gut. Müssen wir da jetzt den nischen und da wieder rein tun? Oder? Ja, tatsächlich. Jetzt wird durchmischt und dann reinsetzt. Wenn die Karte passt. Ja. Ich dachte, du musst hinlaufen können. Interessant. Wie kommst du denn da hin? Genau. Also, ja, das Schiff steht da hinten. Ja, dann ist, haben wir gesagt, dann klappt's nicht. Machen wir wieder. Wackel. Das ist also eben nicht geräuspert. Tja, das läuft nicht so gut. Wer kommt? Ach, du kommst. Da hinten an der Heizung, nimm's mal bitte. Das ist ein Mikrofon. Ha! Finger weg von meiner Ananas. Sein oder nicht sein. Pach, 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 pach. Klingonisches Original, ne? Ja. Ich bin fertig. Bin ich nicht. Wieso hast du da drei Dinger noch liegen? Weil wir gerade eins dazugekommen haben. Das passt schon. Vielleicht auch nicht. Sondern im Moment, wenn ich fange, kommt ja, die andere Runde. Hey! Noch mehr Action! Die war eine kostenlose Migrationsaktion. Oh je. Und warum gibst du es mir? Danke. Bist du in die Bank schmeckt. Der Holzfall ist schon verbrochen. Ja, das ist schon ein Stein. Bitte Stein. Hast du vor, den Steinbruch zu nutzen diese Runde, weil sonst machst du es und du kannst mir Geld geben, damit ich es nicht tue. Oder musst du jeder Björn fragen, ob du überhaupt Steine ernten darfst? Nein, nur schon muss ich nicht. Weil der Stein ist wieder du Arsch. Hier zwei Stück. Die Runde wird weg. Und was ist jetzt hoch? Das ist schon wieder gepoppt. Nein, ich habe migriert, rekrutiert. Rekalibriert. Angestellt. Freundlich fragen im Dschungel. Unterwegs. Auf den Busch klopfen. Zoffen also. Das ist, halt Lego, du das sagst, ist ja ein MeToo-Video, echt. Du bist dran. Was? MeToo? MeToo ist doch schon durch, oder? Oh, hat der Koma schon gesehen, den Film? Koma, den habe ich als Kind gesehen und das hat mir Albträume gemacht. Nee, den gibt es noch nicht. Gibt es noch gar nicht so lange. Doch, es gibt einen Film, der ist Koma. Echt? Der ist aus den 70er oder 80er Jahren. Also ich habe einen aktuellen angeguckt, der war. Ach so, wie der neue Jumanji, der alte Jumanji. Ich wusste, dass ich ja, meine Kinder wollen den alten Jumanji nicht gucken, aber die neuen sind voll begeistert. Der alte ist viel besser. Aber die Grundlage wollte ich. Ich habe den neuen nicht gesehen, aber ich habe ihn jetzt wieder angeguckt. Guck mal zu mir. Komm ich? Kann ich sie dir beide zeigen? Komm ich? Ja, also ich hole Steine. Ich weiß gar nicht, warum du denkst, dass du da noch dran kommst. Ach so. Wie jetzt? Ich muss dir dann zwei zahlen, gell? Kannst du mir das wechseln? Ja, klar. Wieso hast du ja eigentlich so viel Geld? Was machst du denn mit den Menschen? Ich hab Ananas verkauft. Warte mal, ich hab echt nichts. Ich hab tatsächlich. Ich wollte wieder an den Schnaps. Der war echt. Ja, alles gut, ich hab das voll unter Kontrolle. Und dann musst du deine Drehen und ich krieg vier Steine. Vier Steine? Heute ist kein guter Tag, mir eine Kettensäge zu geben. Kettensägen. Nee, du musst jetzt ab und an alles selber machen. Aber wenn ich garstig bin. Garstige Hobbys. Salut. Soll man alleine trinken, nicht? Tja, Pech. Wenn man sich unbeliebt macht. So. Normalerweise. Darf ich jetzt auch mal mitspielen? Nee, ich komm jetzt. Jedes Mal hier. Du bist immer noch nicht Aubergine. Was ist denn da gerade Karte zu sehen? Hier, zeig mal her. Also, das ist schon wieder. Fisch und Ananas. Eine Insel? Eine fischige Ananas. Ich bin eine Insel. Nee, jetzt haben wir nicht. Jeder Mensch eine Insel. Obwohl, komm, scheiß drauf, ihr nehmt die nächste. Nee, ich explode. Nein, das ist irgend so. Was ist denn das? Vielleicht. Fuck! Da kommt ein Schiff mit dem Brot, die Enterprise wirft. Die kann ich auch nicht hinlegen. Ich glaube, das war jetzt gerade. Also, Hugh Grant ist dabei, ich weiß nicht. Er ist so ein Junge. So. Der heißt aber nicht Tag der Toten Ente. Nee, der heißt. Warte, Boy. Ach, das war der Untertitel. About the Boy oder About the Boy. Der Soundtrack mit einem Typ, der ein Lied hatte, der ein bisschen against the Wind. Das war für den Arsch. Das war für den Arsch. Dankeschön. Jetzt dein Einsatz. Auf Siege. Nein. Dein Einsatz. Badly Drawn Boy heißt er. Explored von Arsch. Ja, von Arsch. Dein Einsatz. Bin ich wieder? Nein. Versteht's nicht. So, was muss er machen? Achso.
Das war jetzt echt schlecht. Ananas verkaufen. Ananas ernten, bevor es der Andreas auf mein Feld macht. Was, mit dem Schiff? Bevor du rüberläufst und dann Ananas auf mein Feld erntest. Gleich sind zwei Ressourcen weg. Was habt ihr denn mit euren Ananas? Beschreib. Ich weiß es nur nicht, ob ich ein wertvoll zu sein. Das kann der mir nämlich nicht verbieten. Noch. Gut. Wir schauen mal so sinnlose Nullrunde machen wie ich. Ja, probier's mal. Hast du das Ding noch gar nicht angucken? Ja. Jackpot, wenn du auf Ananas stehst. Wow. Das nehme ich. Ja. Es gibt zwar nicht mehr so viele Ananas, aber. Ach, ne, gibt's noch. Was steht auf Kühe? Oh, ja. Ja, steht auf Kühe, so wie Michael. Wie ist denn der Preis für Kühe gerade? Nektar. Wahnsinn. Immer 5. Das ist sehr hilfreich. Nicht so. Einmal 6, sonst 5. Oder 4. Der Kühe ist immer besser. Ich So, was machen wir denn? Was macht der Björn jetzt mit den Steinen, die er gerade macht? Ich kriege ein Joker-Blättchen bitte. Na gut, das sehe ich ein. Und eine Kuh, nehmen wir an. Und eine Kuh in den Importmarkt, bitte. Machst du die Kuh in den Importmarkt, bitte? Ja. Import. Das ist ein Import, das ist Local. Ja, meine ich doch. Mann, Mann, Mann. Ist das Gleiche, hä? Ja? Beide Mannschaften, die Leute. Ja, eben. Deswegen sage ich das Gleiche. Ich könnte dir etwas sagen, aber ich bin... Weißt du, der Importmarkt ist ja der, wo lokal ist. Deswegen, weißt du, er importiert die Ananas, die Kuh. Oder hast du schon mal gesehen, dass in der Karibik natürlich Kühe rumlaufen? Die sind natürlich importiert worden. Ja, wir haben von zwei Kartoffeln kaufen. Ist ja, auch genau. Import. So ist es, du bist dran. Was, schon wieder? Okay. Nee, der Björn ist vorher dran. Ja, yeah. Ich bin dran. Zum Kotzen. Wie sieht's denn aus mit diesem? Jetzt probiere ich ja mal den Flachmann da. Komm. Das ist gut. Das ist wirklich lecker. Gut, das war recht lecker. Alles schon benutzt. Ein bisschen Wasser, spüle ich es aus. Ich glaube, das dauert jetzt alles nicht mehr so lang. Wie sieht's denn aus mit den Eingeborenen? Sind die schlecht drauf? Oder kommt das mehr als 10 Abstand zwischen uns? Gut, oder frag doch. Gehst du hin? Also, ich habe auch nur die Zeit. Das war jetzt Andreas, deswegen habe ich gedacht. Der die Avenger öfters hat. Ich sehe die Zahlen nicht. 5, 2, 1, 5, da geht noch ein Sechser. Oh. Okay, ich baue einen Tempel. Also gut, ist eigentlich nur noch Stein. Du baust einen Tempel? Schwein. Oh, Export. Ananas. Schweine gibt's nicht, für den Kühe. Bringt gerade noch am meisten. Kann ich gar keinen Tempel bauen. Wieso willst du einen Tempel bauen? Weil ich alle Tempel baue. Wer baut Kirchen? Gotteshäuser. Gotteshäuser. Was hören wir da eigentlich an? Das ist der Playlist für dieses Spiel. Du schaust schon in der Computerspielmusik. Was willst du? Ich habe gerade eine Landschaft entdeckt. Ist schön. Wunderschön wie im Paradies. Jungfräuliche Indianerinnen, eingeborene. Schwimmen in der Lagune. Auf der Schachtel ist sogar eine eingeborene jetzt wie sparbüßig und da hängt bloß so ein. Und du rennst durch das Schiff. Da gibt es jetzt beide Barbüßig. Achso, okay. Ich werde mal aufgriffen. Du fährst gerade erst so ran und schießt dich da in das Beiboot. Fällt gar nicht dran. Das ist sehr schön. So wie man das dann früher hatte, du als Conquistador natürlich vorne am. Ist das ein. Auf. Hallo. Ist das der Start? Zeig mal die Landkarte, die du hast. Ich bin gekommen, um das Wort. Ah, hier. Die sind nicht sortiert. Ja, das ist das Problem. Ja, das ist schon alles mal. Wer will die Landkarte sehen? In deiner Welt ist das in Ordnung so. Was ist denn Schlesel? Das? Ach komm. Was soll Steine, das? Steine ist cool. Mit drei Bergen, nee, vier Bergen. Da muss ich ja vorher die Bedingungen schaffen, das Schiff dorthin lotsen. Ja. Das könnte ich ja eigentlich machen, aber das ist so eine sinnlose Runde. Und die hat der da schon verbraucht, gell? Ja. Nee, das machen wir nicht. Also gut, dann machen wir mal Folgendes. Wir tun Kühe ernten, oder wie das heißt. Kühe ernten. Schlachten. Und zwar 1, 2, 3,
geht noch. Eins geht noch. Vier. Also alle vier, die da sind. Und um natürlich den Preis jetzt gleich kaputt zu machen, machen wir jetzt noch eine Hafenaktion. Und verkaufen zwei nach Großbritannien, dann bringen wir Rinderwaren da rein für 8. Oben hättest du 4, 5, 10 gekriegt. Ja, zu spät. Kann ich nicht. Ich habe ja bloß einen Hafen. Ich habe ja keinen Markt. So. Und jetzt. Puh. Ja, das lassen wir mal. Zeig mir mal die Insel. Hast du gesehen? Zeig mir mal die Insel. Darf ich schon mal einen Zug machen? Weil ich würde gerne einen Hafen bauen. Zeig doch mal die Insel. Bauen bitte. Das ist schon ziemlich heftig, gell? Das ist nur Wasser, oder was? Ja, das ist, du das ist eine Insel. Das ist eine Insel, Mann. Ja, also. Aber da kommt er nicht drüber. Du sollst ja ein Schiff. Aber hier. Ja, und ja, was hast du? Das ist doch wurscht. Hier. So, darf ich den entdecken. Hafen jetzt gleich nutzen, wenn ich ihn gerade gebaut habe? Ja, ja, ja. Los geht's. Dann. Du musst eine Münze da drauf legen. Dann ja, darf ich den Hafen? Dann kaufe ich zu Ananas. Dann wärst du beschäftigt. Ja. Mal mehr darf ich ja nicht, ne? Du kannst, wie viel hast du gerade hingelegt? Weiß auch nicht, warum. Wie viel habe ich gerade? Zwei Stück? Zwei, okay. Ja. Schön, schön, schön. Scheiße. Ups, Entschuldigung. Das war Rotz. Naja. Aber schon französisch spielt, also c'est le fuc. Le fuc. Einmal ganz normal auf dem Markt verkaufen. Darf ich den Hafen jetzt in jeder Runde nutzen? Ja, da müssen wir ein Männchen drauf. Nee, halt, Moment, wir müssen schon sagen. Also, er ist ja jetzt beschäftigt, er hat den Hafen ja schon einmal benutzt. Deswegen liegt er da. Das ist mein Gotteshaus. Ja, das ist mein Hafen. Ja, hat das jetzt schon. Ich zahle doch mal auf den Ex-Markt. Okay. Ich zahle auf den Markt. Markt. Markt, du bist was? Blau. Ich habe, genau, und verkaufe nochmal zweimal. Und krieg dann 15. Nicht schlecht. Dusch. Er hat schon umgedreht. Sie haben schon alle umgedreht hier. Was hat der Scheiße? Das Das ist super. Fuck. Auf dem scheiß Insel gibt es ein paar Fische. Was soll das? Okay, Männer, zeig mir mal die Insel nochmal. Ja, gib her. Die oder die nächste? Die. Zeig dir die nächste. Oh, nein. Das ist meine Rotze. Das ist doch nur Nebel, oder? Das ist doch kein Gebirge. Das ist ein abgerutschter Hang. Da ist Platz. Ah, das ist doch alles scheiße, echt. Ach, du wolltest gar nicht weg, der Inge. Okay. Dann nimm sie doch. Ja, ja, das kann schon mit deinem Schiff hinfahren. Schön sieht's aus. Ja. Rohstoff? Achso, kriegst du keinen, weil nur Land oder wie? Doch, doch, Stein. Und die Bank? Das haben wir jetzt ganz also der Markt? Ein Stein. Jawohl. Kann uns das Genick retten? Das Genick retten, das gibt's glaube ich auch nicht aus. So, du bist. Letzte Aktion. Und die können ja jetzt über das Schiff da drüber jumpen, das weiß ich. Ja. Aber das sind ja beschäftigt, sehe ich gerade. Ja, die sind ja auch schon durch. Ist doch alles so ein Nagelhaufen. Was kommt denn los vor? Der steht ja langs hier auf dem Holz.
Dann war ich. Am Samstag könnte man ja ein bisschen wandern, oder? Wie sieht es da aus? Jetzt wäre wohl. Überleg mal nochmal um. Freitag ist schon dieser Gewitterwolke bei mir drin, aber was das bedeutet, ist mir nicht ganz klar. Ich fahre morgen mit Susanne morgen früh mit dem Fahrrad nach Welsheim. Also Freitag ist Sonnenschein. Ja, aber wir haben ja Samstag jetzt gerade. Smoker Grillen. Ich hab's mir jetzt abgewöhnt. Irgendwann Welsheim. Was? Vom Strand. Dass ich nicht dran bin nach dem Bier. Achso, was so. 30 Liter fast Bier ist schon. Du hast einen Tempel gebaut. Mhm. Und der haut morgen früh. 30 Kilo Spare-Ribs in den Smoke. Das ist gut. Very gut. Hat jemand einen Stein? Tauscht es gegen Rind und Geld. Sieht von Katar. Wie viel Geld? 2. Wie viel Geld? 2. Mit wie viel Geld? 2 goldene Geld, meint er. Genau. Also nicht, dass ich ja, für die ganze Zeit dann so salzig mit Zeug essen bin. Ein Stein. Für ein goldenes und ein Rind. Wünsche. Dann nehme ich 2 Steine dafür. Ein Fünfer oder Rind. Für einen Stein. Hast du die ganzen Kirchen, oder? Ich habe 2 Kurven, damit die Tiere nicht umfallen. So schaffe ich nichts. Heller wird dann nur ein zweiter Stein. Gibt mir jemand nur einen zweiten Stein? Nein. Nein? Okay. Du könntest ja auch ein schönes Feld ausblocken, dann kriegst du einen Joker. Aber nicht das. Wer weiß, ob die Rückseite ist oder dahinter. Da willst du mir nichts beeinflussen. Ach, das ist alles blöd, echt. Das ist ja so eine gemein. Also gut, dann mache ich das ganz anders. Ich amte den Steuer einfach selber. Ja. Und ja. Das, und bist fertig. Und bist fertig. Das ist schön. Entschuldigung. Leg mich aufs Exportfeld, bitte. Ich will noch eine Ananas verkaufen. Was machst du mit den Ananas? Verkaufen. Zu Geld. So. Fertig. Sacre bleu. Das Merrips essen auf dem Smoke ist ja geil. Wie fährst du da rum nach Welsbach? Über Waltersbach oder was? Nee, das wäre einfach nicht blöd. Gummersbachtal, also das Tal in Nord. Fährst du einfach gerade da Linie hoch sozusagen? Okay. Nee, nicht über die Hauptstraße, wir sind glaube ich der 6. oder so. Fahren das Tal hinter dem Milchhof hinter. Dann geht ganz hinten, geht eine seichte Straße hoch zum Depot. Mhm. Und dann da durch die Wälder. Dann ist es einfach. Ohne das um die Hauptstraße. Schön. So, du noch eine Aktion, dann ist fertig. Für die Runde. Gerade wusste ich noch, was ich machen sollte. Ah, ich wollte noch was bauen. Und ich baue... Rotmeier, eine Brille. Eine Kirche. Jetzt aber. Ich krieg 4 zurück. Gibst du es noch weiter, bitte? Eine für den Fährmann, oder? Du hast doch 2 auf jedem Auge, eins. Ne? Ich bin mit dem einen zufrieden. Was? Don't pay the ferryman. Okay, fertig. Halt, ich glaube, das geht gar nicht da. Der hat doch schon was gemacht, gell? Mhm, ja. Dann geht das nicht. Dann baue ich die woanders. Ja, aber der kann theoretisch die bauen. Der kann die Stadt verlassen und baut dann das. So, jetzt hoch. Keiner machen. Also wenn das jetzt ein Vorschlag gewesen wäre von jemandem, der auf der anderen Seite True Story, sag ich dann. Das geht aber. True Story. Jetzt beschreib dir nur die Option, Joas. Damit du eine reflektierte Wahl treffen kannst. Was ist denn das für ein Gebäude? Ein
Gottes Willen. Das wäre schon besser gewesen hier, da könntest du viel mehr Leid aufstellen. Mensch. Mensch. Mensch, das Kind. Guck mal, der ist doch besetzt. Der ist auch drin. Was hast du für Angst eigentlich? Na gut, der, okay. Fairerweise würde man sagen. Also gut, kaufen. Plan zuerst. Ich glaube, ihr holt den Erzbischof. Also deine Kabellösung ist immer noch scheiße. Ja, ich sollte das mal endlich mal befestigen, gell? Ich sehe das immer auf deine Videos im Hintergrund. Scheiße, ich müsste da was dagegen machen. Schau mal sauber dahin noch. Ja, ich muss das mal richtig hinkleben, hinnageln, alles. Was soll so viel machen? Ich habe halt die Sockelleiste hinter der Bar, sind auch noch nicht an der Wand. Ich hätte heute einen Schrank bauen sollen. Ja, siehst du. Keine Krise. Oh, Bildung für die Einheimischen. What? Was? Minus zwei Arbeiter. Okay. Ja. Bildung minus zwei Arbeiter, das ist auch interessant. Ja, du nimmst dir von den Arbeitslosen weg und vermittelst sie in eine sinnvoll stiftende Beschäftigung. Künstler. Zum Beispiel. Philosophie, Professor. Wie war das? Ich muss keins kaufen, ich darf einfach zwei drehen, gell? So sieht's aus. Aber jetzt kommen wir erstmal ich. Das habe ich in zwei Runden lang geschafft. Okay, also. Es gibt gar nicht. Ziemlich zum Kotzen. Auf Wurbusten, ne? Nicht zurückspucken. Ich tue tatsächlich versuchen jetzt diesen. Der Hunger ist gut. Der ist so süß. Ja, deswegen ist er ja gut. Ich bringe den letzten Rest Kaffee rum am Freitag. Ja, weißt du, morgen früh, wenn du einen Kopf aufwachst, mal rum. Von dem kriegst du auch keinen Kopf. Ziemlich kacke. Der macht wach. Lass das liegen. Nee, das geht nicht. Also gut, ich nehme. Was steht das? Das ist das mit den Schiffen, gell? Das ist mit dem Export. Was? Du darfst so viel ansehen, wie du unbeschäftigt. Unbeschäftigte Schiffe, das kostet auch noch vier. Also, ich drehe zwei Sachen. Einmal der da. Immer eins raus. Wollte ich auch sagen. Ja. Den dann mal killen wir. Bitte weg und mach's halt so spannend. Und, oh, nochmal klickt. Okay, nächste. Grün. Rumhandel. Oh, die Rumhändler. Zahle zwei Ananas. Was? Guck mal hier. Und kriege 8 Geld. Steht es da? Leg meine Karte zurück. Zahle 2 Ananas. Wie die Lastivtasche auf dem Rumpf. Leg es zurück. Zahle 2 Ananas, 8 Geld und da gibt noch einer. Nee, ich krieg 8 Geld. Ja. Meine Karte. Wir müssen die 2 Ananas herkriegen. Ha? Das ist egal. Gott, du bist echt. So, noch eine Tilte. Ich habe gar keine Ananas mehr, muss ich nicht kaufen. Okay, müsste kaufen für 12 oder keine Ahnung. Oh, das ist Wahnsinn, ey. Das wird's. Ja, doch. Oh. Jetzt müssen wir erstmal die Ananas-Krise abwenden und ich weiß, wer das macht. Ja, aber erstmal der Export mal. Ich habe meine ganze Ananas verkauft. Leon, wie möchtest du die Krise beseitigen? Mit den 6 Ananas auf dem Export mal. Zum Beispiel. Was ist das Ananas echt jetzt? Ja. Ja. Also weg damit. Also bitte. Also ich wende es ab, wenn ihr mit 10 Gold geht. Ich komme aus dem. Ich mach's für 2 Gold. Also warte mal auf. Machst du weg. So, nächste Karte. Leg sie hin und dann sehe ich schon, da ist was Rotes. Schweine, Rinder auf dem Dingsbumsmarkt. So, Björn, auf dem Lokalmarkt. Local Market. Ja. 6. Alle Leute fallen um, aber das kriegt man da, glaube ich, so hin, oder? Ohne, das sind 35 Leute. Ja, nee, so einfach ist es nicht. Ich habe ja hier Kirchen, pass mal auf. Die fallen ja nicht. Ich habe auch eine Kirche, wo 2 Safe sind. So musst du schon machen, oder? Erzähl ja, komm, dreht sie alle um. Du auch nicht? Nein. Du kannst ja lassen. Also außer die auf den Kirchen, oder wie? Ja. Und die, und die in dem Land. Umso ist es gemischt. Also alle Kirchenviertel sind sicher. Okay, also. Das so. Das. Ja, jetzt liegen so viele Rinder da rum, das ist ja ungefährlich. Wie viele sind das denn? 5? Also 30? Pff, 30 kriegen wir so hoch, oder? Ja. Ja, bloß wie viel müssen wir wegmachen? Also machen wir 1. Finger weg, die macht das. Wieso du? Achso, ich dachte, ich mache einfach alle. Ja. Also, wir bringen alle hin. Die bringen nicht alle hin. Ach doch, klar. Stehen doch so viele noch. Achso, ja dann. Stehen doch schon 6. Ich frage bloß, wie viele Rinder wir verbrauchen müssen. Also, fang mal an mit deinen, komm. 1, 2, 3, 4, 5. Und einen noch. Genau, 6. Rinder. Rinder. Oh, Rinder. Zack. Netter Versuch. Dann mach ich mal weiter.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Nächstes Deck. Mach doch gleich weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt noch eins. Noch eins oder Rest? Ja, dann bleibt noch ein drin liegen. Ja, ist doch okay, oder? Ja. Ja. Also liegt ein Schiff. Wo liegt ein Schiff? Oh. Und wie hat das umgelegt? Schlagseite. Also bin noch ein weg. Passt schon. Okay, das ist ein Ring. Du hast gekauft, das sind nur wir blau. Die Krise steht nicht immer noch mal kaufen. Was ja. Kann was war das mit dem Diplomat? Also, wow. Während du kannst den Diplomaten nur während der Lösung einer Krise verpflichten. Ah ja. Also nicht während der Aktionsgeschichte da, sondern nur wenn der tatsächlich gefordert wird. Deswegen dieses Blitzsymbol da. Es kommt ein bisschen spät. Ja. Na komm, dann. Ich kaufe einen Decker. Und machen wir spannend. Soll ich da einen rausnehmen? Das verpacken wir doch alles, das ist kein Problem. Ach komm, wir machen die Bildung ein bisschen teurer. So, nächste Karte bitte. Eine Exportmarktkrise, aber die sieht so aus, dass die Rebellion geht pro Kirche, die da ist. Eins zurück. Eins, zwei, zwei, vier, fünf. Oder? Ja, die finden den Weg zu Gott und rebellieren da drum. Ist doch ja, da. Fünf. Ja, das ist ein Ereignis. Zwei, genau, drei, vier, fünf. Ein Happening. So, dann darfst du jetzt noch shoppen. Oh, nice. Dir schon klar, dass du nicht Stadtspieler bist. Kann in der Phase interessant werden. Mhm. Der ja. Kannst du nur drei Plättchen angucken, bevor du dir eine aussuchst und sagst. Das ist praktisch. Den nehme ich. Ich krieg die zweite für zwei, bitte. Den, was? Aha, da ist so viel Text drauf. Ja. Und welche Tilt ist? Mikro im Bild. Klappert. Den in der Mitte, der wird gedreht. Echt. Einwandfrei. So. Metzger. Deaktivierung. Aber nicht mal ein Ritt drauf. Zack, zack, zack. Ja, komm, nehm ihn runter. Chips haben wir zurück. So, Stadtspielerbestimmung. Dann legen die Krise ab. Ist doch keine Krise. Die kommt jetzt danach. Die kommt jetzt gleich beim Gleichgewicht. Und wir können ja schon mal liegen lassen. Aber du kannst schon mal gucken, was da geht. Puls. Super. Und 4 pro Holz. Du müsst liegen, oder? Oder nicht? Noch liegen sie nicht. Jetzt wurde erstmal ein Startspieler bestimmt. Der kann sich ja Überblick schaffen. Was darf ich denn nachher als Startspieler machen? Oh, 4 Holz, den mache ich natürlich ich. Kann ich sie alle erpressen und so? Okay, aber die liegen jetzt, die Männchen, die wir runtergenommen haben. Die müssen liegen jetzt. Und wann liegen die sich? Jetzt gleich danach. Danach. Du bestimmst jetzt den Startspieler und dann legen sie sich. Ganz schön liegen lassen. Nein, danach wird noch bestimmt, wie die Leuchten sich verändern und dann legen sie. Man kann sie auch jetzt schon hinlegen. Ja, lass sie liegen. So, es geht jetzt darum, hier legalmäßig. Wie spät ist es noch gar nicht, Andreas? Wieso? Wie spät ist es? Ich habe Homeoffice gehabt. 10 vor 11? Ich? Ich habe Urlaub. Und warte kurz, ich bin heute Morgen um. Ich glaube, um 10 aufgestanden.
Oh je, wie. Ich will ein Bier trinken. Zu wenig Sauerstoff. Und los. Nein, ich hab noch nicht. Nee. Dann hol dir eins. Kann nicht aufstehen. Du musst warten. Hm. Aber Sauerstoff ist auch ein Punkt, hat er recht. Verschieben nicht. Ich hab schon aufgemacht. Wenn du aufstehst. Mhm. Was ist das Problem? Wissenschaft. Der plant das Ende vom Spiel. Er macht das jetzt klar aus. Pass auf. Und er prüft, ob er gewonnen hat. Willst du nicht Freitag auch kommen? Ist er doch schon voll? Nein. Das Spiel geht für wie viel? Sechs? Je mehr das Spieler, desto weniger was sein. Es gibt Spiele, die kann man zum. Ich guck mal, was soll's denn tun? Ich frag mal die Regierung. Sag die Sabrina, sie würde sich so freuen, wenn du kommst. Also, wir zweimal die Woche raus haben. Aber wenn wir am Samstag wandern wollen, dann musst du wieder fit sein. Dann kannst du halt da bis morgens um 4 Uhr. Egal, sind. Ich muss am Freitag Schrank bauen, weil meine Frau ist ja nicht da. Also habe ich vorgestellt. Weil die Kinder sind ja dann auch nicht da. Die hört zwar mit jetzt gerade, wie sie das Video anguckt. Das macht nichts. Pass auf, was sagst du? Die weiß das. So. Jetzt, was ist denn los? So. Deine Faust? Jetzt überlegt der Brille nochmal. Ja. Und los. Und jetzt? Gut, das ist blöd. Bleibt das alles so, wie es ist? Ja, das ist schlimmer, weg. Nein, das kommt jetzt zum Stechen. Das Geld ist weg und jetzt geht's nochmal. Wir sind raus. Ihr seid ja doof. Aber das war irgendwie so kalkulierbar, ne? Weil es geht aufs Ende zu, da will keiner 10 mehr reinpacken oder so. Das gibt's ja nicht. Jetzt. Jetzt geht's nur in die Vorhänge. All in. Ja. Pass auf, dann sau. Das passt schon. Hängt das so fest. Vier Schrauben sind. Das Fett, das die Scheibe dreckig macht. Und? Wie viel hast du gerade reingedeckt? Zwei. Björn, ich gebe dir Geld. Ja. Wenn du mich als. Ich gebe dir drei Silber. Ja. Wenn du mich ganz nach vorne. Ganz nach vorne? Ja. Ich hab dir vorher auch ganz nach vorne. Ja, aber das war dein Fehler. Du kannst mir gerne drei geben für den zweiten. Und ich werde mir sagen, was ich nicht machen soll. Und ich werde erwägen, dass ich das nicht mache. Ich hab keine Ahnung, was du machst. Also, dann mach ich. Wenn man den zweiten hat, der irgendwie Lust, irgendwo hinzukommen, folge mir. Du bist der zweite. Ich bin der zweite. Okay. Sonst jemand auf dem zweiten? Nein? Was ist denn? Du willst es überbieten. Dann hast du einen dritten. Hast du einen dritten? Alles schick. Sicher, Max, komm ich auf den fünften. Ich habe jetzt 8 Geld ausgegeben. Sind wir auf den fünften? Ich hätte immer so ein Video. Klar. Ich muss den Mutter trinken. Was war denn jetzt mit dem Bier? Ich würde ja gerne aufstehen, aber ich kann. Was für eins möchtest du und wo finde ich es? Ach so, oh, das ist schwierig. Ich wünsche noch mal einen Weizen. Das sind so Kraftbiere drin, ja? Die irgendwie einen ganz komischen Namen haben. Da bringst du mir jetzt irgendeins. Okay. Je krasser der Name, desto besser. Das ist Andreas, ne? In der Tür ist, glaube ich, eins und oben liegt eins. Ach, du machst den Platz für mich frei. Überleg gerade, bist du nicht? Damit ich auf Tür 5 gehalten werde. Ist egal, wenn du kommst. Ist auch egal, wenn du kommst. Schon Sabrina ist dir egal, wenn du kommst. Du musst da rumliegen. Liegt da? Du musst lieber früher dran kommen. Zweite Schublade. Von oben. Täglich, wenn möglich. Was mit jugendfreiem Video? Bam, 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 bam. Dir ist auch egal, wann du dran kommst, oder wie? Mach was immer du möchtest. Cumberland, Home of Jennings Number One Gold Beer. Du überlegst, ich gehe es mit kleinen Mädchen und denk immer dran, ich schenke dauernd dein Rum nach. Das hat ja nur 4%. Ja.
Ja. Nicht auch grün. Hast du im Kühlschrank irgendeinen Cider gesehen? Ja, gibt's. Wenn ich wiederkomme. Stillen Sie Ihre Abenteuerlust mit einem Schluck noch mal. Des herrlich erfrischenden Weißgekönnten. Das untere müssen wir das auch machen? Ich habe mir vorgenommen, das nicht mehr zu tun, sondern eigentlich nicht. Warum komme ich jetzt schon wieder als Letzter? Magst du nicht als Letzter? Dann gehen wir einfach an. Ja, aber die haben dir auch nichts gezeigt und die sitzen vorne hin. Das aber sie haben ja nicht bestellt, denen ist das egal. Du bist jetzt wieder echt auf der Metaebene. Nein, wenn es dir nicht egal ist, gib mir einen Florent. Ansonsten, den machst du egal. Ich hab kein Geld. Nein, hübsch auf die drei. Das mach ich gern. Ihr habt alle massig gern. Kannst du auch Rohstoffe geben? Ich hab keine Rohstoffe mehr. Ein Joker. So. Ich hab keine Joker mehr. Dann geht's los. Alter, nee, Quatsch, Mann. Bevölkerungseffekte. Müssen wir gucken, wie sieht's aus? Hat sich überhaupt nichts verändert. Wir haben zu viele Fische, das heißt, es gibt einen Arbeiter. Einen Arbeiter, zwei Arbeiter, drei Arbeiter. Nochmal rein. Ja, nochmal ein. Insgesamt drei. Hier unten nochmal zwei. Nee, also die Zeile zählt. Ne, pro. Ja, yeah, da kommt nochmal einer dazu. Genau. Ja, das war's. So, dann haben wir hier nochmal einen Arbeiter. So, das drei. Resultiert in drei Rebellen. 1, 2, 3. Und dann müssen wir das ja noch machen, weil nee, das ist 4, das ist 3. Dann haben wir das vergessen, vorher zu machen. Hat das einen Einfluss? Nee, beim Fall. Also kommt dann nochmal einer dazu, oder? Genau. Ja, und da oben. Zack. Ungefährlich. So, dann kommt jetzt das Riesenscheißding da. Und zwar Holz. Alle umfallen mal wieder. Bis auf die Kirche. Ja. Meine liegen schon. Zack, 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 zack. Bei der Kirche. Tempel. Machen wir den um. Das ist auch eine kaune Kirche. Gut. Also, Holz ist Strumpf und du darfst zuerst entscheiden, was mit diesen 4 Holzwürfeln passiert. 4 mal 4. Kannst du 16. 1, 2, 3, 4. Auf einmal weg. Es gibt Birne und es gibt Apfel, meines Wissens. Apfel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist geil. Natürlich. Das ist der Hammer. Und Cider aus jeder Frucht mal reicht man. Wie reicht die? Kannst noch 12. Ich hoffe, das stimmt aber, was ich gesagt habe. Nimm einfach das, was du zuerst findest. Sorry. Ja, ja, ich nehme das. Das kostet 2,49 €. Also genieß es. Ja. Da gibt es sogar ein passendes Glas dazu hinter der Bar, extra für diese Marke. Ja. Möchtest du ein Glas oder trinkst du aus der Flasche? Flasche. Du kannst doch, nein, das ist ein Magnus oder so. Magnus? Der Hammer. Cool. Irland lässt grüßen. Ja. Jetzt trinkt er einen Cider aus der Flasche, ich glaub's ja gar nicht. Warum, ne? Da kann sich doch das die Kohlensäure gar nicht. Ah, nicht viel. Ist die Flasche offen oder? 19 liegen noch, 12 kann ich aufstellen. 19 liegen noch, 12 kann ich aufstellen. Ist gut. Balmers. 19 liegen noch, 12 kannst du aufstellen. Balmers. Balmers ist... Der schottische Cider. Ja, deswegen. Ich kann deine aufstellen. Ja, aber ich habe nichts, was ich dir bieten kann. Aus meiner ewigen Freundschaft. Ja. Und noch mehr rum. Ich gebe dir einen Rind, wenn du bei mir was aufstellst. Und du? Das kann ich haben. Ja, du hast solch einen Rind. Ein Fisch? Ja. Fisch? Ein Fisch finde ich gut. Ja? Ja, ich nehme einen Fisch. Für 3? Ja. Okay. Wieso kein Ananas? Ja, weil halt irgendwann Ananas auch gekauft ist. 1, 2, 3. Vom Export-Markt, oder? Vom Lokal. Nochmal 4. So. Also, jetzt haben wir noch 8 Nibbles. Du wolltest mir was geben? Steht immer noch. Ein Rind. Nehme ich von jedem einen Rind, dann stelle ich euch noch ein Männchen auf. Alle. Nimmst du die Rinder dann nachher auch, um die Exportkrise abzuwenden? Weil du bist ja dann natürlich in Verantwortung. Der Rinderkönig. Genau. Aber du kannst natürlich auch die Rinder nehmen, die da auf dem Markt liegen, glaube ich. Ja, okay. Also. Machen wir doch so. Boom.
4-4. Das ist doch fair. Lass ich dir aussuchen, welche. Dann ist das Holz runter. Du hast ja ganz viel Holz, gell? Ich hab kein Holz. Wie, du hast kein Holz? Ja. Weil du vorhin so viel Holz abgeerntet hast. Natürlich hast du Holz, das sehen wir. Achso, ich kann jetzt noch weiterhelfen. Ich kann schon noch weiterhelfen. Ich passe hier ganz deutlich. Ich kann nichts. Wer hilft Andreas? Ich kann auch nichts. Dann bist du jetzt selber dran. Ich hab kein Holz. Wenn die Typen liegen, können die nichts tun. Ich weiß. Ja. Aber du hast Holz, ich weiß das so. Du hast vorhin den ganzen Urwald leer gerodet. Natürlich hast du Holz, deswegen habe ich mit dir nicht geredet. Du musst Holz haben. Irgendwo muss das Holz sein. Ja, bei irgendeinem schon. Deswegen habe ich so einen Schirm. Deswegen hat ich ihn das gar nicht gefragt. Irgendeiner bunkert. Er hier. Ja, zumindest die Stadt muss schon aufschlagen. Nee, es bringt ja nichts. Wir kriegen ja nicht raus aus der Stadt. Darf ja nicht. Wie? Aber er ist auch rebellierend, darf er da gar nicht drauf liegen. Nee, auf einer Stadt, doch. Es gibt keine Möglichkeit, eine Stadt von jemand anderem wegzunehmen, außer durch so eine Karte. Was du meinst, ist ein anderes Gebäude. Wenn ich die Stadt beherrschen würde, könnte ich sagen, verpiss dich aus diesem Haus. Aber wenn er seinen Bewohner nicht aufstellt, dann kommt er doch raus. War das so? Weiß ich nicht. Du hast 7-mal gespielt. Ich glaube, da ging es um die anderen Gebäude, nicht um die Stadt. Weißt du, warum versuche ich dann immer verzweifelt, meine Männchen in der Stadt aufzustellen? Ja. Lass mich schauen. Mein dem Sitz. Hier. Da liegt's. Was? Spieler A und B? Wer ist jetzt wer? Was ist denn das? Achso, halt. Jetzt darf ich meinen auch stellen. Weiter geht's. Das war eine Scheiße, da. Jetzt darf ich meinen auch stellen. Mascha 4. Muss ich eigentlich aufstellen oder kann ich meine, wenn ich nicht bezahle, verfallen lassen? Nein, du musst aufstellen. Danke. Wenn du jetzt in seinem Gebiet eine Stadt baust. Und dann müssen wir noch die Export noch hinmachen, oder? Genau. Überlaufen, weg damit. Aus dem Hafen schmeißen. Nein, wer die Stadt besitzt, kann auch Leute aus dem Hafen rausschmeißen. Ja. Was? Natürlich, ist ein Gebäude. Ausschmeißen? Natürlich. Nee, wenn du in der Stadt, eine Stadt hast. Ja. Wenn du die Stadt kontrollierst, kannst du andere Leute aus dem Gebäude schmeißen, was? Wenn die Rebellen sind. Ah, wenn sie Rebellen sind. Ja, nur dann. Wenn sie umgelegt sind. Ja, genau. Ja, also. Ja, dann kann ich aber einen Hafen liefern machen. Es fliegt keiner aus der Stadt, aber es ist gut, dass da ein Schiff drin steht, ne? Ja, fand ich auch. Ah. Weil der fällt auch nie um, also den kannst du immer benutzen. Das ist cool. Also für Archipelago habe ich eh wenig Schiffe, finde ich. Es fliegt niemand aus einer Stadt raus, wenn er ein Rebell ist. Du brauchst eine Karte, um jemanden aus einer Stadt rauszudrängen. Echt? Ja. Interessant. Gut zu wissen. So, wie geht's weiter? Hammer sitzt, okay, dann kommt jetzt tatsächlich die Ananas, die Ritter sind weg, okay. Dann kommt Aktionen. Und nicht vergessen, das Spiel endet sofort, wenn eine Bedingung erfüllt wird. Ja, wir standen. Ja, wir standen. Oh, jetzt habe ich das nicht mitgekriegt. Wie hat er die Leute jetzt aufgestellt? Hast du Holz? Ja, natürlich hat er Holz gehabt. Das ist nicht aufgepasst. Ich habe doch gerade diese scheiß Regel lesen müssen. Dass er massig Holz hinter sein. Deswegen habe ich mit ihm ja gar nicht verhandelt, weil ich wusste, ich habe es nur nicht gesagt, damit ihr mir Geld gebt oder Zeug. Ich soll auf alles achten hier. Eieieiei. Gibt es eine Karte, wo man Siegpunkte gibt für Holz? Ja. Warte, die hat er letztes Jahr nochmal gehabt. Ja. Nee, die lag aus. Deswegen habe ich alles, die lag aus. Achso, und dann jeder Ziel wusste, warum ich das Holz hatte. Stimmt, ja. Und ihr wusste, warum ich Drucker. Hat aber trotzdem nichts geholfen. So. Okay. Ananas. Die Ananas. Ich mache die Ananas. Ich kann die drei Ananas.
Und dann kannst du zwei gleich rüber in den Exportmarkt legen. Die 12. 12 Fluid. Und dann zahle ich mir selber noch eins. Also ich zahle natürlich nicht mir selber noch eins, aber ich hätte gerne noch ein Holz. Von wo kommt das denn? Vom Markt? Oder? Von der Bank. Das ist doch alles zu putzen. Zugestanden. Das stand so nah bei mir. What? Ich habe nur Angst, dass es weg. Okay, ich habe Angst. Wieso hast du Angst? Dass du es umschmeißt. Nicht nebenan. Ich habe keine Angst. Okay. Ich entdecke und nutze die. Ich habe eine Karte. Ah, ja, aber Ralf habe ich nicht umgekippt. Bitte was? Mal wechseln. Ralf habe ich glaube noch nichts umgekippt. Also. Ja. So, ich kriege jetzt drei Blättchen daraus, wenn ich es richtig nehme, oder? Stimmt das auch? Ja. Einen davon kriege ich. Ja, und jetzt darf ich mir aus den drei hier das geilste aussuchen, oder was? Oh, wow, da stand jetzt der geliebte Vulkan drin. Drei Archipelfelder. Ja, und wie viel Geld zahlst du mir, wenn ich den Vulkan hier hinbaue? Kann sich alles davon aussuchen. Einfach so, weil ich es mache. Sag bloß, dass da jetzt nichts geschehen ist. Oh Gott, ich befürchte, dass das voll entgegen. Oh nein. Das geht nicht, das geht auch nicht, das ist scheiße, das könnte man auch nicht. Oh nee. Und jetzt, ja? Komm schon eh noch nicht dran. Das geht auch nicht. Ich glaube, ich habe ein Problem. Und du hast doch 13 dürfen. Ja. Und du kannst kein Problem haben. Doch. Dann muss er jetzt husten. Aber dreimal. Du Scheiße, ja. Das muss an zwei Seiten anlegen, ja? Oh Gott. Ich glaube, ich habe echt ein Problem. Das ist ja mal so. Das ist ja mal so. Du musst mit deinem Schiff los. Du darfst dir drei Dinge aussuchen und dir bringt das mal absolut nichts. Moment, das schneidet vorbei. Nee. Nein, ah, Mann, das sieht so gut aus gerade. Es geht nicht. Es geht nicht. Nimm doch den Vulkan. Nein, der geht auch nicht. Doch, der geht. Nein, der geht auch nicht. Der geht auch nicht. Da geht gar nicht. Ja. Das geht doch auch nicht. Nee, doch, das geht nicht. Das ist Schnee, haben wir gesagt. Ein Gebirge. Ein Goldnebel. Oh Gott, nein, das war jetzt voll kacke. Also wenn der mal wieder ist, dann weiß ich auch nicht. Und zurück. Dann hat Geld dafür gezahlt. Ja. Hat Geld dafür gezahlt, ja. Nächste bitte. Das ist echt ein schweres Stück eigentlich. Ja. Ich würde gerne angeln gehen, bitte. Ich hab das Schiff vorher. Das ist jetzt so gut, warum das Spiel nicht gehört. Ja, das ist der gut. Es war der Moment, wo es sich entschieden hat. Ich nutze meinen Hafen. Gut, schmeckt's. Gut. Fisch. Der Beerenfeuer ist jetzt, glaube ich, auch. Alles klar. Das rote Früchte alles. Schmeckt aber komisch. Das war so scheiße. Also, was habt ihr denn? Nicht so weit genug. Ich baue. Was ist mit dem Tempel? Was baust du? Also, ich baue einfach. Mit einem Ananas und Dingsen einen Ort. Wo hast du mal eins? Oh, da ist Ananas wieder dran. Schon hat gesucht, ja. Ananas! Echt. Juhu! Wie schön! Und den Markt kann ich dann gleich. Wenn ich zwei Märkte habe, kann ich ja zwei nutzen. Ne? Mhm. Ja, schön, aber das sind zwei Aktivierungen. Ne? Also. Du kannst mir jetzt erstmal nur einmal nutzen, in der nächsten Runde darfst du den anderen mal nutzen. Ja klar, aber ich kann ja jetzt im Endeffekt ein Geld auf den Markt und kann dann nicht mehr hier. Achso, nee, kann ich nicht. Du musst ja vorher eine Krise abwenden. Blöd! Das ist alles für den Arsch hier. Man weiß es nicht so genau. Ist doch ein Arsch. Mhm. Achso. Doch, ist es. Also, Mensch. Naja. Hm. Das muss doch, Mr. Hund, dass du mit das weg. Warum macht er das? Ja, was? Und ein Markt gebaut. Sag ich nicht. Du hast jetzt gerade einen Markt.
Ja. Das ist ein erratisches Spiel, was der macht. Wer hat Markt gebaut? Ja. Nee, das ist eine Stadt. Nee, wo was? Sehr schön. Frag ihm nichts. Was hast du da gemacht? Wie ist das mit deiner Migrationskarte? Ja, das migriert. Deine Migrationskarte, da muss ich dir 1, 2 muss ich zahlen, ne? Was kostet die? 2 musst du mir zahlen. Ich baue einmal gratis. Ja, ganz gratis nicht, aber. Sabolot, bin ich blöd. Das war so dumm alles. Ach, bloß leer. Was füllen wir dann rein? Nichts mehr. Tropenfrucht. Oh ja! Hey, ich guck. Dänisch gesetzt. Die Einzige, also, was nicht geht, sind die zwei Palmen, glaube ich. Grüne? Hä? Haben die sich geändert? Ja, die grünen Palmen, die gehen gar nicht, finde ich. Oh. Weil die komisch schmecken. Ja, die sind lecker. Ja. Boy, hast du. Jetzt nehmen wir das hier als Ressourcen. Das sind jetzt die Ananas in Zukunft. Ja? Die Ananasse. Das sind die Palmen. Ralf bekommt. Jawohl, ich benutze erstmal Sabrina ihre Karte wieder. Welche? Die mit dem. Die Tempelkarte. Die Gotteshofkarte. Das ist dieser weiße Stein, das ist die Münzengeschichte. Du kriegst 2 Münzen, bitteschön. Das ist der Stein. Und ich bekomme so ein Gotteshaus. Können wir noch eins finden? Ah, bestimmt, naja. Die Schachtel sind, glaube ich, notfalls auch noch welche. Und das bauen wir jetzt noch hier hin. Oh, der geht da rein. Ich kann die Karte auch zuerst spielen, bevor ich eine Aktion mache, gell? Ja. Jetzt nicht mehr, das ist weg. Die will ich gar nicht. Und jetzt baue ich noch. Achso, ich kann das gar nicht zweimal machen. Die ist schon weg, werden das mal. Hm. Ist das nicht das allerliebste? Also dann sorry, ich ganz normal, klassisch Stein ab. Nächste! Ja. Ich nutze die Karte. Und ich gehe bitte Ananas an. Und nimmst du recht. Hm. Entschuldigung, ich bin schon redisch auf die Spells. Also ich hab 6 hin. So Fassbier gibt's auch. Gibt's doch noch. Was hat Susanne für ein Fahrrad? Ich will jetzt ausgehen. Ja. Und Sabrina passt auf dich hin auf. Und Nicole auch. Einmal Kuhabbau bitte. Kuhschlachtung bitte. Das macht mir schon Sorgen, wie viele Kühe die da behaut hat. Ja, wieso? Weiß auch nicht. Ich mach jetzt deine Meinung. Ach, das war der Falsche. Das bringt alles nichts. Hier, jetzt darfst du drauflegen. Und dann kommen die zwei. Das war eine Marktaktion, oder was? Ja, Markt.
Das bringt gerade mehr als Ding, dann kriegen wir schon 11. Bist mal dabei bei einer Runde Dion der Wüstenplanet. Ja. Vorsicht, der setzt Atombomben ein. Das ist nicht schwer. Ist das Spiel besser mit dem Film? Es ist nicht schwer, besser als dieser Film zu sein. Ach so, Roman. Oh, das ist echt anstrengend. Sting nackt. Ach so, der ist schon gejuckt. Der kommt. Na, Miguel, komm ich. Im Dezember kommt eine Neuverfilmung ins Kino. Frage ich, ob das besser macht. Mit? Jetzt kommt erstmal Top Gun 2. Wieso du so unbekannt bist? Ach so. Aber vom Denis Villeneuve, verstehst du? Oh. Ich glaube sogar zwei geteilt, es sind zwei Filme. Ja, heute kriegt man das Storys nicht mehr in einen. Ja, aber hey, bevor nochmal so ein Debakel rauskommt, wie jemand. Das ist so schlecht, das ist egal. Ah, der ist ganz schlimm. Man kann ihn mal angucken, die Technik war halt scheiße. Ja, das ist schon klar. Weil wenn man. Also, ich würde dir dafür 6 geben, weißt du? Ich sehe es von hier aus nicht. Hast du Exportmarkt gemacht, oder? Ja. 6, das sind 6. So, wer guckt? Du. Nee. Ich nehme die zusammengewachsenen Grünen. Guck mal. Ach so. Das ist eine Orange. Wo gibt es Steuern? Steuern ist das. Schade, ja. Was kriegt man da? Alles, was rechts da auf dem Tableau steht, plus einen wütenden Eingeborenen. Also ich habe eine Kirche und zwei Städte, dafür wir die 6 kriegen, oder? Mhm. Genau. Ein Schiff. Miefe. Und wie viel Miebel hat man insgesamt? Weil dann muss ich 1 abziehen. So, das zählen Sie doch einfach. 8. 9 unterstehen, 10. Plus 2 Schiffe. Ein Schiff. Einfach ein Schiff sind 10. Also kriegst du 10 Florin für die Meeples. Das ist ja auch mal eine schöne Idee, Steuern zu erheben. Ja, weil jetzt. Wenn man schnell 6 kriegt und so. Wir müssen ja 2 anderen verkaufen, wenn du mal Clash dafür. Wenn man die anderen was hat. Ich finde es erstaunlich, dass du für den Markt keine Steuern kriegst. Habt ihr den hochgezogen, meinst? Nee. Na doch, das habe ich gemacht. Was ist das? Okay. Welchen Markt? Steuern. Björn, das bringt mir eine Bredouille. Du baust dir einen Markt und das ist eigentlich das, was ein guter Zug ist. Ja, das stimmt eigentlich. Vielleicht denkst du dir, weil du genug Einnahmen oder du noch eh schon kriegst. Okay, komm ich. Oder machst du nur so eine dumme Aktion dazu? Oder was? Was kann man denn noch machen? Hier lese mal die Werte. Eine Karte benutzen. Gibt es von dem heimischen Markt? Bischof oder das? 3. Ja, den kannst du benutzen. Nach Stein 5. Für Sabrina, ja. 4. Das Tante Ananas 2. Hey, wenn du sie benutzen hättest wollen, so lange. 5. Wie wär's denn einfach die Klappe hältst? Ah, echt wahr? Q 5. Ich hab vorher drei dummes. Nee, das war Seis. Okay. Also gut, pass mal auf. Ich kann nichts mehr machen. Dann machen wir das da mal. Pass mal auf. Das ist cool. Darf ich mal die oberste blöde Dingzehe? Aber Vorsicht! Du hast vorher schon mit 3 nicht hingekriegt. Was ist das für eine Scheiße? Hast noch die Chance auf die Rückseite. Und weg damit. Ich mache folgendes, ich nehme die. Aber vorher benutze ich im Andreas seine Migrationsaktion hier. Zack, die ist getildet. Und benutze Migrationsaktion ohne einen Chip zu setzen. Ah, das ist klar. Dann entdecke ich mit einem Chip tatsächlich dieses Land. Du kannst tatsächlich da oben rein. Jawohl, mit dem Schiff komme ich da an. Gut. Moment. Und entdecke da jetzt auch einen Chip, einen Fisch. Du entdeckst da einen Fisch? Jawohl, und dann geht wieder ein Fisch an die. Fisch und Chips. So, ich kann aber noch mehr migrieren. Ja? Was kann ich noch migrieren hier? Ich migriere ein bisschen durch die Gegend, dachte ich. Mach mal. Weil jetzt die Schiffsbrücke da ist. Wie eine Mühle. Und wir sind so müde. Oh, der ist ja beschäftigt, leck mich im Arsch. Weil ich weniger schlafe. Ja, aber schlaf mehr. Das geht nicht. Warum denn? Sagt doch mein Körper nicht mehr. Nee, ich migriere sonst nichts mehr. Ich will Mittagsschlaf einbauen. So, dann machen wir noch. Nee, will ich aber eine. Dann machen wir noch eine hübsche kleine. Mann, ich gehe nach der Tage schon ins Bett, bin nach 5 Stunden wach. 5 Stunden.
Maximal 6. Fertig. Gestern Abend war ich um 8:30 im Bett. Ich möchte auch steuern. Hab mir die Schlaftabletten eingekippt. Das fand ich geil. Und hab bin aber erst so gegen 11 eingepennt, trotz Schlaftabletten. Und ich mach die Aktion. Und warum 7 dann noch? Schlaftabletten. Du legst das auf den Geldflasche, eine halbe Flasche Rotwein. Nee, wissen. Nur eine halbe. Machst du einen Mann kommen? Björn macht das auch die ganze Zeit, weißt du? Ja. Oder dranbleiben. Geld scheffeln. Nein, ich hab's ja immer wieder ausgegeben. Ja, ich auch. Diesen, das hier so. Steigert halt mir für mein schön. Ganzes Vermögen. Ich meine, was sind die Eingeborenen erwartet? Ja, irgendwann erheben wir natürlich Steuern. Ist doch klar, was regelt die sich da auf? Verstehst du? Poppen willst du? Poppen? Ja. Ich habe da eine extra Übersicht drin. Also einmal kannst du benutzen, wenn nicht. Und dann worum geht's? Was? Was worum geht's? Nein, ich möchte mit dem noch Kinder machen. Genau, also. Kann von beschäftigten Einheiten ausgeführt werden. Reproduktion, ja. Also, beschäftigte Einheiten. Er geht abends mal schnell halt. Ausführen. 3 Minuten später. Zack, zack. Passt. Wir gehen in der Pause. Ding an den Handstand. Ja, warte kurz. Spiel rot. Hast du einen weiter bewegt? Andreas? Achso, den da, oder? Den weißen. Hast du nur einen reproduziert? Ich hab nur einen reproduziert. Mehr haben wir nicht. Mehr kann ich nicht. Nein. Du könntest aber den noch auch noch machen. 3 Kühe bitte. 3 Kühe. Reaktion ohne Kosch von Andi. Hast du noch Mindle? Ja, klar. Ja, das stimmt eigentlich. Ja, dann mach ich auch noch gleich. Komm. Ja, logisch, nochmal. Also, hab ich doch zweimal gehen. Zwei Kühe gehen auf den lokalen Markt und ich krieg 10 Geld. Der lokale Markt. Finde ich mal eine Frage. 10 Florin. Komm ich jetzt schon. So, gib mir jetzt 2 Fragen. Ich bin durch. Wie oft kann ich Steuern nehmen? Das ist ein Multikolor-Feld, das heißt so viel. Also, ihr könnt jetzt nochmal Steuern nehmen. Ja, so ist es. Ja, klar. Wie viel Geld ist das? Warte mal. So viel gibt's nicht mehr. Wo ist denn das ganze Geld? Weg. Mach ruhig. 2, 4, 6, 18 noch da. 18 noch da. Besser als nichts. Ja, besser als nichts, komm. Oder vielleicht kann ich dir da anders noch. Ja, mehr Geld gibt's nicht. Ja, doch, ich könnte ja verkaufen. Also, vielleicht gibt's ja irgendwo ein 8 dafür. Ja, mach halt das. Aber gibt's dann nirgends 8 für nichts. Ich krieg mir nichts 8. Du musst halt mehr wie eins verkaufen. Mehr wie ein Stück. Was kann ich nicht mit der normalen 2 Holz. Ja, komm, dann gib mir die 8 Steuern und mach die unglücklich. So eine Scheiße. Hat und hat jemand von wegen alles Geld ist weg? Ende Trigger? Die Bank ist gesprengt. Weiß ich nicht. Gibt es. Das Deckerblättchen weg. Vielleicht nicht beim älteren Spiel. Hat es jemand? Was sagt keiner? Aber gibt's, oder? Die Bank hat kein Geld mehr, das wäre der Separatist. Mhm. Oh, hat jemand. Der Separatist? Das wäre dann jetzt sofort zu Ende, oder? Ja. Und wer jetzt sofort zu Ende. Ach, dann haben wir gar keinen Separatisten. Nein, habe ich gedacht, ich bin der Separatist. Nur weil der gedacht hat, dass er mein Karte hat, der kann nicht mal lesen, was da drüben steht. Glaubst du, dass ich, wenn ich da so steht, die Karte halte, was da drunter ist, oder was? Der kann nicht sehen, was da drin steht. Hast du deswegen die Tempel gebaut, oder was? Ja, ich meine, eventuell. Also ich bin nicht der Separatist. Trotzdem die Gefahr ist einfach. Ich bin nicht der Separatist. Bist du fertig? Aber ihr könnt den Erzbischof gerne nutzen, falls ihr Angst vor dem Separatisten habt. Oder es ist kein fucking Geld mehr in der Bank jetzt, was soll das? Ja, du musst halt was kaufen. Kaufen. Du gibst das Geld da bitte wieder aus, dass es in der Umkreis ist. Natürlich. Ich glaube es nur, wo du das Geld geht. Tale, wo ist man? Kapitalistenlied. Von der einen Ist das nicht auch so ein Lokalgeld-Ding, dass quasi je länger du dein Geld behältst, desto weniger wert ist das irgendwie so? So ein Datum drauf auf dem Geldschein und muss es nach 2 Monaten ausgegeben haben, sonst ist es nur noch irgendwie ein Dreiviertel wert. Nennt sich das, Inflation? Ich habe nicht gleich hier irgendwie. Nee, Inflation ist Deflation. Die Geldmenge bleibt das gleich. Deflation. Du, Michael. Dann wird dein Geld weniger wert. Aber da ändert sich ja die Warenmenge. Michael. Nicht zwanglaubig. Nee, die Warenmenge bleibt gleich, die Geldmenge bleibt gleich. Was? Nur die Geldmenge bleibt gleich. Wir haben Finanzdiskussion. Ja, aber er möchte jetzt Geld leihen. Es geht um Kredite. Geld leihen? Ja. Wer leiht mir einen Florin? Für was? Was kriege ich dafür? Was kriege ich dafür? Du kriegst dann in der nächsten Runde, wenn du so flüssig bist, das Doppelte zurück. Moment mal.
Damit hat es angefangen, der Schuldschein des Kaufmanns. Ne? Also, der Andreas, der macht das richtig. Der erlaubt mir jetzt, dass ich einen Hafen baue. Der will bloß alles Geld. Ein Hafen, bitte? Bitte? Da ist ja schon einmal verfluchte Scheiße. Kannst du ja gar keinen bauen. Ah, der bauen hat hier, okay. Das geht aber auch nicht, der ist doch schon beschäftigt. Könnte dein Schiff rein. Aber das Schiff. Aber damit ist deine Brücke weg. Ist schon egal. Ich will eh keiner mehr auf diese Insel. Was soll ich denn auf der? Was soll ich denn auf der? Gut, dann. Moment, überleg mal, ob ich das jetzt noch einsetze. Ich weiß. Ich überleg noch, was ich tue. Aber gut. Überleg noch, was Sinn macht. Also bevor die nachher schlecht draufkommen, nutzt ich, nee, ich rekrutiere Arbeitslose, und zwar 3 Stück. Für 6 Geld. Mhm. Habe ich überhaupt nicht so viele Menschen? Ja. Menschen. Achso, leg mal weiter. Die Migrationskauf? Ja, die ist aber verbraucht. Wink. Auf rekrutieren. Mhm. Ja, das ist ein Schiff. Wie viel rekrutierst du jetzt? 3. Was muss ich machen? 3 hochschieben. Sie rekrutiert 3, bevor wir es vergessen. 2. Interessant, es ist gar kein Verräter dabei. Wer ist dran? Ich. So was. Deine Migrationskarte ist schon durch, ja, echt. Ich migriere trotzdem. Aber da darf ich nur einen migrieren. Alle darfst du bewegen. Genau. Die frei sind. Ein Feld halt. No go away, oder jetzt meine Tochter war nicht. Ach, der Rest ist ja beschissen. Das soll ich da kann ich immer noch. Das Schiff hat es ja nicht gemacht. Das macht gar keinen Sinn. Lass es sein. Doch, den habe ich vor. Dann leg ihn um. Nein, so wäre ja. Was soll das bedeuten? So. Fertig. Ich. Spiel rot. Oh. Zeig mal so. Ist ja nicht. Ja, geht doch. Die Karte ist dieses Mal richtig schön war. Kunstwerk. Ja, gib mir die. Wo soll das gehen? Du kannst hier, oder? Kennen wir doch nicht. Oder? Das geht doch. Wow. Das geht. Holz. Ein Holz für den Markt. Oh, es gibt Holz und es ist eine Hütte drauf. Noch Wasser. Bitte. Wasser? Ja, klar, hier. Warte. Wie ist denn der Holzpreis gerade? 4. Und auf dem Exportmarkt? 5. Nee, stimmt nicht. Also, willst du verkaufen oder kaufen? Immer verkaufen. Dann ist verkaufen, dann ist plus 3. Ja. Okay. Wie ist der Preis für Kühe auf dem Exportmarkt? 4. Das machen wir noch, das darf ich noch. So kommt alles runter hier. Eine Kuh und ein Holz auf den Exportmarkt. Und ich krieg 7 Geld, bitte, 7 Florin. Warum ist echt das Geld ständig weg? Tja. Nicht ständig. Vor allem dann, wenn du dran bist. Komm ich. Wie soll ich denn die Schulden zurückzahlen, wenn du die Bank immer leer machst? Ja, das ist ein Problem. Ja, finde ich nicht. Das ist du wirst doch da noch aus Geld dahinter liegen, oder? Ja, genau. Sonst hätte ich mir ja einen Euro nicht leihen müssen. Ich baue jetzt. Du hast doch schon gesehen hier, gell? Ja, ja. Ich baue dann einen Euro. Alles ganz nette Theorie. Scheibenkleister. Scheibenkleister. Wie ist denn der Einkaufsstein? Das ist ja scheiße. Die Steine auf dem Markt. Einer. Juhu. Ein Stein auf dem Markt und der kostet 5. Oh Mann. Das war jetzt noch gut. Kann man mit Spielern eigentlich mit Geld und Steinen handeln? Du kannst alles machen hier. Wie du willst. Verkauft die mir Steine? Kann ich? Ein Spieler, also ein Männchen aus der Stadt rausziehen.
Rausziehen? Ja. Also mit deiner eigenen Bewegung, ja. Genau. Aus der Stadt raus. Ja. Ja. Migration. Dein eigenes. Ja. Ja. Migration. Nee, ich meine, in dem Feld bleiben. Ja, Migration. Aus einem Stadt oder Kirche oder was auch immer rausbewegen, in das Feld wieder rein, ist eine Migration. Ah, okay. Oder noch einfacher, du baust irgendeinen Rohstoff ab und ziehst aus der Stadt auf den Rohstoff, dann hast du gleich eine Doppelaktion sozusagen gemacht. Also Migration zu machen ist eigentlich eine Verschwendung. Bauen? Wenn ich baue? Auch? Das habe ich ja vorher hier vorgeschlagen. Also ich kann bauen und dann aus der Stadt rausziehen und... Wenn der noch nichts gemacht hat vorher in der Stadt. Also in der Stadt. In der Stadt hast du ja keine aktive... Ja, okay. Ja. Dann probiere das jetzt. Außer du hast die Stadt in der Runde gebaut, dann geht es nicht. Dann ja. Die ist schon lange da. Das geht. Dann probiere das jetzt. Dann will ich da bauen. Und soll wir den Tempel bauen. Das ist die Kirche? Ja, Gotteshaus. Und zieh den raus und in die Stadt rein. Dann haben wir dann 7. Sind es dann 7? 7 haben wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, korrekt. Warum? Was ist jetzt? Vorbei jetzt. Bei dem? Bei mir? Wolltest du noch fragen? Ich muss das mal sagen, würde ich nicht. Nein, bei mir. Also. Dann ist der Ralf jetzt dran. Und ich möchte noch was tun. Du bist gerade verwirrt. Du weißt ja, du kannst ja da rausschmeißen. Ne? Wo? Wo ist denn das? Wieso ich? Ich bin weit weg von ihm, ich kann da nicht machen. Wie? Ihr könnt ihn rausschmeißen. Ja, allen Dingen Gebäude. Mach das mal. Okay, ich habe jetzt hier. Boah. Wie viel Geld liegt da in der Kasse? 2. 2. Super. Denke, du musst noch 2 Meter geben, ja? Ja, sobald ich sie habe, habe ich gesagt. Du kannst mir auch 2 Waren geben. Sobald. Nein. Nur im Wert von 2 Gulden oder was das ist. Ach du Scheiße, Mann, das ist doch doof alles. Dann machen wir jetzt echt mal was Schlimmes. Du erkundest. Ich glaube, ihr habt da genug. Ihr habt mal einen Teil von König und Vaterland gemacht hier. Oh, das ist aber schön. Du. Ja, das gefällt mir richtig. Sabrina, du hast mir übrigens keinen Joker gegeben. Entschuldigung. Dann machen wir. Dann machen wir Fang. Ja, was denn? Also gut, ich mach folgendes. Ich baue was ab. Wo ist das Ding? Ja, genau. Ich baue was ab und ich habe das auch gemacht, finde ich toll. Aber ich komme da nicht hin, weil der hat schon was gemacht. Ja, da drüben kommt er. Also ich tue Kühe hüten oder Holz abbauen, aber das gehört mir alles nicht. Holz. Holz, nehmen wir. Nein, Kühe. Holz. Holz, Holz, Holz. Zack. Und zwar 1. Das ist meiner. Was? Achso, tatsächlich. Steinmiepel. Oh, dann mache ich doch Kühe. Ja. Ihr habt die Farbe gerade nicht gesehen, bin ich zu müde. Also gut, Kühe. Und zwar zack und zack. Und wie viele liegen da noch? 4. Ne, 3. Also gut, dann machen wir zack. 3 Kühe bitte. Das wollte ich tun. Du kannst es nur noch machen. War es ja verboten. So, das war's. Nächste. Tja. Ist das kacke alles. Dann baue ich Erz ab, komm. Ja, wenn da jetzt 7 Tempel stehen, wo sind die denn alle? Also wer hat denn die viele? 1, 2, 3, 4, 5, also ich habe einen. 7. Und das ist 2, oder? Mhm. Ach, dann wäre es halt auch einer. So, jetzt sehen wir Gott, ach, das stimmt doch nicht. Gut, gut, gut. Was ist los? Und was hängt? Pass mal. Ich bin fertig, was, ja. Was, ich muss mal wieder auf den. Auf mir. Auf was? Auf mir. Oh. Du weißt, was zu tun ist. Schließt du jetzt an oder? Resettet. Bleibt nichts anderes übrig. Nee, passt ja. Das, was ich tun wollte, wie kann man den jetzt rausschmeißen? Das, was ich tun wollte, funktioniert leider nicht. Aus einem. Mach ich das einfach so. Ja. Safe in meine Stadt. Da muss ein Rebell drin liegen. Also, ach so, nachher. Dann kannst du raus. Außerdem kann ich, glaube ich, sowieso erst.
Ja, wie, wann kann ich einen Tempel rausschmeißen? Jederzeit. Wenn er nachher umliegt. Rebell. Wenn du in der Stadt bist und da liegt ein Rebell drin in dem Tempel. Ja, in dem Tempel wird aber nie ein Rebell liegen. Mal drüber nachgedacht? Doch. Da liegt ja erstmal. So, der Tempel, weiß, im Tempel liegt keiner. Nee, das wird nicht passieren. Im 100 Kalle will er nicht. Ja, gut. Im Tempel ist ein bisschen schwierig. Alles gut. Er muss ihn wirklich schon verlassen, ja. Ja. Aber man kann ja auch Leute Geld bezahlen. Nein, ich will auch seinen Tempel gar nicht. Ich bin jetzt in seiner Stadt, in meinem Archipel. So, bin ich jetzt der Gouverneur. Andreas. Da ist die Runde nämlich rum. Oh, da liegt ja Geld, das kommt ja nachher da rein. Ja, ne? Da kommt wieder Geld rein. Also, durch. Achso, halt. Ach, Entschuldigung, Andreas. Sorry. So. Noch vier unterschiedliche. Das ist schon ziemlich fieser Geschmack. Alles schmeckt irgendwie komisch. Zwei Eisen bitte. Das sind halt Tropenfrüchte. Was willst du? Zwei Eisen. Eisen. Aber wenn er viel zu zusammen ist, dann kann er kommen erschließen. Es gibt so kleine Angriffskarten. Du hast ja alles raussortiert. So, dann sind wir durch. Kannst du den Erzbischof nicht? Wozu? Kann man hier noch Dinger runter? Richtig. Schade. Kauf, ja, Karten kaufen. Die sind alle kacke. Mhm. Na, und Dreh hat mal ein paar Schweiße raus. Für uns. Nimm einen fürs Team, komm. Alle Müll. Wir gehen Arbeiter weg. Drei. Ja. Wieso drei? Drei. Nein, da gehen Arbeiter, Arbeiter weg. Freie. Ach, freie, ja. Nicht drei Arbeiter. Arbeitsministerin. Schon interessant. Fragt man sich, was da für Endbedingungen im Spiel jetzt eigentlich sind. Sieben Tempel. Das Geld war weg. Nix. Sie hatten nur zwei von den Dingern leer? Drei müssen leer sein. Ach, drei, okay. Ja, Bank war leer. Achso, habe ich ja gehabt. Geld war weg. Und da gibt es doch auch die Siegbedingung, dass irgendjemand so ganz viel von den Karten haben soll. Das wird schon beachtet, oder? Hier so. Ich glaube, jeder, also ich hoffe mal, jeder kennt seine Karte und würde schreien: Ah, Ende! Ach so. Ah, jetzt, ja. Ende. So, jetzt komm, keine Krise jetzt. Nö. Oh, was? Auswanderung. Ja, jetzt kommen die natürlich. Minus einen Arbeiter je Hafen. Was für Quatsch. Ja. Mit denen jetzt mal die da von mich, ja? Oh. Ui, was haben wir denn? Fische. Captain der Hochseefischerei. Nimm zwei Ressourcen Fisch aus der Bank. Kommt ja früh. So, wir haben eine Krise. Lokalmarktkrise. Fisch. Fünf Personen. Wir haben ziemlich viel Fische. Ja, Lokalmarkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30 können wir aufstellen. Wenn überhaupt so viel umfallen. Wir haben ja 7 Küchen. Also lassen wir es. Was wie viel verbrauchen. Ja, gut, müssen wir schon machen. Ne? Ja. Also, auf geht's. Aber wir können doch die Kurven schnell abziehen, oder? Das ist doch einfach. 3 fallen weg, 6 fallen weg, 7, 8, 9, 10 fallen weg. 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21. So, also 21. Zwei Fische weg. Wieder grün. Was? Karten kaufen. Karten kaufen. Spieler grün. Hey, jetzt ist wieder Fisch da. Die Hochseefischer können sich. Captain Iglo. Captain Iglo, ja. Kriegen wir noch einen Baron Sandy, ha? Ich darf halt zwei drehen. Wie war das? Jo. Ich muss nichts für den Battle kaufen. Du darfst zwei drehen. Was ist das, die Weltwunder oder was?
eines die Auswanderung. Die Arbeitslosen, die Arbeitslosen gehen, nach England. Die werden verschifft und. Oder? Die machen Nannies. Nee, ein Arbeitsloser je Hafen. Ist Spieler, der das austriggert. Ist Spieler, der das triggert oder alle helfen? Das müssen wir mal nachlesen. Steht da nicht der Pro Hafen im Spiel? Pro Hafen steht da, ja. Ja. Ach, steht unten noch? Nee, das sind alle Karten so. Ja, dann. Ja, dann. Was ist das Problem? Kalkulierst du? Geht das nicht auf? Nee, denkst du, es müsste aus? Ja. Ich hatte drauf spekuliert, aber. Ich habe mich verstanden. Hat bestimmt irgendwie mit der Karte nicht verstanden. Nee. Also ich habe meine verstanden. Kann schon sein. Also ich glaube, dass ich das an der Karte verstanden habe. So schwierig ist das jetzt auch nicht. Ich habe einfach gedacht und daneben. Kommt vor. Schmeiß doch mal Karten raus, Mann. Ach, das passt ja nicht, dass das noch weitergeht, weil du dann vielleicht deine super Primus Intervallis-Stellung hier verlierst. Ja? Was kostet jetzt diese Auswanderung? Ja, sehr gut. Die Auswanderung kostet jetzt immer noch 3. Die Auswanderung? Die hat sich nicht verändert zum letzten. Die wird einmal teurer und dann kostet sie immer noch 3. Was macht die? Die macht. Na, pro Markt ein. Aber die Aktivierung kostet gar nichts. Ja. So, reicht was damit? Ja, ich hab's richtig verstanden. Ja, ich hab mir hier eh nicht mit den Dingen. Ich nehm die. Oder? Hat die immer schon das Geld? Welche Marsch? Also, größte Fehlkauf an der Zeit. Welche möchtest du drehen? Welche Karte denn? Das erste fliegt raus. Also halt, Moment, hätten wir erstmal die ja machen. Nee. Macht doch jetzt nichts. Sie füllt ja doch. Achso. Beide Lücken jetzt, zack. Keine Krise und. Keine Krise, gut. Was kommt? Bank und Kartograf. Auf der Bank ist so viel Text. Also fertig. Deaktivierung. Zack, zack, wieder runter von den Feldern. Sie haben wieder verfügbar, die blöden Säcke da. Die bleiben. Aufgestellt, jetzt wenn da ein Tempel drin ist. Yeah. Ja. Der Tempelmensch bleibt sowieso aufgestellt. Und die anderen automatisch dann auch. Ne, das kann er entscheiden, ob er das möchte. Das müssen nicht mal alle sein. Du kannst ja absichtlich welche liegen lassen. Von anderen Spielern oder so. Du kannst ja Geld dafür verlangen. Was? Bevölkerungseffekte. Legst jetzt schon das wieder Tableau müssen wir noch lernen. Achso, ja, genau, das ist da. Ja, das gesagt. Ist das jetzt so oder ist das nicht? Wir haben bisher gespielt, da wo Kirche steht, fällt keiner um. Ja, bisher genau. Hat keiner. Das ist ein Wahlrecht. Der Einzige, der nicht umfällt, ist der in der Kirche drin. Und alle drumherum ist die Entscheidung des Kirchenbesitzers. Okay. Ja, ob der die aufstellt oder nicht. Okay. Und das meistens immer so ist, dass natürlich Leute, die Kirche gehört, die auch in dem Feld sind, stellen sie natürlich alle auf. Ja, ja. Aber wir hatten ganz am Anfang vom Spiel. Und dann muss sie das sagen, dass die wieder aufgestellt werden. Wenn die Krise abzuwandeln ist, vorher nicht. Also jetzt fallen jetzt alle nicht um. Die fallen ja jetzt alle um. Ja. Alles noch gut. So, jetzt haben wir wieder Geld in der Kasse. Mhm. Ist das Vieh fallen jetzt noch nicht um? Genau. Ja, jetzt kommen erst die Effekte, bitte anpassen, durchgeben hier. Arbeitslose. Einer. Das war's. Zwei, drei. Das war's. So, hier einer dazu. Und das war's. Nicht viel. Okay. Gut. Immer noch 10 Abstand. So, jetzt fallen sie um. Und ich entscheide mich hier gleich dagegen, dass die umfallen, logischerweise da auch. Zack, da auch. Wie viel der Macht das man da hat, wenn er gar keinen Umfall. Okay, das und ist wie stellen wir es wann, auf? Wann muss ich jetzt sagen, ob die aufstehen oder nicht? Nachdem wir. Also wir handeln jetzt erst. Jetzt wurde erstmal geguckt, ob es überhaupt notwendig wird. Ne? So. Weil vielleicht ist genug. Fleisch da. Machen wir es ja nochmal eine neue Spielreihenfolge. Ja. Das ist jetzt richtig. Das meine ich. Wir handeln erst und dann wird geguckt, genau, damit die Krise abgeht. Ja, richtig. Vergiss das nicht. So. Was bieten wir dann? Und Fleisch vom Exportmarkt oder vom inländischen Markt? Vom inländischen Markt. Oberst Inland und dann 3 Holz noch abzugeben. Das langt beides. Vom Export. Ah ja, so. Das ist beides noch. So. Im Bereich des Möglichen.
Bevor du nachher gehst, wird aber die Tasche überprüft. Hast du abgezählt. Du wirst erstmal nachher abgeklopft. Hast du immer so lange überlegen müssen? Ja. Wir fangen alles rein, was man hat. Ja, genau. Einfach mal die dicke Hand voll machen und dann wird man halt Startspieler. Das kürze ich so. Sprich aus Erfahrung, so oft wie du schon Startspieler warst. Halt, ja, klar. Und zack. Ja, also, guck mal. Dann ein, wenn du mich zweiter machst. Fünf, wenn du mich zweiter machst. Ich geb dir eine Kuh. Von mir kriegst du ein Eisen. Mir gibt dir zwei Kühe, komm. Du bist mit dem Kühe. Nö, dann nehme ich lieber das Bargeld. So, wer möchte drei? Zwei Kühe. Nee, ich. Zwei Kühe. Eisen, habe ich schon gehabt. Finish. Aber zwei Kühe geht halt echt. Zeig mal die Esel. Lass doch schmecken, das ist von der Hüfte hinten. Danke. Nummer 4 und 5 noch. Okay. Noch Interesse? Jemand auf 4? Keiner? Ich bin mal nach letzten, ich war noch nie hinten. Das stimmt. Genau. Dann hat es Andreas nicht ganz so schön. Genau. Wenn man aufsteigen will, muss man wissen, wie es unterliegt. Was möchtest du? Das ist so ein Likör. Oh ja, ich will auch. Jetzt die Krise, das. Jetzt kommt die Krise. So, da wir schon ausgerechnet haben, dass die Kühe durch 6 für alle reicht, braucht man gar nicht groß rummachen. 5. Das ist so. 30. Ja, das ist mit dem Stuhl hier. 30. Ja. Kann ich jetzt sagen, oder? Dann stehen wir auf. Dann stehen die wieder. So, reicht das sowieso. Hättest du natürlich auch was dafür verlangt. Aber das ist das Ding da. Ja. Also, ich bin das Ziel und stelle es im Endeffekt das auch. Dann nehmen wir zwei. Goodwill. Ja, klar, logisch. Goodwill. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17 Leute. 17 Leute. 17, 6. Das sind drei. Ja. Domestic war das, ne? Ja. Dankeschön. Gut. Der Markt ist immer gut gefüllt, das ist schön. Das ist ja nie so, ne? Ja, so, jetzt so müssen wir noch die Exportprise auch noch abstellen. Drei Holz, ja dann. Genau. Zeig mal die drei Holz, ne? Zack. Jetzt. Und jetzt kommt tatsächlich Aktionsphase. Also ich gehe da erstmal hier auf den ganz normalen Markt und verkaufe die zwei Kühe von dem Herrn da für 10. Ups. Nicht mehr da. 3, 4. Und jetzt. So. Das ist alles suboptimal. Jetzt bin ich echt fies. Ich pop. Hä? Achso, ich dachte, ich war noch gar nicht fertig. Okay. Ich pop nicht, ich habe jetzt nur mal mir Geld geholt. Ich pop. Und zwar an allen möglichen Dingsen. 1, 2, 3. Hast du noch so viele Mittel in deinem Sack? Okay. Und dann spielst du. Und dann spielst du Ende. 1, 2, 3. Okay. Also, Moment, damit ihr das auch glaubt. Das ist großartig. 5 Spieler, 42 Leute. Also gut. Dann legt mal auf, was ihr habt und alles schön hier nebenan. Wo hättest du denn da? Damit die Kamera auf den Sinn. Wo ist deine Karte? Legt sie mal hin. Ja, genau. So. Ah, es ist ja mal ätzend hier. Ah. Genau, Siegpunkte stehen. Also, los geht's. Fangen wir mal mit dem Offensichtlichsten an. Fangen wir mit dem Beste. Macht das noch viel mehr. Wer hat am meisten Geld? Zwei.
Mir geht es relativ schnell. Ich glaube, ich habe noch Schulden bei dir, die heißen. Also ich habe es ja auch leider nicht bezahlt. 44. 44? Oh, Entschuldigung, 54. Alter, da ist aber gehartet. Okay, erster Platz an ihn. Wer hat der zweite? Ich habe 40. 54. Das sind 10 oder was? Ach, das sind 5. Jetzt kann ich euch joggen. Ja. 20, 29. Verdammt nochmal, aber viel Geld im Umlauf. Also 40, 29, was? Ja, 40, genau. Was hat der mir nicht hingeholt? Ich habe 32. Ja, ich habe gar nicht gedacht, so Alter, wie geht das? 10, 20, 30, 32. Oh Mann, 28. Also, dann vierter Platz interessiert, dann können wir dieses vierte Platz. Weil es gibt bloß. Ich habe 29. Achso. Das ist 29. Ja, doch. Mit einem. Also, erster Platz kriegt 4 Siegpunkte plus 3 Siegpunkte. Weil das zweimal die gleiche Bedingung ist. Was also 4 plus 3 sind 7. So, der zweite Platz kriegt 5 Siegpunkte in Summe. Und du kriegst 3. Oder? Wow, ja, das ist ja total gelohnt nicht. Super Sache, dann sind die zwei weg. Wow, 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 wow. Was denn? Kirchen bauen. Ich habe 3 Kirchen, deswegen habe ich 3 Siegpunkte. Was machst du denn? Die ersten 2 Karten sind weg. Wir machen Karte für Karte, jetzt kommt alles klar. 3 Kirchen, ich habe am meisten Kirchen. Lila, bitte 3 Siegpunkte. Wer hat. Ihr habt 2 Kirchen oder was? Ich habe 2. Was ist denn bei Gleichstand, ehrlich gesagt? Weiß es nicht. Hat die Kirche gehört? Ja, gehört ja nur die Stadt. Ich habe 2 Kirchen. Er hat 2. Ich habe es vergessen, was bei Gleichstand ist. Lasst mich schauen. Immer haben Gleichstand. Der dritte Platz ist Gleichstand. Mehrere, eine Kirche. Ich glaube, das ist. Ach, der dritte. Siegpunktage. Ja. Ja, das ist dann der dritte Platz. Alle kriegen das. Ja. Also, du kriegst 2. Du bist gelb. Genau. Jeder, und wir kriegen alle einen. Bis auf mich, ich habe keine Kirche. Du hast gar keine Kirche. Nein, wie alle? Der Andreas und ich. Das sind wir alle. Platz. Und Ralf hat seine Punkte schon bekommen. Ja. Ja. Genau, so. So. Hä? Da kriege nur ich Punkte, wenn ich das richtig sehe. Eisen? Was soll das heißen? Eisen in der Stadt. Stadt, wo Eisen dran ist. In einem Feld, wo Eisen drin ist. Das ist was ist das für eine Scheiße? Ja, es ist sicher. Guck mal der Regel nach. Die Karten sind aber entfernt. Ja. Was ist denn das für eine Bullshit-Karte? Anzahl der Eisensymbole in den Regionen, die von einem Spieler über eine Stadt kontrolliert werden. Also sogar Anzahl der Eisen. Das ist 3. Das sind 2. Da gibt es was in der ersten Platz. Kriegen 3 Punkte. Genau. Ich immer noch geil. So, er hat am meisten Fische hinter seinem Bildschirm. Also ich habe 3 Fische. Ach was. Ich habe Coin. Ich habe einen. Von dir vorhin gekriegt. Einen. Ich weiß. Was? Einen? Okay. Also ich habe 3 Fische, das heißt ich krieg schon mal 3 Punkte. Und ihr bekommt jeweils 1 Siegpunkt. Der teilt euch den dritten Platz. Genau. Super, was sei ohne Witz, wir sind noch nicht mal bei 10. So, und das hier ist doch gesamt auf der ganzen Spielwelt, oder? Ja, das ist also mal eine Anzahl der kontrollierten Häfen und Märkten eines Spielers. Genau. Ah, das muss nicht mal. Okay. Ich habe einen Markt und einen. Also, ich habe einen Markt. Und 2 Häfen. Nee, einen Hafen und 2 Märkte. Also, jetzt hast du auch nur 1. Das muss ja das Set sein. Nee. Anzahl der kontrollierten Märkte. Ich habe 3. Also, ich habe 3 Punkte. Ich habe 2. Ich habe 2. Hat sonst noch jemand? Ich habe einen. Also dann kriegst du gar nichts, dann kriegen wir den dritten Platz. Wieso krieg ich gar nichts? Nee, wir kriegen den zweiten Platz. Er hat 3 als den Sieger, ersten. Wir beide haben jeweils 2. Genau. Achso. Wir kriegen jeweils 2. Du hast gar nichts, oder was? Nee, ich habe nur das einen Hafen. Ich 2 und... Und ich genau einen Punkt, weil ich den dritten... Ein Punkt und du kriegst auch 2. Das ist die Hitwertung. Hat jemand noch eine Siegpunkt-Dings auf einer Karte oder sowas drauf? Weltpunkt und irgendwas? Was ist der Tiebreaker? Ach. Das kann ich jetzt schon wissen. Wahrscheinlich Geld. Moment, hier haben wir es. Es gibt nur einen Gewinner. Bei Gleichstand gewinnt der Spieler, der mehr Florin hinterfällt. Heute nicht Dritter. Nein. Gewinnt der Spieler. Der Tiebreaker ist nur relevant für den ersten Platz. Also ja, ist es gewinnt der dritte Platz. Nee. So. Und ich sag, ganz ehrlich, ich sag dazu jetzt nur, ich wollte das Leiden tatsächlich beenden. Ne? Weil ich eigentlich keinen Bock drauf hatte, so langsam mit so diesen paar Meeples hier so durch die Gegend zu eiern. Der hätte jetzt die Stadt eh wahrscheinlich wieder genommen. Wie denn das? Ach nee, hast mich ja so. Ich hätte da einen gebaut, damit du da keinen auf komische Gedanken kommst.
Und dann hätte ich tatsächlich auch angefangen, Merkel zu bauen. Ich hatte eigentlich gehofft, mit dieser Tempelaktion, dass du diese Karte hast, dass das in der vorigen Runde schon vorbei ist. Aber das war leider nicht. Ich krieg Punkte für Tempel, aber nicht. Ich muss ihn nicht bauen. Krass. Du bist also schön, zweiter Platz, du hast das erste Mal spielen. Super. Ich spiele schon schön. Und es, ganz ehrlich, es ist tatsächlich so, die Wertung ist der Hammer. Das ist so scheiße alles. Eben gar nicht. Dass du nicht weißt, worauf du spielen kannst. Ja. Ist doch cool. Also heute war es so. Ich erinnere mich noch an ein Spiel, da war es das ist, also was ich krass finde, ist, dass die Öffentlichen halt zum Teil da drin sind. Weil das ist heftig, wenn der quasi die Analogie dazu hat, der spielt aufs Doppelte. So übel, ey. Das ist krass. Das ist schon der einzige Grund, warum ich mit dem gewonnen habe. Boah, krass. Ich erinnere mich an ein Spiel, der war es nach der dritten Runde vorbei. Ja. Das war echt der Hammer. Das war ja die Kurzversion. Ja, Was war denn da die Siegbedingungen? Ich glaube, solche Karten da im Spiel waren das. Ja. Ich glaube, du hast sogar einen Boden, da waren dann zwei oder vier alles andere Spiele. War echt kurze Spieldauer, genau. Ich habe irgendwie gehofft auf ein, zwei von denen. Also, die letzten zwei Runden waren übel. Nö, das war noch nicht mehr gehabt. Weil das, das war doch die Runde, wo wir praktisch entdeckt und dann waren zwei Stapel leer. Du. Ja, das war gut. Wir haben halt das mal online gespielt über Tabletop Simulator oder sowas. Das war ja, glaube ich. Ne? Und dann war es top. Ja, das war es cool. Dann ich hätte die Stapel leer machen müssen. Aber ich saß da in diesem Ding drin und kam da nicht raus. Ich hätte ja gern Käufer bei dem Thema, aber es hat ja oft nicht funktioniert. Ja. So, schön. Krass. So bist du der rechtmäßige Herrscher dieses Archipels, sonst kannst du die Bevölkerung unter also ausbilden und zivilisieren. Den Weg zu Gott. Aber mit Tabletop-Simulator. Ja, darf ich einmal den Tisch tilten? Ja. So, das war Archipelago. Vielen Dank. Sehr cool. Cheers. Mhm. So, Kamera ist aus, ihr kennt wieder. Schwäbisch-Schwätzer. Oh. Es läuft noch weiter, weil gerade eine Meldung kam, dass der Akku fast leer ist. Deswegen hat es nicht registriert. Also, ihr seid alle lieb.